Es ist der 8. November 2018. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und heute werden wir ganz besonders ganz viel über geschriebene Worte sprechen, nicht so viel über gesprochene Worte. Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit vor allen Dingen unser mein liebes Team, meine Mitsendegärtner, den zum Beispiel den lieben Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Martin. Wie ich höre, bist du wieder bei Stimme und vor allen Dingen gesund. Das ist schön. Geht's dir gut? Ja, doch. Kann ich klagen. Kannst nicht klagen? Nein. Würdest du gerne? Nee, nicht unbedingt. Nee. Also, schon besser als letztes Mal. Das stimmt schon. Super. Letztes Mal dabei und heute auch wieder ist der liebe Lars. Ich hoffe auch bei guter Gesundheit. Ja, so weit, so gut. Ne? Hallo allerseits. Auch nicht so überschwänglich. So weit, so gut. Aber ich sage ja auch, ja, wenn ich gefragt werde, wie geht's, ja, muss ja. Nee, es ist, es gibt halt ein kleines aber das wird jetzt angegangen. Aber, so, kannst du uns daran teilhaben lassen oder lieber nicht? Oh, muss jetzt nicht sein. Gut, dann nicht. Das kleine Aber bleibt dein kleines Geheimnis hier. Aber wir drei Herren sind heute nicht alleine, sondern wir haben einen Gast, genau gesagt eine Gästin auf der Gartenbank und begrüßen ganz herzlich die Larissa, Larissa Vassilian. Guten Abend, Larissa. Guten Abend aus München. Hallo. Hallo, wie geht's dir? Mir geht's auch gut und ich bin auch nicht krank und ich war heute schon auf dem Laternenumzug und insofern alles gut. Oh, richtig was erlebt. Ja, du, hier ist was los im Süden, klar. Super. Wie sagt ihr denn normalerweise, wenn ihr gefragt werdet, wie geht's? Eine ehrliche Antwort oder so nach dem Motto, es geht gut oder hast du 2 Stunden Zeit? Oder ach, ich glaube, das ist wieder das, ja, das macht jeder, wie er will, aber dadurch, dass ich ja halb Armenierin bin und die dann erstmal immer 10 Minuten, wenn sie jemanden anrufen, so Höflichkeitsfloskeln austauschen, bevor sie dann mal sagen, kann ich mal deinen Vater sprechen oder so, bin ich eher für den direkten Weg. Das kann anstrengend sein. Ich habe das in dem Buch von der Alexandra Tobor gelesen, die hat polnische Eltern und die sagt auch, die sind auch so, also sie bemängelt, wenn ich das mal so nennen darf, dass die Eltern auch so umständlich sind, dass sie nicht auf den Punkt kommen und vor lauter Höflichkeits- und diplomatischen Floskeln das Gespräch etwas schwierig ist und dann aber auch so einfache Dinge wie, möchtest du etwas essen? Nein, ich bin satt, aber du musst doch was essen. Dann, also, dass man irgendwie nie auf den Punkt kommt oder so. Ja. Ja, das ist die Höflichkeit, genau. Und das ist dann interkulturell manchmal etwas schwierig. Kann ich mir vorstellen. Du bist also eher von der zügigen Sorte und möchtest auf den Punkt kommen. Ja, ja. Deswegen jetzt mal los hier, los. Ah, wir können unsere Hörerinnen und Hörer ja nicht überfordern. Die sind es gewohnt, so, dass das hier alles ein bisschen gemächlich zugeht. So. Ich hörte es schon von Hörern, die unser Angebot auf 1,5 Geschwindigkeit hören, wahrscheinlich, weil es sonst einfach so sterbenslangweilig ist, dass man sonst umfällt. Ach nein. Aber gut, ich werde jetzt gelegentlich mal einen Ratgeber zur Hand nehmen, damit ich hier anständig podcaste. Und ich fange gleich mal an mit einem Ratgeber-Tipp zum Thema, wie begrüße und verabschiede ich meine Hörer. Achten Sie beim Hören von Podcasts einmal auf den Anfang und das Ende Ihrer Lieblingspodcasts. Wie werden die Hörer begrüßt? Wie werden sie verabschiedet? Ist das immer gleich oder wechselt es durch? Egal wie Sie es machen, denken Sie vorher darüber nach. Und versuchen Sie es nicht zu kreativ zu machen, das wirkt sonst schnell gewollt. Wahrscheinlich schleicht sich nach ein paar Episoden ganz von allein eine Begrüßung ein, die sich für Sie gut anfühlt. Und keine Angst, Sie dürfen auch später noch wechseln, wenn es irgendwann zu langweilig wird. Bei mir war das ewig gleiche Hallo ihr Lieben, das alles andere... Moment, bei mir war es das ewig gleiche Hallo ihr Lieben, das alles andere als kreativ war. Achten Sie mal darauf, wie die Moderatoren von Nachrichtensendungen das machen. Auch dort hat jeder seine eigene Art, das Publikum zu begrüßen. Ja, und ich sage immer auch denselben Satz. Es ist der Blablabla, hier ist der Sendegarten, hier hört die Stimme von Martin Rützler. Das gibt mir aber auch eine gewisse Ruhe. Das ist wie so ein Mantra irgendwie. Und dann weiß das ich, ist ein Ritual, ja, genau. Ja, ja. Aber Hallo ihr Lieben,
Hilft das auch? War das auch ein Ritual? Ach nee, das war überhaupt kein Ritual, weil ich habe ja angefangen zu podcasten 2005. Ich bin ja die Podcast-Oma und ich habe mir über nichts Gedanken gemacht. Ich habe es einfach gemacht, weil ich wissen wollte, wie die Technik funktioniert. Und ich habe es danach so bereut, dass ich mir nicht mehr Gedanken gemacht habe, weil dann hieße der Podcast auch nicht Schlaflos in München, sondern was Kreatives, weißt du? Also, Hellwach im Süden deswegen, oder so. Oder immer müde im Süden, je nachdem. Genau, also insofern, ich habe mir da wenig Gedanken gemacht und das ist, glaube ich, aber auch so altklug das immer klingt. Es war eine andere Zeit damals. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört die Stimme von Larissa Vassilian, die man auch unter Annik Rubens kennt und vor allen Dingen die Podcast-Oma ist, wie sie gerade selber gesagt hat. Ja. Schlaflos in München, eines der ersten Podcast-Angebote in Deutschland überhaupt, zu einer Zeit, wo maximal 40 etwa gleichzeitig zu hören waren. Was das alles so bedeutet, die ganze Vergangenheit, und vor allen Dingen, warum sie ein Buch geschrieben hat, was ich hier in Händen halte, und was es damit alles so auf sich hat, das machen wir gleich in aller Ausführlichkeit auf der Gartenbank. Wir müssen aber mal eben gucken, was die letzte Sendung noch so hinter sich hergezogen hat. Und wir kommen daher erstmal kurz zur neuen Ernte. So, die neue Ernte. Da ist uns was eingeflogen, und zwar der Arnim, der Rantoron, hat mir geschrieben, für Martins Mutter gibt es jetzt einen Podcast und damit auch einen Setzling, wirkstoffradio.de. Das ist die Antwort auf die Frage, woher weiß eine Tablette, wo sie wirken soll im Körper? Also warum geht die Magentablette in den Magen und wirkt da und die Herztablette ans Herz und wirkt da? Wie findet sie sich zurecht? Da hat er mir geschrieben, ich könnte Wirkstoffradio hören. Das ist auch gleichzeitig ein Setzling. Und Wirkstoffradio hatte ich auch schon wahrgenommen, als wir in Wien waren, zur Ganzohr. Da stecken nämlich der André Lampe und der Rupi. Ach Gott, wie heißt er denn wieder? Der Rupi, der liebe Rupi dahinter. Sorry, krieg dich gerade nicht zusammen. Dann haben wir noch bekommen einen Kommentar von Lara, genau gesagt habe ich den bekommen, die bezog sich noch auf den Lothar aus der vorletzten Ausgabe, sie schreibt mir dazu, ich höre gerade dem Lothar zu auf meinem holprigen Weg nach Hamburg, ich kann ihm nur zustimmen mit der Aussage, dass die Podcast-Arbeit auch Anerkennung in Form von finanzieller Unterstützung verdient, ich als Podcast-Produzentin, die zwar freiwillig und mit größter Freude mehrere Stunden wöchentlich in einen Podcast steckt, frage mich auch zunehmend, wo die Rentabilität sein soll, wenn ich damit nichts verdienen soll, aber deswegen weniger arbeiten gehen kann. Ich würde allerdings nicht das Podcast dazu verdammen, sich nicht weiterzuentwickeln. Es wird allerdings immer schwerer sein, damit Geld zu verdienen, als mit einem Vertrag mit einem Radiosender. Ich finde es sehr schade und es schmerzt auch ein wenig, wenn ich höre, dass Martin so darauf bohrt, dass Ausbildung über die praktische Erfahrung im Hobbybereich steht. So viele Berufe entstehen schon alleine, weil jemand leidenschaftlich ein Hobby verfolgt und zu seiner Profession macht. Sei es ein Schriftsteller, die meisten Musiker, etliche Schauspieler und so weiter. Die Liste ist lang. Ich habe in meinen 3 Jahren Podcasten viel mehr über mich und meine Stärken kennengelernt. Meine Podcast-Erfahrung qualifiziert mich zu mehr als meine Berufsausbildung, Abitur und die bisher 4 Semester Studium. Aber das ist auch der Grund, warum ich das so gerne mache und weiterhin dranbleibe. Ja, dazu habe ich schon geantwortet und nochmal ganz kurz hier. Ich will natürlich nicht, dass die Lara traurig ist und sich und meine Worte ihr Schmerzen verursachen. Und ich glaube, da habe ich mich vielleicht auch ein klein wenig unscharf ausgedrückt. Ich bin ja gar nicht der Meinung, dass man, um podcasten zu können, irgendwie, sagen wir mal, einen Podcast-Führerschein haben muss, sondern dass man das einfach machen kann. Ich hatte halt in der Diskussion mit dem Lothar einfach mal die Gegenposition eingenommen, die mir auch schon zu Ohren gekommen ist, nämlich die Frage, wo grenzen sich Podcasterinnen und Podcaster, die sich das eben quasi selber beigebracht haben, die also autodidaktisch gelernt haben, von den professionellen Radiomacherinnen und Radiomachern ab. Also wenn jetzt zum Beispiel ich an den Sender meiner Wahl herantrete und sage, ich habe hier einen schönen Take gemacht, wollt ihr den nicht kaufen, habe ich da überhaupt eine Chance, mich durchzusetzen gegen die Profis rechts und links, oder werde ich auch wahrgenommen? Das war eigentlich die Frage, die so ein bisschen dahinter steckte, weil ich eben weiß, dass Deutschland zertifikatsverliebt ist. Ich glaube, Deutschland ist ein zertifikatsverliebtes Land. Wir trauen uns wenig Eigenentscheidungen zu und gucken gerne einfach drauf, was andere denn sagen. Und
Ich habe gerade gestern noch ein schönes Beispiel dafür gefunden. Das werde ich jetzt hier mal retweeten, weil ich das gerade vorbereitet hatte. Da habe ich nämlich gesehen, bei einer Nachhilfeorganisation, die Schülerhilfe oder irgend sowas in der Art, da stand dann an, im Schild, im Fenster ein Schild, TÜV-geprüfte Nachhilfe nach Zertifikat ID 07170 getestet für gut. Also da ist selbst die Nachhilfe zertifiziert. So ist Deutschland. Aber ganz, ganz lieben Dank, Lara, für die Meinung. Und ich hoffe, dass meine Worte dich nicht zu arg geschmerzt haben. Das täte mir wirklich leid. Das möchte ich nicht. So, dann haben wir bekommen eine E-Mail von Schreihals, vom Carsten. Und zwar schreibt er ganz schamlos, aber natürlich auch in meinem oder unserem Wohlwollen. Ich würde gerne Eigenwerbung für meine Jubiläumsfolge betreiben. Diese stand unter dem Motto 10 Jahre, 10 Gäste. Wie ich finde, ist es eine sehr bunte und unterhaltsame Folge geworden. Vor allem sind Stimmen zu hören, die wir zum Teil lange nicht mehr in Podcasts gehört haben. Die URL ist schreihals.de, Schreihals mit 2Z geschrieben. Und dann ist es die Ausgabe 436. Und der Link geht natürlich nachher auch in die Shownotes. Ja, alles Gute, herzlichen Glückwunsch. 10 Jahre ist natürlich eine lange Zeit. Und wenn man die durchgehalten hat, dann hat man schon mal langen Atem bewiesen. Und zuletzt kommt noch ein Tweet herein von André, der schreibt uns auch, ach so, das ist genau zur letzten Ausgabe, wo wir über die, unter anderem über die Biologie des Menschen gesprochen haben und ich mich mal wieder meiner Verwunderung hingegeben habe, dass der Mensch ja ein, dass wir aus einzelnen Zellen bestehen, was mir im Alltag nicht immer so bewusst ist. Und er schrieb, ja, der Mensch besteht aus einer Sektillion Zellen, aber jede Zelle besteht aus einer Sektillion Atome. Und Atome sind zum größten Teil nichts. Also besteht jeder Mensch aus ganz viel Nichts. Da müssen wir mal länger drüber nachdenken, jeder für sich. Vielen Dank dafür. Das waren die Sachen, die bei mir eingegangen sind. Ach so, ich habe noch ganz kurz, ich hatte ja beim letzten Mal einfach ein, die Vorlesung drangehängt von aus dem Buch, was die Lara, ach, die Dela mir geschenkt hatte. Da hat auch einer geschrieben, dass es ihm gefallen hat. Das habe ich gerne gehört. Ansonsten, erstaunlicherweise hat sich niemand beschwert. Das ist ja schon mal gut zu hören. Das sind meine Fundstücke. Habt ihr noch was, Lars, Sebastian? Ich habe jetzt auch sonst nichts wahrgenommen. Auch nichts angekommen. Alles klar. Dann schließen wir die neue Ernte für dieses Mal ab und kommen direkt mal auf die Gartenbank. So, und wir begrüßen noch einmal Larissa Vassilian. Vielen, die hier zuhören, wahrscheinlich eher als Annik Rubens bekannt und vielen noch eher über das Angebot Schlaflos in München. Das verfolgt dich ja wahrscheinlich bis an dein Lebensende. Ist das gut oder nicht? Es gibt Schlimmeres, finde ich, oder? Also. Aber du hättest es gerne umbenannt. Nein, das weiß ich überhaupt nicht. Ich meine nur, heute glaube ich, fängt niemand mehr so blauäugig an zu podcasten, wie ich es damals und meine Mitpodcaster alle eigentlich gemacht haben, weil sich niemand der Reichweite bewusst war so richtig. Und ich glaube, allein dadurch, dass es mittlerweile sowas wie Facebook und andere soziale Netzwerke gibt, ist man sich sehr viel bewusster, dass man sich da sichtbar oder hörbar macht. Während wir ja immer noch dachten, hey, mich hören höchstens 70 Leute und da kann ich mich jetzt auch mal total blamieren und das stört nicht weiter. Also es war noch ein bisschen weniger los einfach insgesamt. Hattest du eigentlich ein Vorbild, wo du gesagt hast, ah, das ist spannend, das will ich auch so machen, oder ist das so ein Ding, was aus dir direkt herausgekommen ist? Also ich wollte eigentlich mit 16 schon unbedingt Radiomoderatorin werden. Also insofern habe ich hier in Bayern ganz viel Voice of America gehört. Das hat man hier sehr gut reingekriegt, weil wir hier in der amerikanischen Zone sind sozusagen. Und da fand ich die amerikanischen Moderatoren immer ganz toll, weil die natürlich so eine ganz andere Art hatten. Mittlerweile hat sich das, glaube ich, relativ angeglichen. Habe deswegen eher als Vorbilder Radiomenschen gehabt und weniger andere Podcaster. Der einzige Podcaster, den ich gehört hatte damals und den ich interessant fand und über den ich auch einfach auf die Idee gekommen bin, Podcast zu machen, war Adam Curry damals. Also der hat ja ein Jahr vor mir angefangen, glaube ich, knapp 2004 oder so.
Und der hat, das war ein MTV-VJ. Ich weiß gar nicht, ob den die Leute so heute noch hören und kennen. Er ist immer noch sehr aktiv, macht den No Agenda Podcast mittlerweile sehr, sehr lange schon. Und da hatte ich halt einfach mal gehört, hey, da gibt's einen VJ, der probiert jetzt seine eigene Radiosendung im Internet zu machen. Und das hat mich dann technisch wirklich sehr interessiert, wie das funktionieren könnte, weil der Gedanke, da so sein eigenes Radio zu machen, fand ich einfach genial. Das war vorher undenkbar, da hättest du irgendwie einen großen Übertragungswagen vor der Tür gebraucht, damit das funktioniert, und übers Internet ging das dann plötzlich so einfach. Das fand ich grandios und finde es heute noch grandios, wie leicht es uns gemacht wird. Und jetzt, wir haben ja vorhin kurz drüber geplaudert über Studio Link und solche Sachen. Also das entwickelt sich ja immer weiter und wird noch einfacher. Ja, mittlerweile kannst du mit deinem Handy schon live gehen und so weiter. Und das, ich finde das grandios. Ich finde das toll. Ja, teile ich komplett deine Begeisterung. Ich wollte nur noch mal kurz ergänzen. Im August 2015, da warst du schon mal zu Gast in dem Vorgängermagazin vom Sendegarten, im Pottunion-Magazin. Die Pottunion gibt's ja nicht mehr. Das hatte der Rico Lüthi seinerzeit ins Leben gerufen und auch das Pottunion-Magazin dazu als, ja, genau das, was der Sendegarten heute ist, so digitales Lagerfeuer, an dem wir uns versammeln und uns Geschichten erzählen. Da hast du auch schon so ein bisschen über deine Geschichte berichtet, also wie das dazu gekommen ist. Ich hätte gerne heute einfach darauf verwiesen, zu sagen, ja, hört euch doch da alles an, aber leider gibt's die Aufnahme nicht mehr, aber das Motto, nimm dein Smartphone und sprich, das ist uns lange, lange noch erhalten geblieben, und es ist in verschiedenen anderen Angeboten immer mal wieder aufgetaucht. Das fand ich sehr beeindruckend. Das habe ich damals auch einfach so als, wie soll ich sagen, Entlastung irgendwie empfunden. Auf der einen Seite hab ich mich natürlich auch damals schon damit beschäftigt, ja, wie kann man das Optimale irgendwie zusammenbauen, aber vielleicht ist das Optimale auch das Einfache, nach dem Motto keep it simple. Also diese Idee, nimm dein Smartphone und sprich, hat mich begleitet. Ja, vor allem, also ich finde es ganz wichtig, dass man von der Inhaltsseite herkommt, dass man erstmal überlegt, was ist mein Inhalt? Habe ich genug zu sagen? Habe ich überhaupt was zu sagen? Sitze ich überhaupt gerne vor so einem Mikrofon? Möchte ich das auch wirklich dann länger durchziehen und nicht erstmal anfängt, Großtechnik anzuschaffen, was übrigens natürlich auch sehr, sehr viel Spaß machen kann. Aber ich habe immer so ein bisschen die Analogie im Kopf, als ich Teenager war und dachte, hey, ich lerne jetzt ganz toll Gitarre spielen. Da hätte ich auch auf jeder Schrottgitarre einfach mal anfangen können, Unterricht zu nehmen und zu spielen und zu üben, ja. Aber nein, ich habe mir gedacht, wenn ich mir dann irgendwie eine Fender besorge, dann und einen tollen Verstärker für was weiß ich wie viel Geld, dann kann ich toll spielen. So ist es natürlich nicht. Und ich finde, beim Podcasting ist es genauso. Also lieber erstmal mit kleinen Mitteln anfangen und gucken, ob man das überhaupt hinkriegt. Und dann, wenn man merkt, hey, das liegt mir, das ist meins, dann kann man gerne auch wirklich viel Geld investieren und regelmäßig auf bestimmte Seiten surfen und da einkaufen. Ja, naja, aber so ein Fender klingt schon besser als so ein, was auch ja, aber immer nicht, wenn man nicht drauf spielen kann. Also da kann natürlich ein guter Gitarrist auf einer Schrottgitarre schafft natürlich mehr als ein schlechter Gitarrist auf einer tollen Gitarre. Also das, ja, das tolle Mikro hat bedeutet noch nicht, dass du was zu sagen hast. Oder? Aha. Nee, ja, ich bin ganz, also ich gehe da komplett mit. Ich habe ja den schönen Spruch gehört, auch mit dem besten Hammer kann man den Nagel, den Finger, den Daumen, ach, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Entschuldigung, nochmal. Auch mit dem besten Hammer kann man den Daumen genauso gut treffen wie den Nagel. Also es kommt nicht unbedingt aufs Werkzeug drauf an. Ja. Super. Martin erzählt eine Geschichte und macht sie gleich kaputt. So. Also wir haben jetzt erfahren, du hast gegen 2005 in etwa gestartet mit einem eigenen Podcast-Angebot. Mhm. Damit warst du in der ersten Welle in Deutschland sozusagen. Du hast ja, ich glaube, es gab 70 oder so, und wir waren zwei Frauen, die Nicole Simon und ich, und alle anderen waren Männer. Und es war für uns insofern ein Vorteil, glaube ich, weil die meisten Hörer waren auch Männer. Und die Presse hat sich dann so ein bisschen auf uns beide immer fokussiert, weil wir waren dann halt so die Einhörner. Wir waren was Interessantes in dieser neuen Welle. Und deswegen wurde relativ viel gleich am Anfang berichtet in relativ großen Medien. Und das hat dann sehr schnell Hörer gebracht.
plus natürlich iTunes, das damals auch Podcasts integriert hat und so. Also da kam einiges zusammen, da hatten wir echt eine gute Zeit erwischt einfach, also um sowas, so ein Hobby anzufangen, was es ja damals einfach war. Ich hatte da einen Job verloren und hatte gerade Zeit und habe mir gedacht, probierst du das mal aus? Aber er hatte da überhaupt keine Hintergedanken, sondern einfach Zeit und viel Kreativität. Und insofern war das wirklich sehr, sehr, ja, eine sehr, sehr spannende und wirklich aufregende Zeit, weil sich das so, also ich erinnere mich noch sehr genau an dieses Gefühl, das klingt jetzt wirklich so, als würde ich von vor dem Krieg erzählen, aber das war wirklich einfach eine ganz andere Zeit, eben vor Social Media. Und ich erinnere mich an dieses Gefühl, wie es dann war, zu wissen, hey, mich hat jetzt jemand in Japan gehört. Ja, also das fand ich vorher einfach unvorstellbar. Ich habe als Teenager irgendwie Weltempfänger gehört und da meine Karten verschickt, meine Postkarten, und war da ganz stolz, wenn dann aus Afrika irgendwie, wenn ich was aus Afrika reinbekommen habe. Und jetzt konnten mich halt Leute aus Australien und Japan hören, während ich in meinem Schlafzimmer da in ein Mikrofon gequatscht habe. Das fand ich total irre. Und jetzt ist es sehr normal geworden, finde ich, dass man sich auf allen Kanälen verbreiten kann. Aber das war halt so ein bisschen Pioniergeist, der da mitschwang. Man fühlte sich wie auf so einem, wie hießen die damals, diese Piratenradios, die irgendwie auf einem Schiff draußen auf See waren oder so. Also oder an der holländischen Grenze, nicht wahr? Ja, ja, genau. Ja. Wir haben einen Piratensender hier. Cool. Kapitän. Ja. Sehr cool. Wie hieß das noch, dein Angebot, Lars? Wie das hieß? Radio Saturn. Aber jetzt lachen wir gemeinsam drüber. Nicht Piratensender, Pfannenwender, wie ich das. Nee. Radio Saturn, genau. Aber es gab früher eine Miniserie der ARD mit einem Piratensender auf dem Schiff, Pogo 1104. Ah, guck ja. So fühltest du dich, Larissa. Aber du hast gerade gesagt, vom Inhalt her denken. Was hattest du denn zu senden? Was ist denn der Inhalt gewesen deiner Botschaft? Du darfst bitte nicht immer mich als Beispiel nehmen, weil ich habe ja nichts von dem gemacht, was ich heute weiß. Nein, ich meine nur, also mir fehlen manchmal die guten Geschichten. Und ich fände es eben schön, manche Menschen zu hören, die wirklich was zu erzählen haben. Und nicht jemanden, der eigentlich nichts zu erzählen hat, aber viel Ahnung von Technik, weißt du? Und sich denkt, hey, aber ich weiß, wie es funktioniert. Also deswegen finde ich halt wichtig, dass man wirklich auch sich überlegt, was man sagen könnte. So. Das heißt nicht, also ich liebe Laber-Podcasts, ja? Also ich will überhaupt nicht sagen, das muss jetzt alles durchformatiert und recherchiert sein und was auch immer. Aber mir ist es eben wichtig, dass nur die Leute Podcasts machen, die gerne reden und auch wirklich was zu sagen haben. Denen man gerne zuhört. Oder? Ja, aber ich weiß doch gar nicht, ob mir jemand gerne zuhört. Ich meine, gut, wenn ich es einmal gemacht habe und die Leute sagen. Aber du weißt, dass du gerne redest, dann hast du ja schon also eines der beiden Kriterien erfüllt. Also ich fühle mich ertappt. Ja, ich hab sehr viele Podcast-Kurse gegeben in den letzten Jahren und habe da dann halt, also da war dann auch immer die Aufgabe natürlich, jetzt mach mal deine eigene Episode. Und da hat man sehr schnell gemerkt, wem das leicht fällt und wem nicht. Und es sind vielleicht, also zum Beispiel ich bin unglaublich schlecht vor der Kamera. Ich fühle mich unglaublich unwohl vor Kameras, ja. Ich fühle mich aber sehr, sehr wohl am Mikrofon. Und andere schreiben vielleicht lieber. Also ich meine nur, jeder sollte das finden, ich will jetzt nicht Medium sagen, aber sollte sich überlegen, was seine Stärken sind, mit denen er sich ausdrücken möchte, mit denen er sich präsentieren möchte. Und bei manchen ist es ganz klar das Audio. Ich finde, das merkt man. Das sind dann so richtige Mikrofonrampensäue. Und die sollen dann bitte auch ans Mikro gehen. Und für andere, wo man wirklich merkt, die wollen jetzt einen Podcast machen, zum Beispiel, weil der Chef gesagt hat, das wäre gut, wenn du dich da präsentierst und wenn du da zeigst, was du drauf hast. Aber du merkst, die fühlen sich da so unwohl und die zwingen sich selber dazu, das durchzuhalten, weißt du? Das tut mir dann immer ein bisschen leid. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch eine Art von Therapie sein. Und man wird auf jeden Fall besser mit der Zeit. Aber ich weiß es nicht, ob es für jeden das Richtige ist. Das glaube ich eigentlich nicht. Ja. Würdest du denn sagen, heute gelten etwas andere Beginnerregeln als vor 15 Jahren, als du da so die ersten Schritte gemacht hast? Würde man heute ein anderes, also Einstiegsniveau irgendwie anlegen? Also der Gedanke ist, ich will Radio machen, ich bin hier so ein Kassettenkind, gibt es heute auch nicht mehr, ich fange einfach an und erzähle halt irgendwas, ich mache eine Reportage, wie meine Mutter einen Kuchen backt oder irgendwas, ja, so richtig hands-on, und
ganz schlecht aufgenommen. Man hört mehr Quirl als meine Stimme und was. Aber es ist eben von innen herausgetrieben. So hätte ich wahrscheinlich vor 15 Jahren angefangen. Heute würde ich möglicherweise das scheuen. Aber es wird vielleicht auch viel Spontanität verloren gehen. Gelten heute andere Regeln? So, das ist die einfache Frage. Ich glaube, es gelten andere Regeln, weil unsere Hörgewohnheiten ganz andere sind, als sie es früher waren. Also wir haben aber auch ganz andere technische Möglichkeiten. Wir haben ganz andere Bandbreiten zur Verfügung, um wirklich große Dateien rumzuschicken. Damals klang das alles wie durch die Dose, ja, also ganz furchtbar. Und auch die Mikrofone sind zum Beispiel sehr viel billiger geworden. Allein, was man sich, wie günstig man sich ein relativ gutes Equipment zusammensammeln kann, ja. Das ist, ich glaube, allein deswegen, was die Tonqualität angeht, sind die Ansprüche sehr viel höher, da bin ich mir ganz sicher. Das ist aber natürlich bei unseren Sehgewohnheiten noch viel schlimmer. Da sind wir natürlich durch Netflix und wie sie alle heißen auch jetzt sehr viel mehr gewohnt und durch YouTube und sind nicht mehr bereit, da irgendeine große Wackelkamera in Kauf zu nehmen, es sei denn, es soll Kunst sein. Ist ja an jeder Ecke furchtbar. Ja, ja, aber die ungewollte. Früher gab es die goldene Regel, das Einzige, was sich bewegt im Bild, sind die Schauspieler und die Kamera auf keinen Fall. Und heute, mir wird immer schwindelig dabei. Aber gut, das ist Geschichte von mir. Also ich glaube, also ihr habt mich ja vorhin auch brav auf das Brummen aufmerksam gemacht, das bei mir noch geherrscht hat und so. Also ihr habt da auch hohe Standards und das finde ich ganz richtig so. Also wenn, es heißt nicht, dass es perfekt sein muss. Ich finde im Gegenteil, ich finde Unperfektes sehr, sehr charmant in der Regel. Aber weil das ja auch oft dann die Unterscheidung ist zu den wahnsinnig professionalisierten Radiostationen, die wir so um uns rum haben. Aber sollte die schlechte Soundqualität jetzt nicht so sein, dass man sich nicht mehr auf den Inhalt konzentrieren kann. Also wenn es da ständig knackt und brummt und fiept und dann noch irgendwie die Spülmaschine im Hintergrund läuft, dann nervt's. Und dann höre ich da auch nicht länger hin, weil das ist mir zu anstrengend. Also ich glaube schon, dass sich da die Gewohnheiten verändert haben. Aber das ist ja auch okay. Also es professionalisiert sich ja jedes Format letzten Endes, jede Branche, jedes Medium. Wird immer professioneller und so ist es natürlich beim Podcasting auch. Also es ist kein wirklicher Spielplatz mehr. Es ist eher schon so ab 14 so. Also man muss schon ein bisschen größer sein. Ja, im Gegenteil. Ich fände es ja ganz toll, wenn mehr Kinder und mehr Jugendliche podcasten würden. Aber gerade die Jugendlichen sind da, glaube ich, noch etwas verhalten, weil sie vielleicht auch ihre Stimme nicht so mögen. Keine Ahnung. Oder weil sie halt wirklich alle schon Richtung Snapchat und wie sie alle heißen gehen. Also spannendere Dinge tun. Aber das fände ich zum Beispiel sehr interessant, wenn da mehr käme. Spielwiese, ich glaube schon. Also ich glaube, dass schon sehr viel Platz für Kreativität ist. Gute Technik heißt ja nicht automatisch, dass man nicht kreativ sein darf. Ich glaube, dass man sehr viel ausprobieren darf. Dass man jetzt zum Beispiel auch keine Sendezeiten insofern vorgegeben hat, dass wir jetzt zum Beispiel wissen, wir müssen Punkt 22 Uhr aufhören. Wir machen so lange, wie wir jetzt Lust haben oder bis halt einer irgendwie mal einschläft. Also, hallo, seid ihr noch wach? Also ich glaube, man kann sehr, sehr viel ausprobieren und ich bin auch sehr dafür, dass man sehr viele Experimente macht und diese Freiheiten nutzt, die man da hat, die man jetzt zum Beispiel im Radio überhaupt nicht hat. Und aber irgendwie, wie gesagt, es muss was dahinter sein, ja. Und wenn es gute Laune ist, also ich meine ja nicht, dass alle Inhalte, dass alles immer hochtrabend sein muss. Aber zum Beispiel, wenn jemand total gute Laune verbreitet und das drauf hat und man ihm deswegen einfach gerne zuhört, dann ist es ja auch toll. Also das, aber er hat halt was zu sagen. In dem Fall hat er was Lustiges zu sagen und ich höre gerne zu. Ja. Wir springen jetzt so ein ganz klein bisschen, aber vielleicht mal zu deiner Vita. Du bist Radiofrau jetzt. Nee. Nachdem du Podcasterin warst, du bist doch beim Bayerischen Rundfunk, oder? Ja, aber da mache ich kein Radio. Also, ich habe so eine ganz komische Vita, weil ich habe irgendwie mit 16 dann, wie gesagt, angefangen beim Radio also neben der Schule halt so als Ferienjob und neben der Schule Job zu arbeiten, zu jobben, weil ich halt da unbedingt hin wollte und habe dann auch nach dem Abi gleich mit Praktika und Reporterschichten und sowas angefangen bei einem Privatradio hier in München und habe dann halt gemerkt, hey, scheiße, es ist doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich kann ja da nichts machen, weil alle sagen immer, hey, die Geschichte darf nicht länger sein als 1,30 und in 1,30 kannst du halt einfach keine Geschichte erzählen. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Und dann bin ich zur Zeitung gegangen und habe also ganz lange bei der Zeitung gearbeitet, bei einer Lokalzeitung und habe da sehr, sehr viel gelernt und bin dann zu Magazinen gegangen, habe Kinojournalismus gemacht, Filmjournalismus, 3 Jahre. Und dann durch den Podcast
ist dann Bayern 3 auf mich aufmerksam geworden. Und ich durfte dann bei Bayern 3 regelmäßige Beiträge machen in einer samstagabendlichen Netradio-Sendung und durfte da irgendwelche kleinen Tipps geben sozusagen. Und so kam ich zum Bayerischen Rundfunk, und das ist mittlerweile auch schon sehr lange her, und bin da auch lange wirklich beim Radio gewesen und bin jetzt aber mittlerweile total auf der Online-Schiene und mache Social Media hauptsächlich für den Bayerischen Rundfunk, in dem Fall für die Sendung Quer, die jetzt auch gerade läuft, und ich habe heute ausnahmsweise mal frei, sonst müsste ich jetzt für Quer twittern. Oh. Wahnsinn, mhm. Du hast reinbekommen für den Sendegarten. Uiuiuiui. Wahrscheinlich hast du nicht verraten, wo du hingehst. Ich kann nicht. Ja, dann genau, schöne Grüße an Quer von dieser Stelle. Das sind ja die Querdenker. Also so, ich denke, Querdenke ich immer an Querdenken. Ne? Das ja, das passt auch sehr gut. Sehr pointiert, ja. Sehr schön. Das heißt, du bist gar nicht, irgendwie hatte ich gedacht, du wirst eine Frau am Mikrofon und hättest auch diesen, also sozusagen im Podcasting die Spielwiese, die du eben, wenn du formatierte Sendungen machen musst, diese 1:30 Geschichten dann eben nicht. Also das ist ja eine Möglichkeit, warum zum Beispiel professionelle Radiomacher podcasten, weil sie dann sagen, da kann ich dann einfach mal so mich austoben. Das ist quasi die Jogginghose, während ich sonst immer im Kostümchen rumlaufen muss. So. Also ne, diese legere Variante von ins Mikrofon reden. Das ist ja auch genau das Schlimme, dass ich mir immer denke, also natürlich würde ich jetzt gerne zum Beispiel die Sendung SWR 1 Leute moderieren oder so. Oder hier in Bayern gibt es das gleiche, 1:1 der Talk. Oder es gibt es ja bei jeder Landesrundfunkanstalt, dass es da so ein Interviewformat gibt, zwei Menschen, die sich unterhalten. Natürlich würde ich sowas wahnsinnig gerne moderieren. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, erstens, die Konkurrenz ist riesig. Ja, also wie viele sowas wollen, da habe ich nicht die Ellbogen dazu. Und auf der anderen Seite, wenn man schon so vogelfrei war wie ich mit dem Podcasting, ich glaube nicht, dass man mich wieder in diesen Radiokäfig sperren könnte. Also das widerstrebt mir so sehr, dass ich dann mich wieder an all diese Regeln, diese typischen gebauten Beiträge, 3 O-Töne, irgendwie den ganzen Tag durch die Stadt fahren, den Leuten das Mikro unter die Nase halten, dann irgendwie einen Text einsprechen und das Ding dann fertig bauen, schneiden. Das ist nicht spannend, finde ich. Und es gibt auch wenig. Dein Neumann-Mikrofon sprechen im Studio. Ja, das ist natürlich in der Tat schön, ja. Das ist in der Tat sehr, sehr schön. Also diese ganze Infrastruktur dort zu haben, ist natürlich super. Wobei natürlich auch nicht alle Sendestudios sehr charmant eingerichtet sind. Also gerade beim Bayerischen Rundfunk, ist das schon ein bisschen älter alles. So 70er-Jahre-Charme eher. Aber klar, die Mikrofone sind toll, klar. Ich durfte bei der Subscribe 9, war das, in München, durfte ich eine Studioführung mitmachen. Also sind durch das Hörspielstudio gegangen. Mhm. Das war schon, also ich weiß nicht warum, aber ich in diesen komischen, schallgedämmten, fensterlosen Räumen, wo Krusch hier und Krusch da in den Ecken lagen, Kabelwürste da irgendwie so zusammengelegt. Ich habe mich da total wohlgefühlt. Da habe ich gedacht, ach, das wäre eigentlich so. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht warum, aber das spricht mich an. Aber andererseits, wenn ich mir halt vorstelle, das ist jetzt mein Arbeitsplatz und ich muss da hingehen, ob ich nun Bock habe oder nicht, auch an schlechten Tagen, das stelle ich mir immer ganz schwierig vor, wenn ich selber schlecht gelaunt bin, dann gut gelaunt am Mikro zu sein. Also diese Schere. Ach so, na, ich weiß nicht. Also das könnte ich, glaube ich, ganz gut, weil ich schon merke, dass ich, also heute war ich ehrlich gesagt auch ziemlich schlecht gelaunt, weil ich familiär hier ziemlich Stress hatte am Nachmittag. Aber trotzdem finde ich, kann man da relativ gut abschalten oder ich kann das zumindest ganz gut. Aber das, was du schon sagst, also dieses Regelmäßige, dass dann wirklich, dass die Leidenschaft zum Beruf wird, ist zwar schön, aber dadurch kommen die ganzen Zwänge und ich habe immer die Angst, dass es mir dadurch versaut wird. Also ich habe eben vorhin gesagt, ich war 3 Jahre Filmjournalistin zum Beispiel, weil ich der totale Kinofan war, schon immer. Und ich bin jede Woche irgendwie mehrfach ins Kino gegangen und dachte, das wäre mein Traumjob, dass ich dann irgendwie Angelina Jolie interviewen kann und Matt Damon und wie sie alle heißen. Und das habe ich dann auch getan und habe dann halt gemerkt, dass dieser Job mir die Lust am Kino verdorben hat. Ich bin nicht mehr gerne ins Kino gegangen, weil ich musste mir halt jeden Scheiß angucken. Und die Angst hätte ich beim Radio, glaube ich, auch so ein bisschen. Also
ich lasse mir die Lust am Mikrofon nicht so gerne kaputt machen. Und ich fürchte, das wäre früher oder später so. Weil du natürlich immer dann mit einer Redaktion, mit vielen Leuten zusammen an einem Produkt arbeitest. Und so ein Podcast ist ja dein eigenes Baby, mehr oder weniger. Oder bei euch jetzt auch eine kleine, überschaubare Gruppe, die dann selber ihre Sachen so beiträgt, ja. Und ja, also ich liebe das Radio nach wie vor und ich höre es sehr gerne, aber ich glaube, dass ich da nicht mehr arbeiten werde. Nehme ich jetzt mal so an. Nichtsdestotrotz, die großen Tanker, die man immer so für unbeweglich hält, die fangen ja schon auch an, Podcasting so als Spielwiese, als extra Beiwerk irgendwie zu bespielen. Nicht nur im Sinne von Zweitverwertung, so zweiter Ausspielkanal, da können wir die teuren Minuten halt nochmal verjuxen, sondern tatsächlich auch eigene Produktionen zu machen. Ich verfolge hier Deutschlandfunk, der Tag beispielsweise, und frage mich immer, mit welcher Idee machen die das eigentlich? Also wollen die dieses Legere, um einfach auch nochmal eine andere Klientel zu erreichen, also ne, den verknöcherten Oberstudienrat, der wird sich das wahrscheinlich nicht anhören, so wenn ich mal mir die Klischeekiste greifen darf, aber vielleicht dessen Sohn oder Tochter, bekommen die gleichen, mehr oder weniger die gleichen Inhalte, aber einfach mal auf eine andere Art und Weise präsentiert. Ist das die Idee? Ich bin mal sehr gespannt. Also irgendwann werden wir mal hoffentlich die Gelegenheit haben, auch da ein bisschen näher einzusteigen. Hast du eine Ahnung, warum die Tanker versuchen, das zu benutzen? Also zum einen, ich weiß nicht, ob das jetzt immer bundesweit ist, also das sind immer nur so Sachen, die ich jetzt hier aus dem Bayerischen Raum weiß, ist, dass es sowieso ein Problem war, für die Öffentlich-Rechtlichen Web-First-Sachen zu machen. Also es musste eigentlich immer erst linear ausgestrahlt werden, also im Radio laufen, und dann durfte man eine Zweitverwertung im Internet machen. Das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum mehr Kreativität möglich ist. Und man sieht, glaube ich, von außen immer eben, wie du sagst, die großen Tanker, und die bewegen sich nicht und die sind behäbig und so weiter, diese großen Anstalten. Was ich halt von innen sehe, ist, dass da unglaublich viele Menschen wie wir sind, enthusiastische, hörbegeisterte Menschen, die einfach mal kreativ ihre Energie rauslassen wollen und die manchmal eben daran gehindert werden durch Konventionen, durch Formate und so weiter. Und für die ist es genauso spannend, einfach mal durch diese Möglichkeiten, durch die neuen Möglichkeiten, sich auszutoben. Und das nutzen die auch. Und ich glaube nicht, dass da dahinter immer der große Marketinggedanke steckt, sondern es ist meistens, so wie ich das jetzt erfahren habe in letzter Zeit, es ist meistens Content getrieben und es kommt von Einzelnen, die eine bestimmte Sache gut finden und die dann durchgekämpft haben, muss man schon fast sagen. Also der BR hat ja zum Beispiel diesen Call for Podcasts gemacht. Eine ganz tolle Aktion, wie ich finde. Da ist auch Geld reingeflossen und man hat gesagt, okay, wir versuchen wirklich Podcast-Themen, Podcast-Ideen in der Entstehung zu unterstützen und die dann zu produzieren und sie dann auch linear laufen zu lassen. Die liefen dann auch im Radio, aber das Wichtigste war natürlich, es waren Podcasts. Und da kamen tolle Sachen dabei rum. Da durfte ich in der Jury dabei sein und habe halt vieles davon gehört, leider nicht alles. Aber da waren tolle Sachen dabei und sehr, sehr viele freie Journalisten, die da ihre Exposés abgegeben haben. Und ich glaube, dass es halt unglaublich viele freie Radiomacher gibt im ganzen Land, die für die Podcasts eine ganz tolle Spielwiese sind. Und wenn das jetzt langsam dann so auch in die öffentlich-rechtlichen Anstalten reinschwappt und von diesen begeisterten Menschen da reingetragen wird, ist das doch was Tolles. Also ich bin da sehr, sehr froh drum und ich bin gespannt, was da sich noch so tun wird in nächster Zeit. Also gerade, ich habe, wie gesagt, DLF, der Tag verfolge, oder wir haben letzte Woche auch vorgestellt, die Auslandsreporter vom NDR, diese Reporterfamilie, die da abseits der sonstigen Einspieler und Berichte, die sie dann in das normale Linearprogramm geben, dann auch nochmal erzählen, wie sie das dann eigentlich vor Ort erleben. Ich verstehe dieses Experimentieren, aber gerade zum Beispiel bei DLF der Tag, so wie ich das verstanden habe, ist das eine Aufnahme im Studio mit Vorschaltraum, mit Techniker, der davor sitzt, ist für ein Schalten in das Korrespondentennetz gemacht, und eigentlich ist das so von der äußeren Form her ziemlich
wie eine normale Sendung, aber es ist eben, der Ton ist anders. Also in diesem Best-of, ein Jahreszusammenschnitt, da gibt es eine schöne Stelle, da sagt dann die Moderatorin, wir müssen uns jetzt duzen, darf ich Sie duzen? In dem Podcast, im Podcast ist es üblich, dass wir uns duzen, das ist sehr schön. Und letztens gab es eine schöne Situation, da verabschiedete die Moderatorin ihren Gesprächspartner mit dem falschen Vornamen. Sie sagt, tschüss Thorsten, nein, ich heiße Volker. Und es wurde nicht rausgeschnitten, das war sehr, sehr schön so. Das ich glaube auch vor allem, also das war eben auch so der Grund, warum ich mit 16 unbedingt zum Radio wollte, weil da war das noch so, ja. Also damals klang Radio noch so, wie heute Podcast klingt. Da war halt hier in Bayern irgendwie Thomas Jauch, genau, Thomas Gottschalk, Günther Jauch, die da sich rumgekabbelt haben nachmittags. Das war wie ein Laber-Podcast. Und durch die Formatierung, durch die ganzen, dieses Weichspülen, durch dieses immer stromlinienförmiger werden, ist davon halt viel verloren gegangen und ich glaube, das kommt jetzt halt durch die Podcast-Möglichkeit wieder zurück und wird von vielen, glaube ich, sehr gerne aufgegriffen. Aber ich glaube, dass wir eigentlich da jetzt schon bei der Diskussion sind oder bei der Definition davon, was denn eigentlich ein Podcast ist. Weil du hast gerade gesagt, ja, das ist ja so sozusagen, das ist ja dann in einem Studio ganz toll produziert und wie Radio produziert. Ist es dann kein Podcast? Also was ist eigentlich heute der Podcast? Vor 10 Jahren hast du gesagt... Kannst du mir die Frage beantworten? Ich bin schon eben ewig nicht auf der Suche. Ich finde das... Du, ich habe das eben gerade für das Buch, ich dachte mir, hey, fängst du an mit einer Definition vom Podcast? Pustekuchen. Es ist einfach, es ist nicht mehr machbar. Vor 10 Jahren hast du gesagt, gut, Podcast ist was mit einem RSS-Feed, ja, abonnierbar, muss abonnierbar sein, sonst ist es kein Podcast. Das war eigentlich eine ganz klare technische Definition. Das ist es heute nicht mehr, weil sonst wäre ein Fest und Flauschig bei Spotify kein Podcast. Bingo, ja? Genau. Also, das die technische Definition ist weggefallen. Ja? Ganz genau. Die technische Definition ist total weggefallen. Du hast die verschiedensten Plattformen, also dieses plattformübergreifende, du hast einen RSS-Feed, kannst den mit allen Podcatchern hören, egal wo du gerade bist, ist weggefallen. Du hörst dir ein Fest und Flauschig bei Spotify an, du hörst dir eine Sarah Kuttner und den Niggemeier hörst du dir bei dieser an und mich hörst du halt irgendwie auf deinem Podcatcher. Ja? Also das ist weggefallen. Und dann ist eben die Frage, was ist da noch ein Podcast? Ist es dann nur der Privat? Also ich glaube, wir alle haben im Hinterkopf die Definition, der typische private Podcast. Da steckt keine Firma dahinter, da steckt keine öffentlich-rechtliche Anstalt dahinter, sondern das sind so wie wir jetzt gerade, das sind Menschen, die miteinander sprechen und denen kann man zuhören. Aber das trifft es ja auch nicht, weil all das, was die Öffentlich-Rechtlichen da machen, ist auch Podcast. Also es ist... Ich finde, es ist sau schwierig geworden und vielleicht müssen wir uns wirklich einfach von diesem Wort verabschieden, was für den Titel meines Buches jetzt ein bisschen blöd wäre, aber das stimmt, es geht nicht. Wahrscheinlich das wirklich in Richtung Internetradio oder Internetaudio. Also es gibt ja schon verschiedenste Möglichkeiten oder verschiedenste Überlegungen, wie man das Kind dann nennen soll und letzten Endes ist auch scheißegal. Hauptsache es ist was zu hören. Aber ich finde, das ist wirklich sehr schwierig geworden. Es ist nicht mehr so leicht zu erklären. Naja, weil wir hatten zum Beispiel jetzt vor einiger Zeit in Wien diese Konferenz Ganzohr und da war experimentell, waren irgendwie drei Gruppen, die Wissenschaftler aus der Akademie waren eingeladen, die Podcasterinnen, die sich Podcaster und Podcasterinnen, die sich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigen und auch Leute vom Radio. Und man hat schon gemerkt, das sind so sehr echt klare Positionen und die Radioleute, die haben schon eher so ein bisschen mit spitzen Fingern auf diese Hobbyisten geguckt, die dann da so naja, von zweifelhafter Gestalt, irgendwelche Audiogeschichten machen und kam dann auch mit Ratschlägen daher, wo ich dann durchaus auch gedacht habe, naja, hättest du dich mit der Materie etwas mehr beschäftigt, dann wüsstest du, dass diese Ratschläge nun wirklich für diejenigen, die da anwesend waren, jetzt nicht mehr relevant waren. Das waren wirklich so totale Beginner- und Einsteigerhinweise. Aber ich hatte schon das Gefühl, da ist eine deutliche Kluft und der Gastgeber, also einer der beiden, hat am Ende auch gesagt, alles, was sich paart, ist eine Art. Ich habe gemerkt, hier paart sich nichts, das sind einfach verschiedene Arten. Also wir sind da irgendwie zwischen Radio und Podcaster, gab es irgendwie wenig gemeinsam. Das fand ich sehr interessant. Wobei eben immer die Frage ist, was ist denn dann eigentlich Podcast? Also die kommen nicht mehr klar, ich kann das nicht mehr abgrenzen. Ich glaube auch, es gibt einfach zwei Generationen und Generationen meine ich jetzt gar nicht so vom Alter her, sondern vom,
inneren Alter her, vom Denken her. Also es gibt wirklich diese verknöcherten Radiomenschen, da kenne ich leider auch zu Genüge welche, die wirklich nicht abzubringen sind von einem bestimmten Weg, den sie eben schon seit 20 Jahren so gehen. Und natürlich der Tontechniker, dessen Leben es ist, ja, dessen Lebensunterhalt der gute Klang ist, der wird natürlich sich nicht damit zufrieden geben, dass ich jetzt hier mit einem USB-Mikrofon in einem ungedämmten Raum sitze, ja. Also das ist klar, das sind aber Sachen, die wirst du auch nicht ändern können. Und es gibt aber dann trotzdem diese andere Generation, das sind die Leute, die wirklich brennen für Hören und zwar für Hören auf kreative Art und Weise und die immer neue Ideen haben und immer neue Leidenschaft haben, während die anderen schon, glaube ich, ein bisschen, ich weiß es nicht, desillusioniert sind. Vielleicht waren die früher genauso und wurden dann im Laufe der Zeit, haben sie halt gemerkt, okay, ich würde gerne, ich darf aber nie und haben es dann irgendwann aufgegeben. Also ich glaube, dass man das gar nicht so sehr in die Radioleute und die Podcaster trennen kann, sondern wie gesagt, also die Leute, die ich so beim Öffentlich-Rechtlichen zumindest kenne, da sind total viele sehr verrückte Leute dabei, die tolle Ideen haben. Aber wo willst du die unterbringen? Wo willst du sie unterbringen? Wenn du irgendwie 4 UKW-Wellen hast oder sowas, wo soll das Zeug denn alles hin, was die sich so ausdenken? Und da ist doch toll, dass es jetzt das Internet gibt, wo jeder sich irgendwie austoben kann. Das ist doch klasse. Das auf jeden Fall. Und dieses Bild, was ich gerade so spontan in den Raum geworfen habe, also Anzug oder Kostümchen, also man tritt in einer gewissen Steifigkeit, in einer gewissen Form auf, um was zu repräsentieren, zum Beispiel seinen Sender, oder eben dieses eher lümmelige, gemütliche, in der Jogginghose etwas strubbelig auf dem Sofa rumflezen. Das ist ja dieselbe Person und die ist ja eigentlich, sie ist halt in unterschiedlichen Situationen unterwegs. Vielleicht ist das so ein bisschen der Gedanke. Also Podcast als die legere Form des Radios. Aber das stimmt auch nicht. Es gibt auch genug Podcast-Angebote, die alles andere als leger sind. Das trifft es auch nicht. Boah, ist das schwer. Mein Gott. Lass es. Ich bin auch schon dran verzweifelt. Geben wir es auf. Das ist Zeitverschwendung, wirklich. Ich kann ja mal in dieses Buch gucken. Was steht denn da, was Podcasting eigentlich ist? Also ich glaube, ich habe dann wirklich. Lass uns mal kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellen, wenn wir immer sagen, das Buch. Ja. Was ist das denn? Was sind denn diese 424 Seiten, die ich hier in meiner Hand halte? Oh, ja, das ist mein Sommer. Mein Sommer in ein Buch gepackt. Ich habe 5 ein Monate. Ein einziger Sommer? 5 Jetzt Monate hatte ich Zeit. Oh ja. Wie viel? 5 Monate. Plus Vollzeit arbeiten plus Familie. Also das war nicht einfach. Der Verlag wollte es in 4 Monaten haben. Ich glaube jetzt letzten Endes waren es 6, aber war jetzt sehr, sehr schnell. Und innerhalb, also ich hatte Abgabe Ende August und jetzt letzte oder vorletzte Woche hatte ich es dann in Händen. Also das war jetzt wirklich sehr schnell. Und wie gesagt, ich komme von der Tageszeitung, schnell schreiben ist für mich kein Problem. Das war mein Glück. Aber genau, noch kurz zum Hintergrund. Ich habe vor, 10, 12 Jahren, habe ich schon mal ein ganz kleines Büchlein im O'Reilly Verlag damals über Podcasting geschrieben. Und das war so das Erste, wo ich mal zusammenfassen wollte, was ist das eigentlich und was macht man da? Und jetzt hatte ich im letzten Oktober, glaube ich, oder November, hatte mich Daniel Fiene, auch ein Podcast-Urgestein, eingeladen in Was mit Medien. Da ist auch ein Hörtipp natürlich von mir. Mittlerweile untergeschlüpft bei Deutschlandfunk Nova, aber einer der ersten Podcasts gewesen von der Uni Münster damals. Und und die haben mich eingeladen, so um über den Hype Podcasting zu sprechen in der Sendung. Und diese Sendung hat dann ein Lektor des Rheinwerk Verlags gehört, Stefan Matischek, schöne Grüße. Und und der hat sich dann mit mir in Verbindung gesetzt und hat gesagt, hey, du bist da so Feuer und Flamme dafür, willst du nicht ein Buch drüber schreiben? Also er hat das sehr viel netter ausgedrückt als ich jetzt und wir haben uns noch gesiezt, aber egal. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das und habe dann aber erstmal lange mit mir gehadert, weil er eben von vornherein nicht so ein kleines Büchlein haben wollte wie damals, sondern halt ein richtiges Buch. Das war das, was meine Mama jetzt sagte. Hey, das ist ja ein richtiges Buch. Fand ich sehr Mama schön. Mama glücklich, super. Ja. Ich habe auch schon mal ein Pixi-Buch geschrieben mit 19, also insofern hat sie sich dann über den Umfang, glaube ich, schon gewundert. Aber und so ist also dieses Buch entstanden, also übers Podcasting praktisch.
Über einen Podcast kam der Lektor drauf, ein Podcasting-Buch zu schreiben. Das finde ich eigentlich einen schönen Kreis, der sich da schließt. Und jetzt also lange, lange Schreibezeit über den Sommer und jetzt ist es da und liegt hier und ich kann es selber noch gar nicht so richtig glauben, weil das ist wirklich, ich wollte halt viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich wollte zum einen Anfänger ansprechen, also so diese typischen Fragen. Ich will anfangen, was brauche ich für ein Mikro? Ja, so dieses ganz typische, wie soll ich aufnehmen, was soll ich machen, damit es besser klingt? Diese Anfängerfragen, genau, Kapitel 2, wenn ich jetzt mal einkaufen steht. Ja, hier. Ja, ich liebe einkaufen. Nein. Also ich bin so eine Frau, die garantiert nicht Schuhe kaufen geht, sondern lieber Kabel und Adapter. Aber Genau, das war also so das eine, das mir wichtig war. Zum anderen war mir total wichtig, dass auch die gestandenen Podcaster noch was lernen können, unter anderem auch ich selber. Und ich habe echt viel gelernt, weil ich wirklich sehr viel recherchiert habe und mich sehr viel mit auch neueren Techniken auseinandergesetzt habe, wo ich mich vorher ein bisschen drum gedrückt hatte. Und mir war wichtig, und das ist auch der Untertitel von dem Buch, von erfahrenen Podcastern lernen, weil ich keine Lust habe, mich jetzt als Podcast-Oma hinzustellen und zu predigen und zu sagen, ich weiß, wie es geht und ich sag euch jetzt, wie es geht, sondern ich wollte einfach, dass möglichst viele der grandiosen Podcaster, die es so gibt, zu Wort kommen selber und ihre Tipps geben. Also zum Beispiel irgendwie, wenn es um draußen Podcasten geht, ja, im Freien, habe ich keine Ahnung, wie das geht. Oder zu zweit Podcasten habe ich ganz selten gemacht. Also da habe ich mir gedacht, dann frage ich doch lieber Leute, die das ständig machen, nach ihren Tipps. Und habe dann halt, ich weiß es nicht, wie viele, es sind 30, 40 Leute auf jeden Fall mit drin. Längst nicht alle und ich habe auch die Befürchtung, dass einige jetzt traurig sind, dass ich sie nicht gefragt habe und vielleicht beleidigt sind. Das war gar keine Absicht, aber wie gesagt, es musste sehr schnell geschehen. Und ich habe geguckt, wen ich kriegen kann, was in den Sommermonaten nicht so leicht war. Also manche, die ich gerne mit dabei gehabt hätte, habe ich leider nicht mit drin, aber das kann man nicht ändern. Es sind trotzdem ganz tolle Leute mit drin und da bin ich sehr happy, unter anderem auch, was jetzt so Tontechnik angeht. Da habe ich dann den Martin Bauer zum Beispiel gefragt, der bei Bayern 3 als Producer arbeitet und der wirklich Ahnung hat von der ganzen Technik, damit er da nochmal drüber liest, weil ich das natürlich nur so ein laienhaftes, mir selber zusammengestöpseltes Wissen habe. Und da wollte ich unbedingt, dass das sich nochmal jemand anguckt, der wirklich Ahnung davon hat. Ja, ich habe nämlich geschmunzelt, also vielleicht mal ganz kurz noch, weil wir auch hier gendergerechte Sprache und so weiter versuchen zu üben. Du hast den Untertitel genannt, von erfahrenen Podcastern lernen. Das erste, was sofort klingelt, wo sind die Frauen? Ich zitiere mal eben aus dem Vorwort. Um den Lesefluss nicht zu stören, habe ich auf eine gendergerechte Schreibweise verzichtet. Selbstverständlich sollen sich dennoch Männer und Frauen gleichermaßen in diesem Buch wiederfinden. Ist also nicht vergessen worden. Nee, gar nicht. Ich habe da lange drüber nachgedacht, weil ich das selber auch immer so doof finde. Also natürlich finde ich das gerade in der Sprache wahnsinnig wichtig. Ich habe nur dann beim Schreiben gemerkt, ich halte das nicht durch in dem Buch. Also dann wird es ja 600 Seiten lang. Ich fand es sehr holprig und ich weiß nach wie vor nicht, was da die richtige Herangehensweise ist. Also da ich habe noch keinen perfekten Weg gefunden, wie es, ich will auch nicht zu sehr gendern, also ich gehe da so einen Mittelweg eigentlich auch im alltäglichen Leben. Aber ich habe zum Beispiel letztes Wochenende oder vorletztes einen Workshop gegeben beim Herbsttreffen der Medienfrauen, einen Twitter-Workshop. Und der hieß dann, der war dann ausgeschrieben als Twitter für Anfänger. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das ein Herbsttreffen der Medienfrauen ist und wirklich kein Mann weit und breit war, dann hätte man ja schon Anfängerinnen schreiben können zum Beispiel, ja. Also da fällt mir sowas dann schon sehr auf. Aber im Buch, ja, ich weiß es nicht. Im Buch fand ich es auch irgendwie in Bayern? Komisch. War der auch in Bayern? Hab ich grad durch, ne? Ja, weil wir haben den zum Beispiel, nachher haben wir einen Blütenschatz von der Dotti, die Hörmupfel, und sie hat mir ausdrücklich geschrieben, das ist ein Hörerblütenschatz, nicht ein Hörerinnenblütenschatz. Weil Dotti ist als Frau, aber es geht ihr diese frauengerechte Sprache, Gendersprache geht ihr komplett auf die Nerven, sagt sie. Das kann sie nicht. Ob das so ein Bayern-Ding ist, ich weiß nicht. Haben die bayerischen Frauen ein anderes Selbstverständnis? Nein, das glaube ich nicht. Ich merke schon, ich bin jetzt gerade tief in die Klischeekiste. Wir Bayern sind nicht so, wie du denkst. Nein. Wir sind nicht alle Söder, keine Angst. Aufrechte Leute. Du hast gerade gesagt, du hast hier viele bekannte Leute zu Worte kommen lassen. Das habe ich auch schon gemerkt so beim Durchgucken. Ich muss gestehen, ich bin noch nicht ganz durch, leider. Aber ich habe zumindest schon gemerkt, dass du eine sehr schöne
eine schwungvolle Sprache hast. Also es macht einfach Spaß, diesen Zeilen zu folgen. Außerdem hast du anderthalbzeiligen Abstand und das kann man auch im Halbdunkeln, ja, das kann man auch im Halbdunkel gut lesen. Das ist mir selber noch gar nicht aufgefallen. Das ist total genial. Also und auch zum Unterstreichen. Man hat genug Platz, um dann auch noch seinen Bleistifter irgendwie zu kriegen. Das ist total genial. Du schreibst in mein Buch. Das ist natürlich ein anderes Thema. Ich habe ganz viele Smileys schon an den Rand geschrieben und Ausrufezeichen. Aber natürlich, hier, berühmte Leute kommen zu Wort oder beraten dich. Und ich bin so ein Tim Pritlaff-Jünger. Also ich habe ganz, ganz viel, eigentlich alles, meine ersten Schritte bin ich mit seinen Ratschlägen gegangen. Habe natürlich geguckt, kommt Tim Pritlaff auch drin vor? Ich habe ihn angeschrieben, er hat leider nicht geantwortet. Ich hätte ihn auch sehr gerne drin gehabt, ja. 424 Seiten, er kommt auf Seite 269 mit Pritlaff vor. Und ich dachte, okay, das ist schon weit über die Hälfte, aber dann habe ich gesehen, der kommt auf 207 doch auch mal ganz kurz vor, weil er die Räuspertaste eingeführt hat bei sich. Zum Beispiel, genau. Aber also ich hätte sehr, sehr 200 gerne Seiten mit ihm ohne Tim Pritlaff, das fand ich bemerkenswert. Naja, also ich komme aus der Münchner Podcast-Blase und da hat Tim nicht so eine riesige Rolle gespielt. Also wir haben ja alle ein bisschen früher angefangen, so Alex Wunschel zum Beispiel hat ungefähr zeitgleich mit mir angefangen, der ist natürlich auch mit drin. Ich habe den Tim angeschrieben, ich hätte ihn sehr gerne drin gehabt, ich habe auch letztes Jahr auf der Subscribe viel mit ihm gequatscht und hätte ihn zum Beispiel auch gerne zu seinen berühmten Headsets befragt und so weiter. Aber ja, er hat nicht geantwortet, vielleicht war er im Urlaub, keine Ahnung. Ich hätte ihn auch gern drin gehabt. Ja, unter B findet man aber Bayer Dynamics, das habe ich doch vorhin schon irgendwo gesehen. Ja. Was man aber nicht findet, ist Babylon 5. Also wir wurden vorhin gefragt bei Twitter, ob Babylon 5 erwähnt wird. Nein. Ist nicht drin. Ich wurde bei Twitter gefragt, ob das Wort Qualitätspodcast erwähnt wird. Nein, es wird auch nicht erwähnt. Oh. Also, ja. 4000 Hertz erwähnen und Qualitätspodcast. Ich hab das geschafft. Das ist geschickt, ja. geschickt. Aber es gibt die Qualitätskontrolle. Ja. Achso, wo ist das Q? Das ist übrigens auch lustig, wenn man jetzt irgendwie dann so nach 424 Seiten, von denen ich nicht alle geschrieben habe, weil das rechte Kapitel habe ich einen Rechtsanwalt, den Christian Solmecke, schreiben lassen, weil das. Das merkt man. Das fällt sehr ab. Also, das muss ich. Also, es fällt. Also, nein, Entschuldigung, das kann man so nicht sagen. Also, es aber ist, was ich es also ist, sagte. Du juristisch schreibst, korrekt, du hast eine, sagen wir es so. Du hast eine einfach sehr zugängliche Schreibe. Ich lese hier drin morgens um 6 Uhr beim ersten Kaffee so und ich fühle mich angesprochen und es liest sich einfach so leicht runter, das ist wunderschön. Aber ich habe, weil ich natürlich neugierig werde und das schwierigste Kapitel ist für mich sicherlich die Frage mit dem Recht, deswegen habe ich heute Morgen oder gestern schon auf Kapitel 10 umgestellt und dann habe ich gedacht, und vor allen Dingen habe ich gedacht, wie hat sie denn bloß so einen Juristen dazu bekommen, dazu Stellung zu nehmen, das ist ja auch nicht ohne. Man musste aber dann teilweise schmunzeln, weil ich merkte, er hat Texte genommen, die er eigentlich für YouTube und Filme geschrieben hat, die er dann mehr oder weniger auf Audioangebote umgeschrieben hat. Zum Beispiel meinte er bei den Creative Commons, was verändern bedeutet, ja zum Beispiel vergrößern oder verkleinern. Und da habe ich gedacht, ja, wie soll das denn jetzt gehen im Audio? Ne? Könnte es sein, dass das alles mal ursprünglich Texte für YouTube-Verwendung gewesen sind, die dann quasi auf Audio umgeschrieben worden sind? Aber ist ja auch nicht schlimm, es wird ja deswegen nicht falsch. Also von daher. Aber deine Texte lese ich lieber. Dankeschön. Aber ich glaube, das hat einfach den Hintergrund, dass er natürlich auch sehr korrekt schreiben musste. Also das ist auch genau der Grund, warum ich das nicht machen wollte. Ich hatte mir das überlegt und ich hätte es mir auch durchaus zugetraut. Aber also ihr wisst es ja selber, wie man dann wirklich bei der Juristerei ein für uns ähnliches Wort bedeutet plötzlich was komplett anderes, ja. Und da wollte ich mich auf keinen Fall in die Nesseln setzen und wollte, dass das ein Profi macht. Und der Christian Solmecke hat, soweit ich weiß, auch das DSGVO-Buch geschrieben bei Rheinwerk. Also der ist einfach einer der schreibenden Juristen in diesem Verlag auch, oder der von dem Verlag auf jeden Fall schon kontaktiert wurde. Deswegen haben die ihn mir zum Glück vermittelt und da war ich sehr froh drum. Und er macht ja selber auch, das finde ich ganz lustig, also er ist YouTube-Rechtsanwalt auch. Also er macht da seine kurzen, sehr, sehr regelmäßigen, was ich sehr bewundernswert finde, kleinen Clips zu so Alltagsfragen.
Und das Ganze gibt es dann auch als Podcast. Und da hat er mich schon gefragt, wie ich das denn finde. Und das werde ich ihm bald mal schreiben, glaube ich. Okay. Ja, da muss ich ja aber auch mal gucken. Also so Juristen zuzuhören, macht immer sehr viel Spaß. Also ich habe da auch ein paar. Den J-Cast von der Uni Münster gibt es ja leider nicht mehr. Das waren so Jurastudenten, die haben damals Podcast gemacht. Sehr, sehr schön. Also sehr, sehr rudimentär. Aber ich fand es immer ganz witzig reinzuhören. Was mir aber also ich finde ja die Rechtsbelehrung sehr schön, natürlich mit Thomas Schwenker und Markus Richter. Und der Datenschutzguru, was mir heute Morgen aufgefallen ist, wo ich sehr schmunzeln musste, in Abbildung 10.8 habe ich Hyperlinks, die ich anklicken kann. Klammer auf, Details, Klammer zu. Kann ich da. Das finde ich so ganz süß. Hyperlinks in Büchern. Also ach so. Tja, du hättest dir das E-Book kaufen sollen, siehst du? Okay. Sind die alle anklickbar, natürlich. Ah, okay. Mhm. Ja, aber ich kann ja nicht nicht mit Bleistift drin rummalen. Nicht? Hier kann ich. Darf ich? Du warst gerade so schockiert. Findest du das schlimm, wenn ich in deinem Buch? Ja, das ist ja so wie Pelikan und Geha. Also es gibt ja immer diese zwei Lager und es gibt die Lager und zu dem Lager gehöre ich, dass man in Büchern, dass Bücher was Heiliges sind und ich würde da weder ein Eselsohr reinmachen, noch was unterstreichen, noch was irgendwie anderweitig verändern an so einem Buch. Das würde ich nie tun. Oh mein Gott. Ja. Aber dann könntest du schöne Stellen wie 1.4, welches Format passt zu meinem Podcast, wo du geschrieben hast, von der einstündigen Laberei geht es rüber zum 10-minütigen News-Podcast. Aus dem Sexratgeber wird vielleicht eines Tages ein Elterntagebuch, wer weiß. Ich habe so gelacht, diese Zeile, genial. Schön. Ja, es freut mich, vielen Dank. Großartig. Also, treffe morgen früh übrigens, weil ich bin hier auch immer so abgelenkt, weil ich gleichzeitig in den Chat gucke und sowas kann ich irgendwie gar nicht. Ich kann nicht gleichzeitig lesen und reden und ja, ich bin nicht multitaskingfähig und jetzt sehe ich, dass hier vom Kinderwahnsinn die Rede ist, was mich sehr freut, weil ich morgen früh den Olli, mit dem ich diesen Kinderwahnsinn gemacht hatte und deswegen, weil du gerade Elternpodcast ansprichst, hat mir natürlich auch mal ausprobiert, den treffe ich morgen früh zum Spaziergang. Ich habe von Sexratgeber gesprochen, Entschuldigung. Ja, aber aus dem Sexratgeber wurde ja in meinem Buch dann der Elternpodcast. Super, super. Und wir haben den Sexpodcast einfach übersprungen und sind gleich zum Elternpodcast gegangen. Haben das mal ausprobiert, aber das war wahnsinnig schwer durchzuhalten mit kleinen Kindern und als Freiberufler. Also das haben wir leider nicht geschafft. Aber naja, die Idee ist noch nicht gestorben. Wer ist denn Blume 9? Blume 9 ist sehr lieb. Ich mag Blume 9 im Chat. Also bitte entblättere dich mal. Also im Sinne von nicht so natürlich. Gib mal deine. Schön. Das gefällt mir jetzt. Stotter, stotter. Ganz viele Herzen von der Blume 9. Super. Aber gut, lass uns noch mal ein bisschen auf das Buch schauen. Ich habe vor 3 Jahren bei dem Podcamp in Essen, da wurde ich von Anwesenden angesprochen, kannst du nicht mal einen Überblick geben über das Podcasting so für Anfänger? So, es wurde mir abends gesagt, ich sollte das am nächsten Morgen um 9 Uhr irgendwie machen. Und dann habe ich gedacht, wie mache ich das? Und habe dann so eine ganz schnelle Skizze gemalt, irgendwie auf der einen Seite steht so ein Strichmännchen, das spricht in ein Mikrofon rein und auf der anderen Seite vom Blatt ist ein Strichmännchen, das hat einen Kopfhörer auf und dazwischen habe ich dann versucht, so die Stationen, da ist ein Rekorder, da ist eine Nachbearbeitung, da ist ein Server, wo es hochgeladen wird und ein RSS-Feed und ein MP hier ein Podcatcher, der das wieder runterholt. Also einfach so diese Stationen aufzumalen und für so eine Art Bild zu malen. Und habe aber da schon gemerkt, also erstens habe ich gemerkt, mein Gott, da gibt es da viel, viel, viel mehr Schritte und Aspekte zu bedenken, als ich jetzt so spontan eigentlich gedacht hätte. Allein durch das Hinschreiben, Hinmalen. Und letztes Jahr oder vor 2 Jahren, da hat der Nutzer Zirkusliebe, ich weiß leider den Namen nicht, der hat mal eine Sketchnote gemacht über 20 Bilder oder so. Die waren auch bei der Subscribe ausgehängt. Ja, die waren schön oben bei dem Buffet an der Wand, gell? Genau, ne? Der Ralf Stockmann hatte die irgendwie umgewandelt, sodass man die halt ausdrucken konnte. Und er hat also auch sowas versucht, also diesen ganzen Weg des Podcastings so hinzuschreiben mit allen links und rechts und so weiter. Aber ich glaube, jeder von uns beiden hatte das Problem, in welche Tiefe gehe ich denn eigentlich? Ja. Also, ne, also Vielfalt, also oder das Gebiet abdecken versus jeden Parameter, den ich setzen kann, beschreiben. Wo hast du denn da deine persönliche Grenze da gezogen?
Ich glaube, wie soll ich sagen? Also mir ist es auch auf der Subscribe aufgefallen, da hatte eine Frau, die war in so einem kleinen Workshop und sagte dann, ja, wo soll ich denn anfangen, so ungefähr? Und dann haben zwei versucht, ihr das zu sagen, so kauf dieses Mikro und mach das und dann musst du hier und dort und so. Und dann habe ich an ihrem Gesichtsausdruck schon gesehen, die hat innerlich schon kapituliert und hat gesagt, nee, das fange ich gar nicht erst an, das schaffe ich eh nicht. Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, den Leuten erstmal zu sagen, hey, natürlich, du kannst dich, wenn du dich da reinfuchst, dann ist es eine Wissenschaft für sich, aber du kannst auch mit ganz einfachen Mitteln am Anfang wirklich loslegen, ohne viel technisches Know-how. Also es gibt ja Vollhoster, sage ich jetzt mal, Volldienstleister, die dir wirklich sehr, sehr viel abnehmen. Ob das jetzt die beste Lösung ist, sei dahingestellt. Aber für den Anfang ist es ja so, dass du wirklich sehr, sehr viel abgeben kannst. Und ich glaube, dass das für Anfänger auch der richtige Weg ist, sich erstmal, wie gesagt, auf die Inhalte zu konzentrieren, sich darauf zu konzentrieren, wie rede ich eigentlich, was sage ich, wie sage ich es, will ich überhaupt öfter was sagen, regelmäßig was sagen und dann weiterzugehen und dann, wenn man Spaß dran hat und Blut geleckt hat, dann glaube ich, will man selber mehr rausfinden. Also so ging es mir zumindest immer, dass ich dann mir gedacht habe, okay, das musst du noch verbessern und jenes musst du noch anders machen und wie gut klingt der Schrank wirklich? Also das sind so alles so Sachen, glaube ich, da gehst du dann in die Tiefe, aber ich glaube, dass die Tiefe eben auch wirklich sehr viele erstmal abschreckt. Die dann sagen, nee, ich traue mich einfach nicht und das ist mir zu viel und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also warum sind so Sachen wie Facebook so erfolgreich? Weil sie, jetzt bös gesagt, idiotensicher sind, ja? Also du hast das Feld, da steht, was tust du gerade, dann schreibst du das rein, klickst auf irgendeinen Knopf und dann ist das Ding im Netz. Und im und besten Fall sollte für... das dann für seine nächste Show aus, ja, ja. Genau. Im besten Fall sollte es, glaube ich, für Podcast-Anfänger ähnlich einfach sein. Und dann kann man in die Tiefe gehen. Und im Buch ist es genauso, dass ich versucht habe, die Kapitel so zu machen, dass man nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt das Buch von vorne bis hinten alle 420 Seiten lesen, sondern erstmal denkt, okay, ich brauche jetzt nur das Kapitel technisches Equipment. Und das lese ich jetzt. Und das reicht mir dann auch erstmal. Und dann mache ich ein Jahr lang meinen Podcast und dann gucke ich mal vielleicht wieder rein ins Kapitel Geld verdienen oder so. Also, dass man auch hin und her springen kann und dann, wenn man Lust hat, in die Tiefe zu gehen, glaube ich, ist da auch viel Tiefe drin. Aber man muss es nicht. Man kann auch wirklich erstmal bei den Kapiteln bleiben, die sich für Anfänger einfach mit den ganz elementaren Dingen beschäftigen. Ah, so hast du das. Ja, ich wollte mich gerade sagen, hier stehen auch so Sachen drin, so entfernen Sie Äs, Atmer und Störgeräusche, damit niemand erschrickt, setzen Sie Fades ein, Lautstärke anpassen und Hüllkurve verwenden, sollten Sie auf mehreren Spuren schneiden, speichern Sie Ihre Podcast-Episode nach dem Schnitt ab, also schon, doch, das ist schon eher, gerade das Äs rausschneiden und Atmer und Störgeräusche, wird man am Anfang ja wahrscheinlich auch erstmal... Ja, oder man hat eben dieses Ideal des Radios, wo alles ganz glatt klingen muss. Ich denke nicht methodisch inkorrekt, hier Omega Tau Podcast. Ich hatte mal mit Nora und Markus eine Aufnahme gemacht und haben die erzählt, dass sie am Anfang wie die Wahnsinnigen alle Äs rausgeschnitten haben und irgendwann gesagt haben, wirklich besser wird es dadurch nicht. Also lassen wir es auch drin. So, und es ist auch noch einfacher. Die haben das also ist so immer natürlich, also das ist, glaube ich, im Buch auch ziemlich deutlich, dass es natürlich jetzt nicht bei einem Laber-Podcast darum geht. Also ich meine, was hätten wir heute Abend hier dann zu schneiden? Wäre, glaube ich, einiges. Ja, meine ganzen Versprecher, weißt du. Ach. Aber ich glaube, dass das natürlich den Reiz auch ausmacht, dass es eben jetzt einfach wie ein Gespräch, also wir beide reden jetzt ja gerade so, als würden wir in einem Café uns gegenüber sitzen, wir reden einfach und die Hörer, die lieben Hörer, die sitzen halt am Nebentisch und hören zu, was wir reden. Das ist ja auch gerade, finde ich, das Schöne. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel, also ich habe für die Ludwig-Maximilians-Universität hier in München einen Podcast gemacht, Tonspurforschung. Da ging es um Wissenschaft, da ging es wirklich auch um Zusammenhänge, die dann recht klar erklärt werden sollten. Da hätte von mir ein einfach unprofessionell gewirkt. Also da musste das alles auch sehr, sehr gut rüberkommen, damit der Inhalt nicht einfach dann auch in die Lächerlichkeit gezogen wird. Also das hat, glaube ich, immer was damit zu tun, was für ein Format, so sehr ich dieses Wort hasse, man sich ausgesucht hat. Mhm, ja.
Auch so ein bisschen von der Zielgruppe, also wer soll sich das eigentlich anhören? Kommt das Wort Zielgruppe eigentlich vor? Das ist ja so ein Zauberwort. Zielgruppendefinition, Seite 47, das muss ich doch schon gelesen haben. Hab ich das, du, also das ist, wenn ich bin so gespannt, ob du was findest, was nicht vorkommt, weil ich Babylon 5, habe wirklich Babylon 5, ja stimmt, Babylon 5 kommt nicht drin vor, das gebe ich zu. Wer soll ihren Podcast eigentlich hören? Warum werde ich eigentlich gesiezt in dem Buch? Das ist eine gute Frage. Und das ist aber bewusst so gewählt. Wir haben uns wirklich lange drüber unterhalten, weil es gibt zum Beispiel vom gleichen Verlag ein YouTube-Buch und da wird geduzt. Und wir haben uns dann aber überlegt, wer sind denn die typischen, also wer ist die Zielgruppe dieses Buches? Und das sind, glaube ich, nicht die unter 20-Jährigen. Und ich glaube, das sind in dem Fall auch wirklich Menschen, die ich sehr gerne sehr ernst nehme. Und ich tendiere dazu, Menschen zu siezen. Also ich bin zwar auch so ein typischer Medienmensch, also natürlich Kollegen und so weiter, auch wenn man sich nicht kennt, werden sofort geduzt. Aber ich glaube, dass es hier ja auch um Leute geht, die zum Beispiel selber ein kleines Unternehmen haben. Also das, denke ich, ist eine der Zielgruppen, die dann überlegen, hey, dieses Podcasting, was ist das? Wollen wir das auch? Können wir das auch machen? Und da finde ich, ist das Sie angebrachter. Also ich hätte mich mit dem Irzen, ja, da hätte ich mich noch anfreunden können. Aber Leute in einem Buch zu duzen, dafür bin ich, glaube ich, zu altmodisch. Kannst du das denn gut hören, wenn das ein Host im Podcast macht? Also wenn ich persönlich mit du angesprochen werde, zucke ich immer ein bisschen zusammen. Ja, ich auch. Wenn jemand dieses Verallgemeinern, die ihr verwendet, ja. Dann ist das überhaupt nicht so. Aber bei diesem Du, irgendwie stolper ich da jedes Mal. Das hat halt was von Ikea irgendwie. Also ich finde, das ist total verbrannt. Ja, aber das ist, ja. Nee, also ich mag das ja, so stimmt, gerne. Ja, stimmt, hat also, was von Ikea. Aber da finde ich es gar nicht so schlimm, erstaunlicherweise. Was ist das? Warum kommt es, also das? Ich finde, das Du suggeriert ja, dass ich der einzige Hörer bin. Und das mag zwar bei manchen Podcasts durchaus so sein, aber aber eigentlich will ich schon davon ausgehen, dass ich als Hörer einer von einer Gruppe bin und mich dann auch mit dieser Gruppe identifiziere. Das finde ich ja auch immer das Schöne. Ich glaube, das ist auch, als wir vorhin bei unserer Diskussion waren, Radio und Podcast, was unterscheidet das eigentlich oder wie ist da die Definition von Podcast? Ich glaube, ein ganz großer Unterschied ist wirklich die Hörerschaft. Also nicht so sehr die Macher, sondern die Hörer, weil die Hörer sehr viel aktiver sind. Ich meine, das sieht man jetzt auch, es ist wieder ein Chat offen, da wird geschrieben. Es ist, finde ich, immer mehr so ein Backchannel. Du hast ja vorhin auch Mails vorgelesen zum Beispiel, also es kommt auch was zurück. Das ist ja was beim Radio nicht oft ist irgendwie. Die versuchen es zwar immer wieder durch Aktionen, aber im Podcasting, finde ich, sind die Hörer sehr viel aktiver von sich aus, ohne groß aufgefordert zu werden. Und beteiligen sich sehr viel mehr. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Und bei mir war es damals so, dass die Hörer sich dann, also die haben selber dann ihre Hörertreffen teilweise veranstaltet und sich dann auch komplett ohne meinen Podcast und mich getroffen. Also da sind auch Freundschaften untereinander entstanden, was ich ganz toll finde. Und deswegen finde ich dieses Irzen richtiger, weil ich dann eben diese Gruppe anspreche und nicht so tue, als wäre das nur einer. Also ich fühle mich dann immer so ein bisschen... Ich finde, es ist manchmal so ein Anbiedern. Also ich finde es nicht sympathisch. Wobei das wahrscheinlich wieder, ich überlege gerade, ob ich überhaupt einen Podcast höre, wo ich geduzt werde. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nee. Ja, aber gut, wenn also, derjenige sympathisch ist, finde ich es wahrscheinlich auch wieder toll. Also ich bin nicht so dogmatisch. Ja, dogmatisch ist ja sowieso, glaube ich, in dieser Welt... Ja, was heißt doch mal, natürlich, jeder hat seine eigenen Vorlieben und das ist ja auch okay. Ich habe gerade heute noch einen Podcast gehört, da hat sich jemand ganz deutlich geäußert, welche Stimme er nicht hören mag, aus welchen Gründen auch immer, oder welche Stimme besonders gut gefällt. Und dann sagte der andere, ja, den mag ich auch nicht, den mag ich aber, der andere mag ich aber auch. Also da wurde ganz klar positioniert, wegen der Art des Sprechens, so, mag ich nicht. Mag ich nicht zu hören, ist kein Genuss für mich. Finde ich völlig in Ordnung. Also wenn das so, ob man das jetzt so auf dem Sender quasi, also öffentlich kommuniziert, das ist vielleicht nochmal eine Geschmackfrage. Ich würde es mir möglicherweise verkneifen. Aber die Tatsache, klar, ich habe auch Dinge oder Stimmen, die ich einfach total gerne höre und Stimmen. Ja. Naja, sagen wir mal, wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich den einen zuerst und den anderen zum zweiten. Was ich aber noch eben zitieren wollte, Kapitel 1.5, weil wir gerade über die Zielgruppe sprachen, letzter Satz.
Im Laufe der Zeit werden sich Ihre Hörer bei Ihnen melden, sei es durch E-Mails oder die sozialen Netzwerke. Vielleicht werden Sie sich wundern, wen Sie am Ende wirklich angesprochen haben. Ja. Das sind nicht cool. Es sind nicht immer die, die man als Zielgruppe definiert hat. Ups. Ja, das mag positiv, aber manchmal auch negativ sein. Ja, absolut. Jetzt nochmal kurz zum Niveau sozusagen. Also du beschreibst jetzt nicht wirklich die 7 Einstellmöglichkeiten von Audacity, damit meine Stimme so sonor klingt wie von Helmut Kohl, sondern du sagst einfach nur, es gibt dieses Tool. Also es ist wirklich mehr ein Adlerblick über die Gesamtlandschaft, als dass du jetzt... Ja, und trotzdem sind es 420 Seiten. Ja, also. Eben. Also es ist schon über Audacity jetzt zum Beispiel, damit man einfach mal, wenn man noch nie geschnitten hat, mal wirklich mal ausprobieren kann, aha, okay, so sieht es jetzt aus und was ist eigentlich eine Hüllkurve und wo muss ich da jetzt irgendwie am Rädchen drehen. Das habe ich schon ein bisschen ausführlicher gemacht, aber es hat jetzt zum Beispiel keinen Sinn, Reaper beziehungsweise Ultraschall in allen Einzelheiten zu zeigen. Also ich glaube, da könntest du selber schon wieder ein Buch schreiben oder nicht du, aber Ralf. Also das ist, glaube ich, da muss man irgendwann mal sagen, nee, es reicht, es geht nicht. Und dann einfach darauf verweisen, das habe ich in dem Fall auch getan, dass Ralf zum Beispiel super Video-Tutorials macht, wo alles genau erklärt wird und jeder, der sich da näher reinfuchsen will, sich das dann auch anschauen kann. Also das war jetzt, glaube ich, aber auch nicht das Wichtigste an dem Buch, alle möglichen Software-Kniffe kennenzulernen. Sondern wirklich, ja, so ein komplettes, ich habe versucht, so einen Rundumschlag von A bis Z zu machen. Eben von Equipment bis überhaupt zu überlegen, den Titel sich zu überlegen von einem Podcast, bis eben auch wirklich dieses Thema Geld verdienen oder Recht. Das sind ja beides eher dann trockenere Themen, aber die sind auch wichtig. Und das waren halt immer genau die Fragen, die in den Workshops, die ich gegeben habe, kamen. Also entweder viele wollten Geld verdienen und haben dann gefragt, wie mache ich das? Und die anderen haben halt gesagt, was darf ich denn? Darf ich Musik spielen im Podcast? So diese üblichen Fragen. Und ich hätte es selber sehr schön gefunden, wenn ich, also ich habe, glaube ich, als ich anfing, habe ich ganz viele amerikanische Bücher mir bestellt, weil es da in Deutschland eigentlich noch nichts Vergleichbares gab. Und ich hätte mir da sehr viel Zeit gespart, wenn ich das mal so alles für den deutschen Markt halt in einem Buch zusammengefasst gehabt hätte. Also ich habe das auch so ein bisschen für mich geschrieben, muss ich gestehen. Ich hätte gerne so ein Buch gehabt und ich glaube, das ist immer eine gute Ausgangslage, wenn man gefragt wird, ja, ob man ein Buch schreiben möchte. Oh ja, das glaube ich bestimmt. Ich gucke mal eben auf Seite 98, da wird nämlich Studiolink angesprochen. Sebastian, hast du dir das mal durchgelesen, was da steht? Oh oh, oh oh. Ja. Und? Ist das richtig? Ja, es ist, ich finde das auch zu dem Thema, wie viel man in so einem Buch schreiben sollte, finde ich das eigentlich ganz gut gelöst, dass das nicht im Detail aufgedröselt ist, weil das veraltet natürlich auch total schnell. Ja, das stimmt, das kommt noch dazu. Da kommt die nächste Ultraschallversion und dann sind alle Screenshots, die leider in der Printfassung leider auch sehr dunkel geworden sind, aber da kannst du ja nichts für, ist halt dann veraltet und das ist ja bei Technikbüchern sowieso immer sehr schwierig, also von daher finde ich dieses Konzept, einfach die Projekte zu verlinken und wo man halt das Wissen dann wirklich sich holen kann, wo es dann auch wirklich aktuell gehalten wird, finde ich sehr gut und das gefällt mir an der Stelle auch ganz gut. Dankeschön und ich muss auch dazu sagen, ich habe mir wirklich die Mühe gemacht, jede Technik, in Anführungszeichen, also Software genau. Oder so, wirklich alles selber zu testen und selber auf Herz und Nieren zu prüfen, weil ich nichts vorstellen oder empfehlen wollte, was ich nicht mit eigenen Augen sozusagen mal gesehen und ausprobiert habe. In und den so Monaten, sind. Die du nur hattest. Oh ja, das ist sportlich. Oh ja. Boah, meine Güte, wie hast du es gemacht? Also, Ultraschall hat mich da an Grenzen gebracht. Aber das war mir halt wichtig, weil ich wusste, dass es ein Tool ist, das wirklich sehr viele verwenden. Und das war mir, also das habe ich wirklich gemacht und so sind auch einige Sachen dann nicht reingekommen, weil ich dann im Selbsttest gemerkt habe, nee, das finde ich doof und das werde ich jetzt auch nicht empfehlen, weil ich finde es doof. Also die Sachen, die da drin sind, die finde ich wirklich gut und wollte ich den Leuten dann auch so ans Herz legen. Also es war auch zum Beispiel dann eine riesige Frage für mich, welche Software empfehle ich für die Aufnahme? Also es gibt so viele Programme. Und ich kann sie nicht alle vorstellen und ich wollte halt die vorstellen, dass für jeden was dabei ist. Also dass derjenige, der
möglichst wenig Zeit damit verbringen möchte, sich da reinzufuchsen, für den was dabei ist, und für den, der total viel selber individualisieren möchte, auch was dabei ist. Und insofern, ja, ich habe das Zeug alles auf Herz und Nieren geprüft, und dann 2 oder 3 Tage vor Abgabe hieß es plötzlich, hey, Skype kann jetzt auch aufnehmen. Und ich dachte mir, oh, muss ich wieder ran. Also insofern, ja, also die Sache mit der Aktualität, wobei ich da jetzt relativ entspannt bin, weil jetzt zum Beispiel Audacity hat sich eigentlich seit 10 Jahren nicht groß verändert, finde ich. Also auch wenn sich da immer ein bisschen was verändert, man kann es trotzdem noch verstehen, glaube ich. Mhm, auf jeden Fall, ganz klar. Was ich gerade beim Stöbern drauf gestoßen bin, die beste Lösung, Doppelpunkt, der Double Ender. Mhm. Ich habe mit Double Endern schon so schlechte Erfahrungen gemacht, weil sich die unterschiedlichen Geräte nicht einigen können, wie lange eine Sekunde ist. Und der eine schickt mir dann eine Aufnahme von 30 Minuten und der andere eine von 37 Minuten. Und dann muss man dann diese ganzen Takes irgendwie zusammenwurschteln. Ich weiß, es gibt da irgendwelche Assistenten, wo man das dann irgendwie besser machen kann, aber ich habe da schon. Also für mich würde das jetzt die beste Lösung, das würde ich jetzt nicht so weitergeben, wenn ich gefragt würde. Aber die qualitativ beste Lösung finde ich nach wie vor schon, weil du natürlich überhaupt keine Interferenzen hast, keine Gefahr von Aussetzern, kein irgendwas. Also wenn wirklich jeder ein gutes Equipment hat und sich selber aufzeichnet, dann ist es ja eigentlich, als wären dann alle mehr oder weniger im gleichen Raum. Ich habe nicht hingeschrieben, dass es die Version mit der wenigsten Arbeit ist. Also da hast du vollkommen recht. Also natürlich ist dann das Anlegen der Spuren am Ende teilweise nervig. Ich habe bis jetzt aber, wir haben uns eigentlich immer so halt auf... Ich überlege gerade, ob wir überhaupt Absprachen gemacht haben. Ich glaube, wir haben nicht mal Absprachen gemacht, dass man irgendwie bestimmte Einstellungen gleich hat oder sowas. Ich habe damit nur positive Erfahrungen gemacht. Also ich finde, der Klang war immer super. Und gut, ich hatte, muss dazu sagen, ich hatte eigentlich immer nur, wir waren immer nur zu zweit. Also ich hatte jetzt nie die Situation, es war wahrscheinlich bei dir dann das Problem, dass du 3 oder 4 hast. Dann wird es echt, glaube ich, ganz schön schwierig. Aber 2 Spuren, die kannst du ja dann in 0, nix eigentlich so schneiden, dass sie wieder synchron sind, dass das passt. Das siehst du ja schon. Da musst du ja nicht mal mehr hinhören, da kannst du ja schon schneiden, ohne zu hören. Was man natürlich nicht tun darf. Ah ja, da gibt es ja diese komischen oder wie nannten wir das bei YouTube, ist es ein Jump Cut, so von die eine Szene geht nicht zu Ende und die nächste fängt schon an. So. Ja, ja. Nein, das stelle ich mir im Audio einfach grauenhaft vor. Ja, wäre für wenigstens in meine Ohren. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass eben es nicht die eine Podcast-Wahrheit gibt, sondern jeder, also mir ist es so aufgefallen, dass wirklich jeder seine eigenen Erfahrungen gemacht hat und jeder selber irgendwas zusammengestöpselt hat und jeder relativ kreativ, so ein bisschen, wir sind alle die MacGyvers. Also wir mussten alle irgendwie einen Weg finden, wie wir unser Ziel erreichen. Und manche haben das mit sehr komischen Mitteln dann erreicht und andere natürlich wieder mit sehr teuren. Und letzten Endes ist ja nur das Ergebnis wichtig und deswegen ist es schwierig, dann in so einem Buch zu sagen, hey, mach so und nicht anders, weißt du? Weil es gibt halt nicht diesen einen korrekten Weg, sondern ganz viele Wege, die alle nach Rom führen in dem Fall. Und ich habe halt versucht, möglichst so Wege zu finden, dass sowohl für den Technikfreak als auch für den Anfänger irgendwas dabei ist. Ja, da würde wahrscheinlich jetzt der Lehrer aus der Rundfunkschule sagen, nein, es gibt ja wohl den Standard, den Königsweg und so muss es halt sein. Aber dann soll der sein eigenes Buch schreiben. Nee, ach so, ja, bezogen auf das Buch natürlich völlig richtig, ganz richtig. Sebastian, hast du mal so ein bisschen durchs Inhaltsverzeichnis geblättert und bist an irgendwas hängen geblieben, wo du sagtest, oh, das ist aber besonders schick oder irgendeine Stelle gefunden, die dir besonders aufgefallen ist? Ja, ich bin natürlich ganz klar beim der Remote-Aufnahme hängen geblieben als erstes, aber das hatten wir ja jetzt schon besprochen. Ansonsten muss ich mal gerade überlegen, ja, beim Brummen, das hatten wir glaube ich auch schon, oder war das in der Pre-Show? Weiß ich gerade gar nicht. Das Brummen war, glaube ich, in der Pre-Show. Ach, in der Pre-Show noch, ja. Wir hatten nämlich ein Brummen tatsächlich. Wir hatten das Problem Brummen, was auch im Buch aufgenommen wird. Ich habe gebrummt. Ja, ich gebe es ja zu. Der ist doch nicht schlimm. Dafür sind wir ja da. Das ist, also. Unsere Selbsthilfegruppe hier. Die Brummen-Selbsthilfegruppe. Ja, im Zweifel ist es Comfort Noise. Ja. Aber Sebastian war am dransten.
Genau, also das rechte Kapitel, das habe ich mir tatsächlich noch für später aufgespart, weil das tatsächlich, da hatte ich jetzt auch nicht so viel Muße reinzuschauen, aber so beim Überfliegen sind da ja doch einige Themen dabei, die durchaus relevant sind, wobei die jetzt, wenn man da Rechtsbelehrung oder so gehört hat, auch schon auf einem ganz guten Stand, glaube ich, ist. Aber ja, DSGVO hatte ich auch schon zu Genüge beruflich zu tun, also insofern das passt. Nee, ansonsten, ich find's auch total klasse, einfach diesen groben Überblick über alles, aber dann doch ja, sehr vollständig. Also das ist so wirklich das, was wir eben schon hatten, diese Grafik, die wir da auf der Subscribe hatten, einfach mal in Buchform, ne? Also in einer anderen Form. Genauso interessant wie die war, finde ich das Buch genauso interessant an der Stelle, das mal in Händen zu halten. Ne? Also das Wissen, was man sonst immer im Kopf hat und mit sich rumträgt, dann einfach mal so ja, zum Nachschlagen. Das ist sehr schön, dass du das sagst, weil genau so habe ich mich gefühlt beim Schreiben. Einfach mal das ganze Zeug, was sich im Kopf so angestaut hat zu dem Thema, einfach erstmal alles runterschreiben. Und es war sehr, sehr schön, das praktisch in diese Buchschublade reinzustecken und dann das Gefühl zu haben, mein Kopf ist jetzt wieder ein bisschen leerer und ich kann trotzdem nachschlagen, wenn ich was nicht mehr weiß. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass dann noch ganz viel dazu kam, was ich selber nicht wusste, wo ich dann gemerkt habe, ah, da habe ich eine Lücke, das muss ich selber erstmal noch lernen und dann auch ins Buch packen. Also ich habe dadurch jetzt so ein bisschen den Tritt bekommen für mich selber oder ich mich selber getreten, wenn das überhaupt geht, dass ich mich wieder einfach mehr mit dem Thema beschäftige, weil ich finde schon, dass es, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir halt einmal ein Setup gesucht, mit dem ich zufrieden bin und das hat auch lang genug gedauert, bis ich zufrieden war und dabei bleibe ich dann halt. Und dann mache ich mich nicht mehr groß schlau, was es jetzt so Neues gibt. Und ja, durch die Recherche jetzt für das Buch musste ich das tun und fand es jetzt sehr, sehr spannend, einfach wieder eben zu sehen, was es Neues gibt und die ganzen Möglichkeiten auszuprobieren. Also da müsste man wahrscheinlich, also ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich mehr am Ball bleibe, einfach mir öfter mal die Zeit nehme, neue Sachen auszuprobieren. Hält ja, auch aber, jung, wisst ihr. Das ja. Hält so jung. Aber wenn man zum dritten Mal bei der Routing-Matrix kapituliert ist, dann ist man vielleicht doch froh, dass man seine Voreinstellung wiederfindet, die man irgendwo abgespeichert oder aufgeschrieben hat und einfach mal blind die Kreuzchen da hinsetzt, ohne jetzt genau zu wissen, warum eigentlich. Hauptsache, es kommt irgendwie am richtigen Ende raus. So, das kann ich schon sehr gut verstehen. Mir geht das oft so, wir haben uns letztens im Unperfekthaus auch mit ein paar Leuten getroffen. Da wurde ich gefragt in Reaper, wie funktioniert denn dieses oder jenes? Und den einen Verarbeitungsschritt, den ich kannte, den habe ich dann vorgeführt. Und dann hieß es sofort, ja, du musst unbedingt mal eine Demonstration machen, wie man mit Reaper arbeitet. Ja, Leute, ich kann genau das eine. Und mehr nicht. Das macht mich auch ein bisschen wahnsinnig, dass wenn man auch nur eine Sache gezeigt hat, dass dann gleich die Erwartung existiert, man hätte das Gesamtsystem durchdrungen. Nö, wie du schon sagst, ich habe hier meinen Standardablauf, ich stöpsel das immer auf dieselbe Art und Weise zusammen. Ja, never change a running system. Also, ja. Warum auch? Na gut, im Laufe der Zeit hat es ein paar Anpassungen gegeben. Also, ich nehme ja jetzt auch hier nicht mehr die orangene Box, die liegt hier noch als mein Backup, den haben wir ja auch schon mal benutzt, weil der Rechner spielte verrückt. Es war mein Fehler. Ich habe nämlich den USB-Stecker in eine Grafikslot reingeschoben. Der sieht, das passt genau da rein. So. Und von der Seite ist es auch nicht zu erkennen. Und dadurch hat natürlich der Rechner die Peripherie nicht erkannt. War einfach das falsche Loch, wo es reingesteckt. Aber das hast du auch in der Pre-Show, glaube ich, gesagt. Also du machst das jetzt 15 Jahre oder noch länger und es passieren halt immer wieder irgendwelche Sachen, wo man sich auch denkt, ja, eigentlich müsstest du es ja besser wissen und trotzdem passiert dir dieser Mist halt, ne? Immer. Ja, aber man weiß sich mit der Zeit wenigstens zu helfen und weiß, ach Gott, da hatte ich doch schon mal so was Ähnliches. Wie habe ich das damals gelöst? Und gut, aber sind wir uns, also das Einzige, was immer klar ist, ist, man hat nie den richtigen Adapter, oder? Also ich habe, glaube ich, 2 Millionen Adapter hier in der Schublade liegen und dann ist es doch immer der eine, den ich jetzt bräuchte, den ich nicht da habe. Also das sind so Sachen, die man, glaube ich, als Podcaster lernt und damit kann man halt dann auch leben irgendwie.
Also ich erinnere mich noch, dass ich gerne mal wirklich, ich glaube teilweise, das darf man Tontechniker nicht sagen, 3 Adapter ineinander gesteckt habe, weil ich den passenden nicht hatte und dann irgendwie von XLR auf Klinke, auf Mini-Klinke oder sowas, also ganz wüste Sachen schon kombiniert habe, bis ich dann halt irgendeine Lösung gefunden habe, also. Naja. Das ist vielleicht nicht ganz einstreusicher, aber wenn es in dem Moment taugt, ne, wenn kein bummendes Gerät oder einstreuendes Gerät irgendwo in der Gegend ist, na ja, dann funktioniert es. Am Ende ist ja, dass richtig ist, was tut, was es soll. Und wenn es eben mit Gaffertape zusammengedengelt ist oder ein was auch immer, ich habe dein Kabel ans Heizungsrohr gemacht und damit mein Brummen irgendwie eingedämmt, wird man ja auch sagen, hä, muss das, ist das denn so? Ne, naja, fragen wir doch mal den Lars. Lars, du hast doch auch der schon durchgeblättert. Schon, nee, das glaube ich nicht. Nicht? Nee. Nein. Was ist dir denn so direkt ins Auge gesprungen? Ich gebe zu, inhaltlich habe ich mich noch nicht groß befasst, aber ich fand die Optik sehr angenehm und das, was ich gelesen habe, fand ich also, du hast den Zeilenabstand angesprochen, Martin, ich fand, wie das Buch aufgebaut ist, wie es sich optisch präsentiert, hat mir auf Anhieb sehr gut gefallen. Inhaltlich, ich habe nur so ein paar Blöcke gelesen, meine Zeit war sehr voll in der letzten Zeit, aber was ich so überflogen habe, hat mir auch schon sehr gut gefallen. Also ich glaube, das könnte so zum Podcasten das beste Buch sein, was hier im Regal rumsteht. Aber es liegt hier direkt vor mir und muss dann noch intensiver gelesen werden, bevor ich mir ganz sicher bin. Und wenn du so durchs Inhaltsverzeichnis gehst, das ist ja sozusagen der erste Blick, den man so hat, hast du da irgendwie ein Kapitel, ich sag einfach mal die groben, das wird aber auch länger dauern, also Kapitel 1, ich möchte meinen eigenen Podcast machen, wo fange ich bloß an? Nee, ich möchte meinen eigenen Podcast, wie fange ich bloß an, ohne machen? 2, los geht's, erstmal einkaufen, 3, die möglichst perfekte Aufnahme, 4, die passende Software für Aufnahmeschnitt und Nachbearbeitung finden, 5, worauf sie beim Schnitt achten sollten, 6, Musik und Geräusche für ihren Podcast, 7, die kleine Audiokunde, das Mastering, 8, Metadaten und das richtige Audioformat, 9, wie kann ich meinen Podcast noch besser machen, 10, Podcast und Recht, haben wir gerade angesprochen, 11, raus damit, das Hosting, sehr schön, 12, finden und halten Sie Ihr Publikum. 13, so messen Sie, ob Ihr Podcast erfolgreich ist. 14, Geld verdienen mit Podcast. 15, so podcasten Sie für Ihr Unternehmen. Und 16, das Wichtigste zum Schluss, dranbleiben. Dann kommen noch Podcast-Hörtipps. Das finde ich auch sehr schön. Es hat auch eine motivationale Komponente. Machen Sie eine Pause, produzieren Sie in Staffeln, denken Sie an Ihre Hörer, um weiterzumachen. Holen Sie sich Hilfe, seien Sie kein Einzelkämpfer. Wenn alles nichts hilft, hören Sie auf. Finde ich total gut. Entspannt, entkrampfen, nicht hinter irgendwas herrennen, was nicht geht. Das geht dann eben nicht. Vor allem der größte Druck, habe ich immer den Eindruck, macht man sich wirklich selber. Der kommt gar nicht von den Hörern, der kommt auch nicht von irgendwelchen anderen Leuten, sondern der kommt wirklich von einem selber. Dass man, ich muss jetzt aber wieder eine Folge machen und jetzt, weißt du, also dieser Zwang fast schon, der ist gar nicht so nötig. Naja, wenn der Sendegarten jetzt nicht so eine feste Veröffentlichungsroutine hätte alle 14 Tage, ich glaube, den einen oder anderen Donnerstag hätte ich einfach mal geschwänzt. Weil, ja klar, nee, ich bin auch absolut für feste Termine, aber nicht dafür, dass sie dann dein Leben kaputt machen. Also, nee, das stimmt. Ja, das machen eben, wir also auch so nicht. Dieser innere Zwang, den man sich selber macht, anstatt dann eben mal zu sagen, mein Gott, es geht halt einfach nicht, ich liege gerade mit Fieber im Bett, dann bleibt's auch dabei, fertig. Also das muss dann auch schon mal drin sein. Man darf sich nicht versklaven lassen von dem eigenen Podcast. Genau, das ist, wenn ich das auch gerade so ein bisschen pointiert gesagt habe, das ist aber wirklich so eine Grundlinie hier, das ist ein Hobbyprojekt. Und wenn aus welchen Gründen auch immer irgendwas dazwischen kommt, alles kein Drama. Wir können auch kurzfristig absagen, wir können es kürzer machen, länger machen, zu einem anderen Zeitpunkt es gar nicht stattfinden lassen. Das ist wirklich die Freiheit, die ich genieße. Einfach sagen können, ja, es alles kann, nichts muss. Es ist wirklich kein Muss. Auch wenn die Hörerinnen und Hörer dann vielleicht jammern und sagen, warum kommt das denn nicht? Aber die haben alle Verständnis. Also da gucke ich jeden für an, wenn man sagt, es ging nicht. Es ging,
weißt was ich, wir haben 5-mal hochgefahren und beim 4. Mal ist uns der Rechner explodiert, dann geht es halt nicht. Oder wenn wir selber keine Kraft mehr haben, wir sind müde, krank oder haben einfach keinen Bock. Man hat auch nichts zu sagen, wäre auch einfach nicht präsent, man wäre nicht da. Dann ist es ja besser, man lässt es einfach. Ja. Entschuldigung, also die Motivation, das ist es mir immer irgendwie so, ich habe immer so ein bisschen, so, jetzt lässt es langsam nach, aber am Anfang hatte ich so das Gefühl, der Sendegarten wird so als Maßstab genommen, so und als wäre das so das Hochamt in der Podcast-Welt oder so, und was hier gesagt wird, das ist ganz entscheidend und wie wir das machen und wie wir was sehen, und da wurde so eine Bedeutung irgendwie dran gehängt, habe ich zumindest aus mehreren Rückmeldungen bekommen, wo ich immer gedacht habe, nee Leute, bitte, bitte nein, dafür ist das hier alles viel zu spontan. Wir haben zwar ein bisschen Überblick und wir geben uns auch Mühe, jetzt nicht den allergrößten Unsinn zu erzählen, aber es kann durchaus irgendwo in der Podcast-Landschaft was total Spannendes sein, was wir überhaupt nicht mitkriegen, was keiner von uns auf dem Schirm hat, und deswegen ist es nicht schlecht. Ja? Und dieses Niveau muss irgendwie klar sein. Wir haben Spaß dran, aber wir sind eben keine Redaktion, die wirklich das Letzte aus dem möglichen Geschehen herauspult. Das können wir nicht. Ja. Ist auch gar nicht der Anspruch. Das war übrigens auch so ein bisschen meine Angst, weil ich mir auch gedacht habe, mein Gott, wenn ich jetzt einfach irgendwas Wichtiges vergesse, also irgendwas, was ich eben, wie du gerade sagtest, was man einfach nicht mitbekommen hat, irgendeine Tendenz, irgendeine neue Software, keine Ahnung. Und das hätte ja natürlich passieren können. Und ich hoffe, dass es nicht passiert ist. Also bis jetzt wurde ich noch nicht darauf hingewiesen, dass ich was Wichtiges vergessen habe. Und es haben aber auch, und das fand ich auch super, dass eben nicht nur Leute vom Verlag das Buch lektoriert haben, sondern dass auch Jan und Stefan vom Esel und Teddy Podcast, also die wirklich auch schon sehr, sehr lange mitmachen, dass die das halt auch kapitelweise, habe ich denen immer, sobald was fertig war, das zugeschickt, und die haben drüber geguckt als Fachgutachter. Und das hat mir so gut getan, einfach zu wissen, hey, das lesen jetzt als erstes mal Leute, die sich wirklich in der Szene auskennen und die selber produzieren, also auch wissen, ob das alles so korrekt ist. Und die haben super Anmerkungen teilweise noch gemacht. Und das fand ich, das war Gold wert, und das hat mich sehr beruhigt, sozusagen da nochmal Leute vom Fach zu haben. Leute vom Fach vergessen auch nicht, was sie irgendwann mal gefragt haben. Nämlich, ich habe ja den Lars gefragt, was er für irgendwie besonders hervorsteckt. Deswegen habe ich ja überhaupt diese ganze Inhaltsangabe vorgelesen. Wir sollten vielleicht mal wieder zu Lars zurückkehren. Wenn du jetzt anfängst zu lesen, mit welchem Kapitel würdest du denn starten? Also ich gebe zu, das erste, was ich mir durchgelesen habe, war der Abschnitt "Was wird geschrieben über Hindenburg?" Ich wollte mal eben gucken, was man denn schreibt über das Produkt, was ich selber benutze. Und ja, das ist kurz, knapp, ja, passt. Ne? Ich meine, ist vom Funktionsumfang ja eben auch nicht so wie Ultraschall. Dort steht dann eben auch ein bisschen mehr drin. Aber ja, es ist so, für den Überblick, den dieses Buch macht, langt das erstmal, dass man sehen kann, was gibt's denn überhaupt, weil es will ja keine Programmdokumentation sein, sondern lauter Anstöße geben, so nehme ich das mal wahr. Ne? Also ich komme mit dieser Idee daher, worauf muss ich achten? So, und da ist schon dieses Inhaltsverzeichnis ein sehr großer Strauß, und von allem ist was drin. Und was ich mir durchgesehen habe, wie gesagt, es war noch nicht viel, wirkte für mich ziemlich, ziemlich prima. Also ich habe da jetzt aber noch keinen Favoriten, Martin. Weißt du, was mich an Hindenburg total fertig macht nach wie vor, ist einfach nur die Ansicht. Aber wahrscheinlich kann man das irgendwo ändern, und ich habe es noch nicht gefunden. Die haben ja diese halbe Wellenansicht. Ja, und das irritiert mich total. Das ist natürlich eigentlich Quatsch, weil du brauchst es nicht gespiegelt sehen. Aber ja, also da komme ich irgendwie nicht drüber weg. Ich fand es am Anfang ungewohnt und habe gesagt, ja, der Platzgewinn war es wert. Und ja, nachdem ich mich kurz damit beschäftigt hatte, hatte sich das komplett erledigt. Mir fällt das gar nicht mehr groß auf. Ich habe allerdings keine Option gefunden, um es umzustellen, sonst hätte ich es am Anfang vielleicht auch getan. Ja.
Du hast noch im direkten Gespräch, Lars, hast du mir erwähnt, dass du einen Tipp schon aus dem Buch herausgeholt hast, nämlich so, ja. wie markiere ich Schnittstellen, mögliche Schnittstellen. Was war das? Erklär doch mal kurz. Es war, dass man eben zweimal, ich glaube, mit der Zunge schnalzen soll, weil man das eben dann im Schnitt sehr gut erkennen kann, wo man eben sich, ja, ohne großes Brimborium kannst du dir eine Stelle markieren, wo du sagst, die sehe ich im Schnitt sofort, da muss ich irgendwas tun. Da habe ich so ja virtuell mir einen Facepalm verpasst und habe gesagt, Mensch, da hätte es auch selbst drauf kommen können. Und auch in unseren Radio-Workshops oder so hatten wir das nicht. Ich habe dann aber meine Frau gefragt, die ich ja eben damals beim Radio kennengelernt habe, die hatte das. Hatte das im Kopf. Ich habe es entweder vergessen oder ich war bei genau diesem Workshop, bei dieser Workshopstunde damals nicht dabei gewesen. Aber ich werde es mir wahrscheinlich, das werde ich mir merken. Das klingt sehr praktisch. Ja, entweder zweimal klatschen oder laut eben so mit der Zunge schnalzen. Ich mache es jetzt nicht, sonst schneidest du das gleich. Aber genau. Also weil das ist dann wirklich ein sehr, sehr deutlich sichtbares Signal einfach in der Wellenform drin. Das kann man gar nicht mehr sehen. Und es ist so einfach, dass ich auch denke, wieso bist du nicht selbst drauf gekommen? Weil genau diese Aufgabenstellung hast du ja eigentlich immer wieder mal. Aber manchmal ist man so in seinen Gewohnheiten, dass man vielleicht auch nicht mehr groß drüber nachgedacht hat. Ja, ganz genau. Ja, ja, klassischerweise gibt es ja dieses bitte schneiden, bitte schneiden, bitte schneiden. Ja, und wenn das dann drin bleibt, ist es doppelt peinlich. Das ist dann doppelt peinlich. Und das, ich habe mir überlegt, warum ist dieses bitte schneiden, warum soll das irgendwie auffallen? Und mir ist eigentlich nur durch den Kopf gegangen, wenn ich mir vorstelle, wie die Tonleute früher gearbeitet haben, nämlich mit den Spulen, Bandmaschinen, dann ist dieser, wenn bei höherer Geschwindigkeit, bei höherem Durchlauf, ist dieses dreimal gleiche möglicherweise akustisch erkennbar gewesen. Also irgendwie so einen verzerrten, aber dreimal gleichen Klang und dann wusste man, ach, da ist eine Schnittstelle. Heute würden wir ja dieses aus der Audiowurst, die wir da angezeigt bekommen, gar nicht so gut raushören können. Ja, da würde tatsächlich ein kurzes, scharfes Signal viel deutlicher sein. Und ich habe mir dazu zum Beispiel so einen Klicker, so einen Kinderspielzeug-Klicker, habe ich mir mal besorgt. Und wenn ich schneiden will, dann drücke ich da einfach drauf. Und dann habe ich drei relativ starke Signale, die sehe ich auch sofort in der Audiowurst. Und dann weiß ich, da muss ich nochmal bei. Vor allen Dingen sieht man das auch, wenn man dann den Gesamtüberblick hat und da sind noch so drei so Striche, dann weiß man, dass man eine Stelle vergessen hat, wo man vielleicht hätte noch schneiden soll. Ich habe da lange nach gesucht. Ich hatte das immer im Kopf, so ein Klicker, das wäre doch genau das Richtige. Aber ich brauchte dann echt länger, bis ich mal einen gefunden habe. Wobei ich dann hinterher gedacht habe, vielleicht, wo man Tierbedarf kriegt. Weil manches Tiertraining, das läuft doch auch mit so einem Klicker. Da könnte man vielleicht so. Das auch sowas kriegen. Ja. Naja. So, kommen wir mal zu Kapitel 13. 13. Ich fühle mich immer die ganze Zeit, als würde ich jetzt abgefragt. Ich habe immer so leicht Prüfungsangst hier bei euch. Was steht denn auf Seite in der dritten Zeile? Was hast du denn mit dem Wort Wissen, wunderlich? Weißt du das noch? Genau. Wunderlich und Whirl stehen hier auf einer Seite. Sehr schön. Nee, aber 13. So messen Sie, ob Ihr Podcast erfolgreich ist. Oh ja, was ist denn ein erfolgreicher Podcast? Was ist ein erfolgreicher? Ja, das ist ja genau die Frage, die wir uns alle stellen sollen, weil ich bin nach wie vor. Deswegen sollst du nicht auf antworten. Du sollst das Buch weiterempfehlen. Jeder soll das Buch lesen, da steht's drin. Nein, ich bin nach wie vor eigentlich gegen diese typischen Zahlen. Also ich mag keine Quote. Ich will nicht, dass ständig nur die Downloadzahlen verglichen werden und weil ich finde, das sagt so wenig drüber aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Schüler bin und ich mache einen, was weiß ich, schulinternen Podcast zu irgendeinem Thema und es hören nur 70 Leute, aber das sind eben genau die Leute, die mir danach wirklich dann auf dem Pausenhof auf die Schulter klopfen, dann ist das doch super. Und ja, dann sind es halt nur 70, aber es sind halt genau die 70 richtigen. Also ich weiß nicht, ob man irgendwie, wir haben es teilweise jetzt bei Social Media, habe ich es gemerkt, wenn wir dann so Aktionen hatten und haben dann zum Beispiel Facebook-Freunde, ja, also du kannst ja natürlich auch dann Werbung schalten und drauf zählen, dass dann deine Followerzahlen steigen und so. Da habe ich dann oft gemerkt, das sind nicht die Leute, die wir wirklich gerne dabei haben wollen. Ja, also was sagt die Zahl denn dann schon aus über die Qualität der Hörer sozusagen oder über auch die Qualität des Podcasts?
Es ist natürlich immer eine Frage, wie vergleichst du Podcasts? Und beim Vergleich kommt man um die Zahlen nicht rum. Und da kommst du auch noch um iTunes nicht rum, finde ich. Also um die Charts, die da doch noch eine Rolle spielen, wobei das immer weniger wichtig wird. Aber ich fände es schöner, wenn man ein bisschen mehr davon weggeht und den Erfolg eher daran misst, zum Beispiel, wie die Interaktion mit den Hörern ist. Also habe ich nebenbei einen gut funktionierenden Chat und die Leute haben Spaß dran, kriege ich ganz tolle E-Mails oder Kommentare und Anregungen von den Hörern. Das fände ich wäre eine viel wichtigere Möglichkeit, Erfolg zu messen. Oder eine andere, sagen wir es so. Wenn ich einen Unternehmenspodcast mache, werde ich um die Zahlen nicht rumkommen. Es ist halt so. Also, aber ich habe ja auch in dem Werbung, ne? Wenn man das ja, bei Werbung natürlich der Tausender sowieso, Kontaktpreis, der ja. Zählt man Tausender. Hm? Ach ja. Okay, ich merke, du magst es nicht so. Okay. Was ist dein Gefühl dabei? Erzähl mir. Es ist halt dieses, wo ich immer ein Problem damit habe, ist halt ein Leidenschafts- und Herzensprojekt zu messen. Ja, also das ist halt... Wenn jetzt von mir ist, wenn ich gar keine Hörer habe oder nur einen Hörer habe und der ist glücklich und ich bin glücklich dabei, dann ist es für mich auch ein erfolgreicher Podcast. Also das, wieso muss es immer die Million sein, die man irgendwie vor Augen hat oder sowas? Ich finde es schwierig. Ich finde es immer schwierig. Ich verstehe aber, also ich bin da selber in einem Zwiespalt, weil ich verstehe natürlich, warum es wichtig ist, vergleichbare Zahlen zu haben, einem möglichen Werbetreibenden sagen zu können, hier hast du meine Mediadaten, so und so viele Hörer habe ich. Klar, ja, also das, ich finde es nur schade. Ich würde es gerne nicht haben. Aber ich weiß, dass wir da nicht drum rumkommen. Aber ich habe eben versucht, auch in dem Kapitel dann zu sagen, dass es nicht die einzige Währung ist. Also, dass die Ziele ganz unterschiedliche sein können. Eben zum Beispiel eben, dass man wirklich sehr viel Kontakt hat mit den Hörern, dass man neue Kunden vielleicht dadurch gewinnt und wenn es nur zwei sind oder sowas, ja, dass man Geld verdient dadurch und dadurch weniger arbeiten muss oder dass man vielleicht auch so eine Art Selbsttherapie macht und durch den Podcast selbstbewusster wird. Das fände ich dann auch schon mal ein Faktor dafür, dass man erfolgreich ist, wenn man es schafft, durch den eigenen Podcast ein Selbstvertrauen zu gewinnen und sich besser präsentieren zu können am Mikrofon und dann vielleicht auch, wenn man irgendwie in der Schule ein Referat hält oder in der Uni oder im Job irgendwie eine Präsentation machen muss. Also das, ich fände es schön, wenn man mehr Ziele hätte als nur den TKP. Das finde ich total schön, dass du das erwähnst, weil das hatte ich gerade rausgesucht. Da liegt genau mein Finger drauf. Es ist die Seite 318. Also wir drehen es mal rum. Nee, nicht, ich frage dich, was steht auf Seite 318, sondern du sagst etwas. Also diese zwei Aspekte, die in dem Kapitel 13.1 gelandet sind, würde ich hervorheben. Mein Podcast lässt mich Menschen kennenlernen, die ich sonst nie getroffen hätte. Das ist Seite 319 oder Seite 318. Mein Podcast sorgt dafür, dass ich selbstbewusster werde. Also das finde ich, diesen Gedanken, den mag ich eigentlich am allerliebsten. Und zwar aus ganz egoistischer und persönlicher Perspektive. Ich habe das gerade heute noch wieder gemerkt. Wir hatten eine Einweihung von irgendeinem neuen Standort, da wo ich arbeite. Und da waren neue Leute, die kannte ich alle nicht. Und ich habe mich total unwohl gefühlt. Und es war diese Smalltalk-Atmosphäre. Und man eiert da so irgendwie rum. Und dann hat sich in der Vorstellungsrunde einer mit einem Thema gemeldet, ja, ich bin jetzt hier der neue Projektleiter für XY und habe gedacht, oh, das ist spannend, da gehe ich jetzt hin. Und ich bin ganz aktiv auf den zugegangen, so wie ich normalerweise beginne, irgendwie einen Podcast zu machen. Und dann hat sich dieser ganze Tag ganz anders entwickelt, als meine Befürchtung gewesen ist. Und ich glaube, dass mir diese Chuzpe, da hinzugehen und sagen, hey, du bist doch der Projektleiter, bla, erzähl doch mal, was hast du denn da vor, dass ich das nur habe, weil ich das hier trainiere. Also das ist einfach, das habe ich so gedacht, ja, guck mal, also das hat einfach neue oder andere Aspekte mir eröffnet, die ich vorher nicht so gehabt habe. Das geht mir auf jeden Fall 100% genauso und das ist doch toll. Ja. Also wenn du wirklich selber merkst, dass du dadurch es vielleicht dann auch wieder ein bisschen leichter hast im Leben, dann ist es ein gutes Training auf jeden Fall. Und deswegen finde ich, es gibt eben verschiedenste Ziele und du musst dir erstmal selber überlegen, was ist mein Ziel und dann kannst du auch erst den Erfolg definieren. Also das,
Ja, es ist sehr unterschiedlich. Was ich aber sehr interessant finde, ist, dass momentan ja der Trend hingeht zu diesen Live-Podcast-Events. Und das ist wieder was ich total interessant finde, weil ich eigentlich dachte, dass die meisten Podcaster eher introvertierte Menschen sind. Und ich mich jetzt zum Beispiel nie auf eine Bühne stellen würde, um da irgendeinen Live-Podcast zu machen oder sowas. Ich würde vor Angst sterben. Und ich bin ja froh, dass ich mich hinter Mikro in meinem Kämmerchen verstecken kann, sozusagen. Und deswegen finde ich sehr, sehr interessant, dass jetzt so viele Leute, also auch jetzt habe ich gesehen, Methodisch Inkorrekt, die beiden, die haben jetzt zweimal das Lustspielhaus hier in München, das ist eine relativ große Bühne, gefüllt. Also das ist toll, das finde ich grandios, ja, wo sonst irgendwie Kleinkunst und Kabarett ist. Ist dann jetzt zwei Abende lang Podcasting live oder die Online-Marketing-Rockstars, die dann die Elbphilharmonie gekapert haben sozusagen. Wahnsinn. Ja, das ist doch genial. Das ist, das finde ich sehr, sehr spannend, was da gerade so abgeht. Und das ist natürlich für viele Podcaster, die extrovertiert sein können oder sich das zutrauen, auch wieder eine Einnahmequelle. Das darf man nicht vergessen, ja. Also das, wenn du da dann Tickets verkaufen kannst, ist natürlich super. Aber das wäre jetzt zum Beispiel nie mein Weg. Also das würde ich mir nie zutrauen. Ja, ist das immer so ein bisschen die Frage, ist das dann eigentlich noch dasselbe oder ist es dann doch was anderes? Also wir haben das ja öfter schon mal so auf dem Kongress oder auch beim Podstock oder so, dass wir dann tatsächlich mehrere Angebote auf einer Bühne sehen. Und da merke ich schon, wenn ich da so Zuschauer bin, dass das sehr unterschiedlich funktioniert. Also manche Sachen, die kann man tatsächlich auf die Bühne bringen. Da ist so die Bühne vielleicht und die Interaktion mit den Leuten, die da sind, möglicherweise sogar ein Mehrwert, gerade so, wenn man so Spiele macht oder so. Aber manches habe ich auch das Gefühl, da passiert eigentlich jetzt gar nicht viel mehr, eher weniger. Und zwischen dem, was da auf der Bühne stattfindet und dem Publikum, findet auch nichts so richtig statt. Da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Also Tim Pritlove hat ja da so eine Vision, dass er das versucht, das Audio mit Video zu begleiten, mit, wenn er da über Raumzeit spricht, mit passenden Einblendungen des Weltalls oder irgendeines Satelliten oder so. Die waren da mal in einem Planetarium und das war sehr, sehr beeindruckend offenbar. Also die Geschichten, die ich da gehört habe, waren so. Oder dass sie mit Logbuch Netzpolitik einen Sketchnoter dabei hatten, der hat im Prinzip auf dem Hintergrundbild dann ein Sketchnote gemacht und zu den einzelnen Themen halt kleine Bildchen gemalt und man hat als Zuhörer, also als Zuschauer gesehen, wie sich über den Abend hinweg das Bild so gefüllt hat und hat also dann auch nochmal so eine Visualisierung des Gesagten bekommen. Das kann ich mir alles ganz gut vorstellen, aber manches funktioniert, glaube ich, auch besser tatsächlich im Nur-Audio-Format. Das muss man so ein bisschen ausprobieren. Ist aber tatsächlich so ein bisschen Tendenz, ja. Bis hin zu Podcaster setzen sich vor die Fernsehkamera und machen dann YouTube-Filmchen. Ist das dann noch sortenrein? Darf das überhaupt? Ja, siehst du, das ist das immer wieder, du bist ein Freund der Definitionen, ich merk's schon. Sind wir wieder dabei. Also ich mache zum Beispiel so, dass ich meinen, also ich mache ja noch einen Podcast von den vielen, die ich jemals begonnen habe, der Slow German heißt und den lasse ich halt zum Beispiel über, nicht Audacity, Quatsch, Auphonic, direkt zu YouTube rüber schubsen, was also wirklich sehr wenig zusätzliche Arbeit ist, sonst würde ich es glaube ich auch nicht machen, weil dann die Leute die Möglichkeit haben, zeitgleich Untertitel einzublenden. Also mein Podcast richtet sich an Deutschlernende und für die ist natürlich cool, wenn sie das Gesprochene gleichzeitig auf dem Bildschirm mitlesen können. Das können sie natürlich auch auf meiner Seite, klar. Das können sie auch in den ID3-Tags von der Folge. Aber YouTube hat halt so Sehgewohnheiten, die, glaube ich, bei den Leuten schon sehr drin sind, wo man ihnen das nicht erst noch erklären muss, wie sie jetzt da irgendwie zu den ID3-Tags kommen auf ihrem Handy oder so. Also deswegen denke ich, verschwimmt das natürlich immer mehr, weil du dir die verschiedensten Sachen so zusammensuchen kannst, die für dich praktisch sind und für deinen Podcast. Und warum dann nicht auch irgendwie eine Kamera mitlaufen lassen? Habe ich überhaupt nichts dagegen. Also zumal ja wirklich YouTube eben die Möglichkeit der relativ einfachen Monetarisierung bietet. Und da sind wir wieder bei dem Problem, Podcasting kostet halt auch Geld. Das müssen wir auch mal ansprechen. Also es ist nicht viel, aber du brauchst das technische Equipment, du brauchst Infrastruktur, softwaremäßig und hostingmäßig. Das sind schon regelmäßige Kosten.
und die müssen gedeckt werden. Und dadurch, dass auch zum Beispiel viele Journalisten eben aufs Podcasting gekommen sind, da ist durchaus auch eine Gewinnerzielungsabsicht dahinter und das finde ich überhaupt nicht verwerflich. Also mich ärgert es im Gegenteil immer sehr, dass in Deutschland das so verächtlich betrachtet wird, wenn man äußert, dass man vielleicht mit etwas Geld verdienen möchte. So, ha, das macht doch Spaß, da darfst du doch jetzt kein Geld damit verdienen, das schließt sich ja aus. Ja. Finde ich immer sehr, sehr schwierig, den Gedanken, weil ich, für mich ist es die Wunsch und die Traumvorstellung, dass ich mit dem, was ich am liebsten mache, Geld verdiene. Aber das sehen halt viele anders und deswegen gibt es da sehr, sehr oft Kämpfe mit diesem, darf man mit Podcasts überhaupt Geld verdienen wollen? Ja, ich sage ja, das darf man und deswegen ist YouTube natürlich eine Möglichkeit, das relativ einfach zu tun, indem man die Inhalte dort, sage ich jetzt mal, zweitverwertet. Und natürlich auch die Möglichkeit hat, ich meine, YouTube ist nichts anderes als Google, also du schließt dich der größten Suchmaschine an und bist dort gut aufzufinden, das schadet nie. Hat also, denke ich, viele Vorteile und darf man nicht so verachten, wie es manche tun. Naja, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich bin manchmal auch so ein bisschen so ein beschissener Prinzipienreiter und muss mich dann selber wieder quasi einfangen und sagen, also wenn jemand ein Buch geschrieben hat, dann würde ich ja auch nicht darüber streiten wollen, ob dieses Buch nun verkauft oder verschenkt wird. Es ist völlig klar, dass Bücher verkauft werden. Also habe ich überhaupt kein Problem damit und ich rede auch mit Autorinnen wie du jetzt oder wenn Reinhard Remforter von Methodisch Inkorrekt sein Buch geschrieben hat, das ist völlig klar, das kaufe ich mir, da habe ich gar kein Problem, da Geld dafür hinzugeben. Lustigerweise bei Podcasts ist da irgendwie in meinem Hirn was anders, so nach dem Motto, ja, ich mache das als Hobby, dann sollen mir das die anderen auch als Hobby zur Verfügung stellen. Ich habe irgendwie ein Recht, ich mache Anführungszeichen, ich habe irgendwie ein Recht darauf, das zu bekommen. Das ist natürlich Quatsch. Aber ich falle selber manchmal darauf rein, wenn ich nicht gut genug auf mich aufpasse. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Ja, wobei ich sagen muss, ich bezahle auch für keinen Podcast. Also es gäbe ja die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel manche machen es ja so, dass sie dann ihr Archiv, also alte Folgen, dann kostenpflichtig machen. Das finde ich eigentlich auch einen ganz interessanten Weg. Und nur die aktuellsten Folgen sind dann kostenfrei. Da habe ich es auch noch nicht gemacht, dass ich mir dann irgendwelche alten Folgen kostenpflichtig besorgt habe. Aber wenn es natürlich dann so einfach ist wie bei YouTube, dass man halt dann dieses berühmte, ja, dann gucke ich mir halt einen Werbeclip an und der hat was davon. Sowas mache ich. Ich klicke auf Affiliate-Links, wenn da irgendwo einer ist, habe ich auch kein Problem damit und weiß, derjenige kriegt ein bisschen was davon. Ich schicke mal was über die Wunschliste oder sowas oder über PayPal ein paar Euro. Ich habe auch gehört, was ich jetzt sehr erstaunlich fand übrigens, ich habe ja viele Gespräche geführt für das Buch, auch auf der Republika zum Beispiel, dass viele Podcaster wirklich den Dauerauftrag für sich entdeckt haben. Das fand ich sehr, sehr lustig, weil dann wirklich Hörer halt, was weiß ich, kleine Beträge, 1-2 Euro im Monat als Dauerauftrag einrichten. Und wenn das mehrere machen, dann ist das natürlich wunderbar für den Podcaster selber, weil da nicht irgendwelche Gebühren abgezogen werden, wie es jetzt bei PayPal oder so ist. Also ich finde, da ist überhaupt nichts verwerflich daran und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten zu monetarisieren. Sieht man auch bei der Wochendämmerung zum Beispiel, die machen das ja auch sehr erfolgreich, die dann am Ende zum Beispiel ihre ich will es jetzt nicht Gönner nennen, ja, aber ihre Unterstützer namentlich vorlesen, wenn diese das wollen. Das ist natürlich dann auch schön, also das zu würdigen. Und ich glaube, da müssen wir uns jetzt einfach dran gewöhnen. Mir ist es sehr viel lieber, so diese vielen verschiedenen Wege zu haben, anstatt bei den amerikanischen Podcasts ständig auf Casper-Matratzen aufmerksam zu werden, was ja hier mittlerweile auch so ist. Also das ist halt... Was? Nie gehört. Ich finde das, also ich weiß ja nicht, wie viele Matratzen ihr euch so kauft, aber ich habe jetzt nicht so oft den Bedarf. Und insofern finde ich das langsam ein bisschen nervig, aber gut. Aber irgendwie funktioniert es ja, warum auch immer. Ja, zum Thema Werbung hat ja Lager der Nation auch noch eine lustige Diskussion losgetreten. Also wenn der Host eines Podcasts selber einspricht, ob er sich dann mit der Sache dann doch identifiziert oder nicht. Lager der Nation möchte sich gerne von den Inhalten distanzieren, die der Host aber selber spricht. Finde ich eine sehr gewagte Herangehensweise. Ich verstehe, was sie meinen. Aber genau deswegen bezahlt ja vielleicht ein Werbetreibender etwas mehr, weil es eben
quasi einer Empfehlung gleichkommt und dann nochmal attraktiver ist. Aber da ist ja längst der letzte Keks auch noch nicht gegessen in diesen ganzen Diskussionen. Aber ich glaube, so ein bisschen ist die Schärfe aus der ganzen Debatte heraus. Also es haben sich so, glaube, die ersten ganz großen Debatten haben sich so ein bisschen gelegt und der eine macht es halt so und die andere macht es halt anders und der dritte legt hier einen Wert drauf und der dritte bandelt mit irgendeiner Agentur an, wo andere sagen, das sind doch die Teufel, da darf man doch nicht und egal, die Vielfalt macht es dann an der Stelle. Also wer sich als Hobby leisten kann, das hatte ich auch eingangs ja der Lara beispielsweise geschrieben, als sie sagte, ich bin froh, dass ich das als Hobby betreiben kann. Da bin ich ganz auf, das hat der Ralf Stockmann hat das mal so schön gesagt, weil jemand sagte, hier, ich möchte dir unbedingt für die Arbeit an Ultraschall irgendwie Geld geben oder kannst du das nicht verkaufen, ist das nicht besser? Und dann hat er gesagt, nee, ich bin froh und glücklich, dass ich das als Hobbyprojekt machen kann. Wenn ich Lust habe, mache ich was. Wenn ich keine Lust habe, lasse ich es. Und ihr könnt mir nichts. Ja, ich bin frei. Niemand hat einen Anspruch darauf, dass das Produkt perfekt ist oder immer funktioniert oder so, sondern nimm es oder lass es. Aber lass mich damit mit den ganzen Verwaltungsgeschichten in Ruhe. Und wenn ich Sebastians Zögerhaltung bezüglich der Monetarisierung von StudioLink betrachte, glaube ich, bist du eigentlich auch so ungefähr drauf. Dein Modell, was du uns für 2018 angekündigt hattest, dein Finanzierungsmodell, das sehe ich jetzt auch immer noch nicht so in Funktion. Ja, das hat natürlich auch andere Gründe, weil auch zeitlicher Natur ist. Ich habe da jetzt keinen finanziellen Druck, also ich muss es jetzt nicht unbedingt tun und ich habe natürlich auch eine gewisse Anspruchshaltung, deswegen ist es ja auch alles als Beta deklariert, auch wenn man wie so schön auf dem Podstock mal der Satz fiel, meine Betas sind wie Stable von anderen. Da mag was dran sein. Ja, also das ist tatsächlich eher eine zeitliche Komponente, aber ich würde schon ganz gerne doch, also die Grundidee und auch das, dass ich da hingehen möchte und das verwirklichen könnte, dass da ein gewisser Teil meines Einkommens herkommt, das wäre schon schön doch. Also da bin ich jetzt anders wie Ralf aufgestellt tatsächlich. Ja, das würden wir ja, glaube ich, auch alle mittragen. Also du hast ja diese hübsche Idee, jeder gibt so viel, wie er will, aber und 1 Euro ist irgendwie Minimum oder genau, so. Also, genau. Ne, so, das ist ja, was will man, da kann man ja nur nicht mal sagen, du bist ein kapitalistischer Ausbeuter. das ist ja dann auch eine Formel der Finanzierung, die ist so maßvoll, da ist man ja eher froh, wenn man dann vielleicht 2 Euro geben darf. Genau, das kann dann ja jeder selber bestimmen. Nee, aber daran arbeite ich tatsächlich noch aktiv. Also das habe ich jetzt nicht fallen gelassen, den Plan. Es ist halt wirklich nur eine zeitliche Komponente, die mir da so ein bisschen Probleme macht. Aber auch daran arbeite ich gerade, das so ein bisschen wieder so richtig auf Fahrt zu bekommen. Ja. Sind ja auch Projekte dazugekommen. Also Podstock hatte ich vor 2 Jahren auch noch nicht auf dem Schirm, dass ich dafür. Allerdings, das stimmt. Aber das machst du ja auch für Gottes Lohn. Das ist ja, das ist tatsächlich ein Herzensprojekt. Also da möchte ich auch kein Geld mit verdienen. Das ist wirklich eine Nullnummer und so soll es auch bleiben. Und das mache ich total gerne, um mit der Community zusammenzukommen. Und das ist wirklich so ein Herzensprojekt, was eher so in die Richtung von Ralf geht, ja. Wobei, ich will mich gerade eben nicht korrigieren, aber man kann auch nicht für Gotteslohn, sondern für Spaghetti-Monster arbeiten. Das ist mir völlig egal. Also da will ich jetzt keinen Flock in den Boden rammen hier. Ja, also das ist schon klar. Zurück zu Larissa und ihr Buch Podcasting von erfahrenen Podcastern lernen, was wir hier auf dem Tisch liegen haben. Larissa, wann hattest du denn das Gefühl, dein Buch ist aus der Beta-Phase raus und es ist so, dass du es verkaufen kannst? Also ich hatte ja einen sehr strengen Zeitplan, insofern hatte ich hier meine Tür von meinem Arbeitszimmer war voller Post-its und da standen oben drüber so Kategorien und die Kategorien waren recherchieren, schreiben, dann irgendwie auf Korrektheit überprüfen oder so, da ging es hauptsächlich um die Bildrechte und dass ich Zitate nochmal abgesegnet habe und so weiter. Den Korrekturen und Gutachtern schicken, Korrekturen einarbeiten und finalisieren an Verlag schicken. Und so hat jedes Kapitel brav wirklich diese ganzen Stufen durchlaufen und jeder Post-it wurde immer fleißig umgeklebt.
Und da ist wirklich kapitelweise das alles dann immer zu den Gutachtern und gleich zum Verlag weitergelaufen, weil das halt alles so zeitknapp letzten Endes produziert wurde. Also das, ich habe es nicht so als Ganzes, natürlich habe ich es Ende August als Ganzes abgegeben, aber es ist vorher in Teilen schon sehr viel rumgeschwirrt. Und letzten Endes, ich glaube, wenn ich selber hätte entscheiden dürfen, hätte ich es wahrscheinlich nie in Druck gegeben. Das ist ja so das Typische, was ich auch beim Podcasting immer sage, bitte nicht die ersten Folgen selber nochmal anhören, sonst veröffentlicht man sie eh nicht, sondern einfach raus damit. Deswegen fand ich es sehr gut, eine Deadline zu haben, typisch Journalist, an die man sich dann auch wirklich halten musste, weil sonst hätte ich ewig da noch dran rumgetüftelt und mir gedacht, ach, ich müsste noch dieses reinbringen und jenes und hier habe ich vielleicht noch nicht alles gesagt und dann wären wir irgendwann bei 1000 Seiten, das hat auch keinen Sinn. Stimmt. Hast du denn die Kapitel so von 1 bis 14 oder was habe ich denn gerade gesagt? Also von 1 bis X durch, also der Reihe nach durchgeschrieben oder hast du mit irgendwo in der Mitte angefangen, wo du gedacht hast, ah, das fällt mir vielleicht am leichtesten, da mache ich erstmal einen Einstieg und arbeite mich dann vielleicht vom Leichten zum Schwierigen oder hast du mit dem Schwierigen angefangen oder wie hast du dir die Arbeit portioniert für dich selber? Ich habe kreuz und quer geschrieben, also die Kapitel zwar schon, also anders gesagt, ich habe eine gute, also erstmal, wenn man so ein Projekt hat, dann denkt man sich, okay, jetzt brauche ich erstmal Software, oder? So geht's euch doch auch. Na klar. Also man geht erstmal dann wieder einkaufen. Man könnte eine ja auch anfangen zu schreiben. Ganz genau. Genau, also ich habe hier eine schöne kleine Tafel, auf die ich was draufschreiben kann und da stand dann immer, wie viele Seiten ich noch schreiben muss. Und ich habe mir die Software Scrivener besorgt, die wirklich genial ist für solche Projekte. Das heißt, die hat eine ganz klare Struktur für Autoren und dann konnte man kapitelweise, habe ich da erstmal immer recherchiert und mir ging es nämlich wirklich so, ich hatte teilweise überhaupt keine Lust mehr zu recherchieren nach einer Zeit und ich hatte auch manchmal keine Lust mehr zu schreiben und deswegen habe ich mich da immer schön abgewechselt. Also ich habe dann immer erst ein Kapitel recherchiert und dann habe ich es geschrieben und dann das nächste und so, also immer schön abwechseln und nicht erst alles recherchieren und dann alles schreiben, da hätte ich keine Lust gehabt. Und ich finde das toll übrigens, wie ihr das mit den Shownotes macht. Ich bin gerade ganz begeistert, dass da die Links immer gleich reinlaufen. Sehr fleißig, bravo. Im Chat. Das macht der Lars, das ist... Ja, der Lars, ganz der still, aber der Meister der Links. Das finde ich echt grandios hier. So, ja. Ich hätte auch gern einen Lars. Schön, dass du es erwähnst, wunderbar. Vielen Dank. Genau, also auf jeden Fall, ich habe immer im Wechsel geschrieben und hatte eben einen klaren Zeithorizont vor Augen. Deswegen war das... es war Stress. Aber es gab natürlich auch Kapitel, vor denen ich mich ein bisschen gedrückt habe, muss ich auch gestehen, und ein paar Kapitel, die ich lieber geschrieben habe. Also das Technikkapitel habe ich sehr gerne geschrieben und das Geldverdienen-Kapitel, da dachte ich mir, oh, schon wieder TKP. Wusste aber, es ist einfach wichtig und ich habe mich ja auch selber schon damit beschäftigt und ich verdiene ja auch Geld mit Podcasts und habe insofern schon sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt und auch bin sehr oft auf die Nase gefallen, muss ich auch sagen, mit Sachen, die nicht funktioniert haben. Und das, meine Hoffnung ist ja so ein bisschen, dass ich in dem Buch manchen Leuten das erspare, auf die Nase zu fallen, zumindest nicht an den gleichen Stellen, an denen ich es getan habe. Ja, aber es ist schon, also so, ja, 400 Seiten ist schon, hätte ich, also jetzt glaube ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich es nicht nochmal machen, weil jetzt erschlägt es mich irgendwie im Nachhinein. Vorher habe ich mir das nicht so richtig vorstellen können und dachte mir, ja, schaffst du schon. Aber das ist dann schon ein Brett. Aber ich glaube, jetzt ist wirklich alles drin, was ich drin haben wollte. Also ich bin zufrieden. Das, ja, du hast mir jetzt sozusagen zwei Fragen weggenommen. Also die letzte Frage oder die eine der sich anschließenden Fragen ist natürlich, bist du auch zufrieden mit dem Ergebnis? Also hast du es hat man es dir aus der Hand genommen oder konntest du dann sagen, ja, okay, ich habe jetzt auch da meinen Frieden irgendwie, das ist jetzt mal, vielleicht ist es für deine Verhältnisse bei 99% von dem, was man hätte reintun können. Und das letzte Quäntchen, die 1%, die würdest du, wenn du jetzt eine zweite Auflage machst, vielleicht noch irgendwie reinskribbeln da. Aber es ist schon mal so, dass du dich damit auch gut in die Öffentlichkeit traust und sagst, okay, das ist jetzt mein Buch. Das scheint du, mir so ich, zu sein. Also ich habe es so gut gemacht, wie ich konnte. Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben. Ich habe es sehr, sehr, sehr gewissenhaft gemacht, weil ich wirklich
auf keinen Fall wollte, dass da irgendwelche doofen Fehler drin sind. Und ich habe aber natürlich immer noch die Angst davor, also gerade vor der Community, also vor den einfachen Usern da draußen sozusagen, vor den Leuten, die wirklich im Buchhandel sind vielleicht und dann sich denken, hey, ich will einen Podcast anfangen, welches Buch nehme ich? Vor denen habe ich nicht so viel Angst. Ich hatte wirklich ein bisschen Angst vor dieser Sendegate-Community, weil ich weiß einfach, die sind alle Profis und jeder von denen hätte wahrscheinlich auch das Buch schreiben können. Und jeder hätte es wahrscheinlich anders gemacht, das ist natürlich klar. Und auf das Urteil war ich dann sehr gespannt. Deswegen bin ich jetzt auch noch sehr gespannt, ob bei Amazon zum Beispiel jetzt noch mehr Rezensionen reinkommen. Das würde mich sehr interessieren, was halt andere Leute so davon halten, weil ich kann es noch nicht so recht einschätzen. Ich habe bis jetzt hauptsächlich positiv oder ausschließlich zum Glück Positives gehört, auch aus der Community, da bin ich sehr froh drum. Also da hat ein bisschen Angst davor, muss ich gestehen. Draußen ist, mein Gott, ich mich erinnern und ich habe den ersten Fehler gefunden und ich habe mich nicht so geärgert. Aber ich werde jetzt nicht sagen, wo er ist. Er ist sehr weit hinten. Und da werden natürlich, also ja, 400 Seiten, es wäre komisch, wenn da nicht noch ein Fehler wäre irgendwo. Wir haben uns sehr Mühe gegeben. Es gab ein Korrektorat, es gab ein Lektorat, es gab die Fachgutachter und es gab mich selber. Aber ja, mein Gott, es ist nur ein Buch. Naja, ja, klar, natürlich. Andererseits, dein erster Tweet dazu war ungefähr so, das Buch ist raus, mein Kopf ist leer. So, ja. Also es hat dich schon jetzt das letzte halbe Jahr doch offenbar quasi 24/7 beschäftigt und jetzt beginnt erstmal wieder eine neue Zeit für dich. Also total. Ich denke, ist ja nicht... Ne, ohne Wirkung. Also als ich im Frühjahr das Angebot bekommen habe oder die Frage praktisch gestellt wurde, willst du das schreiben, hat eine liebe Kollegin, die Lena bei mir in der Arbeit, hat zu mir gesagt, naja, du musst dir halt überlegen, willst du jetzt das nächste halbe Jahr immer das Gefühl haben, du musst noch Hausaufgaben machen. Und das hat sehr, sehr gut getroffen, weil genau dieses Gefühl hatte ich jetzt ein halbes Jahr lang. Ich muss noch dies, ich muss noch jenes, ich muss noch irgendein Thema recherchieren, ich muss noch Hindenburg mir nochmal angucken, Screenshots machen und so weiter. Also es war jetzt immer noch zusätzlich zu all dem, was ich eh schon mache und es ist viel, immer noch was zu tun. Und deswegen ist es jetzt ein sehr, sehr cooles Gefühl, dass es jetzt vor mir liegt und nicht mehr zu tun ist, sondern erledigt ist und ich bin sehr zufrieden, wie es geworden ist. Ich finde, es sieht cool aus. Also die Grafik, auch das Titelbild hat mich sehr, sehr gefreut. Hast du selber gemacht, ne? Nein, natürlich nicht. Nein, steht das nicht? Grafik von Larissa Vasilian? Ja. Das steht da nicht irgendwo? Das sind ganz, ganz tolle Leute beim Rheinwald Verlag. Ich bin sehr happy mit diesem Verlag, muss ich an der Stelle auch mal sagen. Die sind toll. Die sind echt toll. Haben sehr, sehr nette Leute da kennengelernt und die haben sich wirklich Eva alle sehr Schmücker. Viel, so. Sehr viel Mühe Schmücker. Gegeben, finde ich, und sich sehr reingehängt. Finde ich toll. Nee, guck, genau, jetzt ist es erledigt. Coverfoto. Es ist da. Entschuldigung, ich höre dir gar nicht mehr zu, weil ich mit meiner eigenen Agenda hier unterwegs bin. Merkst du schon, ne? Ja. Bist du gewohnt? Ja, klar, ich habe ja auch... Wie arbeitet ihr da beim Bayerischen Rundfunk? Jetzt bist still, Irit. Ja, so ist es. Hier steht Coverfoto Larissa Vasilian. So, deswegen komme ich da drauf. Ich muss das sagen, das habe ich mir doch nie ausgedacht. Ja, und das Foto, da bin ich noch 10 Jahre jünger, das muss ich auch dazu sagen. Aber die beim Verlag fanden das Foto so nett, weil ich da halt im Schrank sitze. Das habe ich damals von Matthias Fiedmeier machen lassen. Das ist schon sehr lange her. Ja. Sehr schön. Ich habe jetzt graue Haare. Na und? Wen juckt nichts mehr und ich sage es nur. Ja. Ja, ich habe genau. Da auch kein Problem mit. Also ich kann dir ja mal meine persönliche Rückmeldung geben. Vielleicht schließen sich dann Lars und Sebastian auch nochmal an, obwohl sie ja zwischendurch schon so gesagt haben. Als ich gehört habe, es gibt ein neues Podcastbuch, habe ich gedacht, ach du lieber Gott, schon wieder eins, was irgendwie so mit so... so Plattitüden daherkommt. Also ich will jetzt nicht gerade sagen, dass ich viele Podcast-Bücher in der Hand gehabt habe, aber ich habe schon so einige gesehen oder in so Textauszügen gelesen, die so marktschreierisch und so, das ist irgendwie das gelobte Land und so, wie als würde man was verkaufen müssen, was Tolles irgendwie vermarkten müssen oder so. Und da tue ich mich immer so ein bisschen schwer mit. Und habe erst gedacht, na ja, mal gucken. Und dann habe ich da reingeschaut, zunächst mal ins Inhaltsverzeichnis und schon gedacht, oh,
verflixt, da tauchen ganz andere Themen auf, ja. Das geht ja, also wir haben gerade gesagt, es bleibt natürlich im Detail an der im Nennen, also es geht jetzt nicht in, wie sagte Lars gerade, es ist kein technisches Handbuch, sondern es erwähnt mehr oder weniger die Dinge nur, aber sie erwähnt sie eben und es ist genau dieses, was Sebastian gesagt hat, diese Landkarte, die wir da schon mal in der Hand hatten, von der Zirkusliebe gemalt, nochmal in Worte gekleidet. Und das ist also eigentlich genau das, was so, wenn ich gelegentlich in so einer Rolle als Podcast-Pate angesprochen wird, erklär mir doch mal, sag mir doch mal, und ne, dass mir das etwas gibt, wo ich einfach mal mit dem Finger drauf zeigen kann und gucken und sagen, ja, guck mal, wenn du dich für XY interessierst, dann schau doch einfach mal in Kapitel 3, 4 oder 5. Und jetzt gehen wir das mal gemeinsam durch. Oder wenn ich vielleicht mal einen Vortrag halten sollte, dass ich mich einfach an diesem Buch, an seiner Struktur und seinen Begrifflichkeiten und seinen Inhalten orientieren kann. Also ich habe wirklich das Gefühl, meine ursprüngliche oder bei der ersten Wahrnehmung so, naja, was kann das denn schon sein? Und dann so bei jedem näheren Hinschauen so, ach so, oh prima, haben wollen. So. Und ich habe es immer wieder gerne hier in der Hand und ja, ich mal drin rum. Das muss ich, entweihe dein Werk, Entschuldigung. Aber mit Bleistift, da kann man alles wieder rausradieren. Aber ich bin wirklich angetan und das klingt jetzt hier wie eine Verkaufs- und Werbeveranstaltung. Das ist, ja, ist ein bisschen doof, aber es ist einfach ein Buch, von dem ich denke, das könnte, das habe ich, ja, ich sag's, für die Podcast-Beratung tatsächlich sowas wie ein Standardwerk werden. Und man sagt, ja, hier, guck, da, so ist das. So, das sind jetzt mal die 5 wichtigsten. Vielen Dank, das tut gerade wahnsinnig gut, wenn es mir auch irgendwie unangenehm ist, aber es steckt einfach wahnsinnig viel Herzblut drin, das muss ich sagen. Also es ist nicht mit Marketing-Hintergrund geschrieben, sondern wirklich mit Herzblut und vielleicht merkt man das. Ich habe gerade schon, glaube ich, dass jemand lachen hören. Ich glaube, das war der Lars. Wie siehst du das, Lars? Ich stimme einfach mal so vollumfassend zu. Machst es dir ja leicht. Gut. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe es noch nicht so umfassend gelesen, dass ich jetzt irgendwelche Punkte groß rausstellen könnte. Aber was ich bislang davon gesehen habe, ist das, was du schon erwähnt hast. Fragen wir den Lars mal, also kannst du dich in die Situation versetzen, wenn du jetzt wieder mit Podcasting anfangen müsstest, wäre das ein Buch, was du dir gekauft hättest? Ich glaube schon, ja, tatsächlich. Ich fange oft mit Büchern irgendwelche neuen Sachen an, nicht immer nur mit dem Internet. Das ist tatsächlich so. Das kann ich abends problemlos mit ins Bett nehmen. Ich lese immer vor dem Schlafengehen, egal wie müde ich bin. Ich lese ungefähr eine halbe Stunde, Stunde und das wäre durchaus was gewesen. Das? Ja, das frage ich mich auch gerade. Nein, das braucht das offen. Ja, das, irgendwann halte ich sie eben nicht mehr offen. Ich sage ja halbe Stunde, Stunde. Eine Stunde, Stunde ist verdammt ja, lange. Ja, auch toll. Also das muss sein, um den Tag loszuwerden. Mhm. Aha. Als ja, aber eher dann eher Sachbücher oder eher Bestseller-Sachen? Also ich lese meist ja Romane, aber es kommt auch vor, dass ich Sachbücher mitnehme. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen. Wenn mich das zu sehr fesselt, fange ich an, darüber nachzudenken und sagen, damit könnte ich ja dies oder jenes oder welches, wenn mich das auf fantastische Ideen bringt, dann darf ich das Buch abends nicht. Mit dem Schlafen, Genau, also dann fange ich an zu grübeln und kriege Ideen. Und das ist zwar eigentlich sehr toll, aber das kann ich gerade, wenn ich schlafen will, nicht brauchen. Und Sebastian, ja, was ist deine Meinung? Also für mich kam es sehr überraschend tatsächlich. Ne? Also sonst sind wir immer gewohnt, dass es irgendwie schon rumort, aber das kam einfach so aus dem Nichts, das Buch. Und dann war ich natürlich auch sehr überrascht. Und aber mir ging es da auch so wie Martin, dass ich dann so mit jedem Blick mehr und dann gesehen habe, okay, da steckt doch was dahinter. Das ist jetzt nicht nur so wieder etwas, wo wir uns vielleicht drüber aufregen müssen. Nein, das ist nicht. Wir regen uns doch nie auf. Niemals. Außer ja, ich hatte ja auch am Anfang irgendwie überlegt, ob ich das eher offener gestalte und zum Beispiel im Forum irgendwie, im Sendegate-Forum, versuche, das so als kollaborativen Event zu machen und irgendwie mir da Anregungen zu holen oder so.
Und dann habe ich mir aber gedacht, nee, das führt zu weit. Das wenn ich da lasse ich mich von so vielem dann beeinflussen, das hat überhaupt keinen Sinn und dann finde ich meine Stimme nicht. Und deswegen habe ich es erstmal selber geschrieben und dann eben mit den Leuten, die jetzt auch im Buch vorkommen, gesprochen und deren Stimmen eingefangen, so einzelne sozusagen und nicht diese Masse. Und erst als es dann fertig war, habe ich dann angefangen, ein bisschen zu trommeln und Bescheid zu geben, dass da überhaupt was im Entstehen ist sozusagen und jetzt, wo es halt draußen ist. Weil ich finde auch immer, mir geht es immer selber so, wenn ich dann irgendwo höre, aha, da ist was im Entstehen, bis es dann entstanden ist, habe ich es eh wieder vergessen und dann ist es vielleicht, also ich klicke ganz gerne dann direkt auf einen Link, wo ich es dann auch haben kann und möchte nicht ein halbes Jahr warten auf irgendwas. Also so geht es mir. Stimmt, ja. Ja. Als ich das Buch bei Amazon kaufen wollte, also mal geguckt habe, was da so steht, stand, lieferbar in 4 Monaten. Also ja, ja, genau. Das war. Dankeschön. Das hat mich auch sehr irritiert und da habe ich dann nachgefragt beim Verlag und es ist wohl so, wenn noch nicht alle Lager bestückt sind, dann sind die eher vorsichtig mit diesen Angaben und es ist dann aber auch innerhalb von wenigen Tagen umgeschwenkt auf Prime und jetzt sofort lieferbar und so. Also, aber das da habe ich auch erstmal, bin ich erstmal erschrocken. Ich dachte mir, ey, dann kauft es ja wirklich niemand, wenn man Lieferzeit 4 Monate hat, also oder ja. 1 bis 2 Monate oder so. Aber dankenswerterweise bietet ja dein Verlag auch einen Direktkauf bei sich an. Ja, und genau. das war also so schnell habe ich noch selten eine Lieferung bekommen. Ich hatte nicht damit gerechnet. Das war, also ich glaube, das war sogar, ich habe es nachmittags bestellt und am nächsten Tag. Ich glaube, du hattest es auch vor mir, war das nicht so? Ja. Ja, oder? Wo ich dachte, das kann und du hast es irgendwie am Samstag bekommen und ich am Mittwoch drauf. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja. War halt so neugierig. Konnte mich nicht beherrschen. Ja. Naja, haben wollen. Das ist dieses, es bezieht sich nicht nur auf Rekorder und Kabel und Adapter. Oh, es gibt jetzt aber einen neuen Zoom-Rekorder, habt ihr das schon gehört? Mich juckt sehr an den Fingern. Welchen meinst du? Sag mal kurz die F8, nee, L12 nee. Vielleicht, oder? So einen kleinen, einen ganz kleinen, so. Welche Nummer hat denn der? So einen ganz kleinen. Und den fand ich schon wieder sehr interessant. Nee, aber neu. Ich muss jetzt gucken. Dann sag mal, ja bitte, ja, das müssen wir doch jetzt raus. Ja, da muss ich jetzt noch nachgucken. Macht nichts, wir haben Zeit. Denn? Wir können überbrücken. Ja, ja. Wir können uns gegenseitig schlechte Witze erzählen, zum Beispiel in der Zwischenzeit. Nein, das würdet ihr doch nie tun, oder? Och, ist der doch noch nicht auf dem Markt. Wäre ich mir nicht so sicher. Habe ich nur von dem gehört. Habt ihr denn irgendwelche mobilen Rekorder? Ich habe den Klassiker, den H6. Okay, okay. Und mir wurde am Samstag, Lars, hilf mir mal, der Arnim, was hatte der für einen dabei? Den F1. F1. Ein Zwei-Spur-Rekorder, deswegen komme ich auf 2. Der hat einen instantanen Haben-Wollen-Impuls ausgelöst. Genau. Hä? Weil? Ja. Super klein, so wenn ich mir vorstelle, den irgendwo am Gürtel in der Tasche oder was für ein Interview zu haben. Und ja, das ist ja der, den ich meine. Ich schaue ihn mir gerade an, mit dem Ansteckmikro, gell? Ja, man kann auch Mikrofon anstecken, ja. Ja, ja, genau. Aber du könntest den also ganz mobil und ganz winzig einfach irgendwie immer dabei haben. Das finde ich auch toll. Ja. Das war der F1. Ist wohl so, dass man den an den Gürtel machen kann sogar, ne? Irgendwie, also so zwei so Führungsstäbchen da, so Führungs... was auch immer, Geländer. Ich hatte das für mich tatsächlich beim ersten Blick, ich habe dann auch gesehen, dass das also dass es genannt wird als Gürtel-Dings, aber ich hatte das direkt so mir vorgestellt, das am Arm zu haben. Mit so einem Gummiband. So ähnlich wie diese Oberarm-Handy-Taschen. Ja. Nur vielleicht dann am Unterarm, so wie es manchmal sieht, so diese Wartungstablets oder so, wo die Leute dann so drauf tippen. Ich hätte fast gesagt, hier, Lila in Futurama, die hat da so ein Tablet auf ihrem Arm. Da stelle ich mir dann vor, dass das Gerät einfach da ist. Ich kann zwischendurch mal kurz eben auf meinen Arm gucken oder was und sehe, ist alles noch in Ordnung. Und habe... Ja, ansonsten eine Hand frei, die ansonsten das H6 festhält und in der anderen Hand habe ich das Mikrofon. Und ich hätte plötzlich eine Hand frei. Also, wobei, ne, so unbedingt preiswert ist er nicht, aber. Was hatten wir geguckt? Schon 170 oder so. 160, 167 kostet der Buch. Ach. Aber schon sehr schnuckelig. Weihnachten.
Leute, schenkt Bücher. Bücher sind von Wert. Ach Mensch, da sind schöne Sachen. Fängt man gleich wieder an zu stöbern hier. Ja, allerdings. Aha. Die Firma Zoom, die weiß irgendwie, was sie tut, habe ich so den Eindruck. Ja. Vielleicht sind wir auch so eine überraschende Zielgruppe für die Firma Zoom, die eigentlich ja vielleicht doch für andere Leute produzieren wollte, ursprünglich. Ja, garantiert. Und jetzt merkt, diese ganzen Audio, diese Audiosprachaufnahme-Menschen, die fahren jetzt total auf unsere Gerätschaften ab, irgendwie. Mhm. Was hat der Tim als neuen Default-Rechner, wie heißt der noch, dieser etwas größere, 8? L12 ist, ne? Das, glaube ich. L12. Müsste der Zoom L12, wenn ich. Ja. Der hat dann die eingebauten Kopfhörerverteiler. Also da kann man halt mehrere Kopfhörer anschließen. Normalerweise kommt ja immer nur ein Signal daraus, aber bei dem kann man halt gleich mehrere. Man kann sich halt diesen. Ja, auch sinnvoll. Das Zusatzgerät sparen. Dafür hat man halt so ein Brett dabei. Das muss man auch wollen. Also er ist, ja, es da ist ganz wird von Zoom aber eben auch konkret eben nicht als Field Recorder angeboten, sondern wirklich als Production Recording Gerät. Also das so unter. Ich höre Lachen. Ja, ich stelle mir das gerade als Field Recorder vor. Yes. So mit Brusttasche, also mit so einem Aufhängergurt, ja, wird das vielleicht. Mit dem Bauchladen, wieso so? Ja. Ich habe irgendwie, ja, so wie so eine Kindergartentasche einfach um den Bauch, so, weißt du, um den Hals gehängt. Vorne dann auf dem Bauch baumelnd. Ich habe irgendwie so ein Dieter Bohlen-Bild vom Kopf, wo wir so sein tragbares Keyboard da über die Schulter. Gibt es nicht auch so Grillstationen, die an dem Mann oder an der Frau dranhängen? Oh Gott. So laufende, ja, so Grills, die, ja? Die Bratwurst-Walker, ja. Ja, genau, ne? So, und dann hat man da so ein Mischpult vor sich statt Grill. Muss ich jetzt sofort googeln, was habt ihr da? Heißen die Bratwurst-Walker? Ja, Wurst-Walker oder so, irgendwo habe ich das mal gelesen. Aber. Reich geworden mit Würstchen. Ja. Das ist das nächste Buch, ja? Ja, ja. Grill-Walker. Oh Gott, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja schrecklich. Aber jetzt kriege ich Hunger. Ach ja. Dann machen wir schnell weiter. Zu dem Buch hatte ich, glaube ich, jetzt alles gefragt. Ach so, hast du ein Lieblingskapitel? Das wollte ich noch wissen. Jein. Also was ich, am liebsten hätte ich das ganze Buch eigentlich nur mit so Technik Einseitern gemacht, wo jeder sein eigenes Equipment vorstellt. Also wo jeder Podcaster kurz sagt, wie er aufnimmt, wie er schneidet. Also davon hätte ich gerne noch mehr drin gehabt, aber habe dann selber gemerkt, dass das vielleicht nicht alle interessiert. Und insofern, welches ist denn das? Wo habe ich denn das dann letzten Endes drin? Bei Einkaufen gehen, schätze ich mal. Oder? Ja, genau. Bei Einkaufen, erstmal einkaufen, habe ich von anderen Podcastern lernen verschiedene Setups. Das ist das Ende dieses zweiten Kapitels und da sind sechs insgesamt verschiedene Setups drin von Leuten. Und das hat mir Spaß gemacht. Also es hat mir auch anderes Spaß gemacht, das klingt jetzt immer so, aber das sind halt so die Sachen, die ich selber vor, was weiß ich, 10 Jahren oder so wirklich mir dann immer aus dem Internet zusammengesucht habe, welches Mikrofon hat dieser oder jener Podcaster, den ich gerne höre oder so. Das fand ich immer schon sehr spannend. Ah, ich zitiere mal eben, wen du hier gefragt hast. Oliver Wunderlich und Ellen Anders im Morgenradio-Podcast. Johannes Müller und Eva Fitzelover im Esperanto-Podcast Kernpunkto. Was haben wir denn noch? Alex Wuschen vom Podcast Blick über den Tellerrand. Mark Marons Podcast Garage für WTF. Den hast du auch gefragt, den Mark Marons? Den habe ich gefragt, der hat aber nicht geantwortet, aber er hat zum Glück auch für öffentlich gemacht, welches Equipment er benutzt. Und zum Schluss hast du Larissa Vasilian gefragt, wie ich sehe. Ja, ja. Und was hat die dir geantwortet? Was benutzt denn die Larissa so? Also jetzt gerade benutzt sie ein Yeti-Mikrofon von Blue, ein USB-Mikrofon und hat das einfach ganz faul an ihren Rechner angeschlossen. Und sonst steht sie natürlich im Schrank, also in einem zum Glück Schrankzimmer, also das zweite Kinderzimmer, das wir nicht brauchen, weil ich nur ein Kind habe, ist bei mir jetzt sozusagen ein Schrankzimmer, wo unsere ganzen Schränke drinstehen und da klingt's richtig gut. Und deswegen habe ich das also
dort mir eingerichtet und da habe ich einen, ich habe da eigentlich gar nicht so viel. Ich habe ein Mikrofon, mittlerweile schon nicht mehr das, was da drin steht, fürchte ich. Und einen Channel One, so ein Channel Strip, also damit es ein bisschen besser klingt. Und was habe ich noch? Und ein Aufnahmegerät habe ich von Sony, das gibt's aber gar nicht mehr, habe ich mittlerweile gemerkt. Den PCM M10. Genau, also ich nehme das praktisch auf einem kleinen Aufnahmegerät auf und latsche dann nach oben in mein Arbeitszimmer und hau das Ganze dann da in den Rechner rein. Ja, ach Mann, bräuchte ich mal wieder ein neues Mikro, überlege ich gerade. Ist ja bald Weihnachten. Ja, ja. Ich bin eigentlich so ein Fan von der Firma AKG, muss ich sagen. Das hat sich aber irgendwie, ich weiß gar nicht, wie sich das entwickelt hat. Das sind, glaube ich, Österreicher. Und ich hatte erst das AKG C1000S und jetzt habe ich also das C214, wobei das nur eine Leihgabe von meinem Mann ist, der Musik macht und bei dem lag das jetzt die ganze Zeit im Keller und habe ich gesagt, hey, Großmembranmikro kann doch auch gut in mein kleines Studio wandern, deswegen ist es jetzt eher so eine Dauerleihgabe von ihm. Und ich finde, die machen tolle Sachen, also die Kopfhörer sind klasse, die Mikros sind klasse, habe ich nichts dagegen und sind auch bezahlbar. Ich bewundere immer Menschen, die so wie du jetzt die Sachen so beim Namen nennen können, mit Artikelbezeichnung und ganz präzise, wie ist das Mikrofon, ne, das blaue, ja gut, nee, das also andere. Der kleine Zoom vorhin ist mir auch nicht eingefallen, insofern keine Sorge. Ich fände es auch einfacher, wenn die nicht immer C1000S, sondern Fritz und Bianca hießen oder sowas, aber ja. So leicht machen Hugo. Sie es uns halt leider nicht. Ja. Gib mir. Ja, aber das Yeti, das hat zumindest mal einen Namen, das stimmt. Das Yeti genau. Hat einen Namen, ja, und das sieht auch so aus, wie es klingt. Das Snowball von Blue hat, ja, heißt halt eben auch Snowball, genau. Ja. Den kann man dann auch daran erkennen, sozusagen, am Namen auseinanderhalten. Ja, prima. Nach einem nächsten Buch außer Reich werden mit Bratwurstgrillen, frage ich jetzt lieber nicht. Oder hast du tatsächlich noch eine Idee, was du demnächst schreiben willst? Oder willst du jetzt erstmal fünf Monaten ausruhen? Ich bin so eine typische Journalistin, die immer 20 Ideen in der Schublade hat und sich denkt, hey, ich schreibe jetzt noch den großen Roman und das tolle Kinderbuch. Und dann werde ich wieder gefragt, ob ich ein Sachbuch schreiben will und sage, ja, gerne. Also insofern, ich habe jetzt irgendwie, das ist jetzt mein drittes Sachbuch und ich würde gerne mal was Belletristisches schreiben. Aber ob das jemals was wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was klingelt es bei mir? Du sagst das dritte Buch. Ich kenne das erste Podcast-Buch und dieses. Was stell dir vor, ich habe noch ein Buch geschrieben, nicht über Podcasts. Unglaublich, oder? Jobsuche im Social Web. Das war noch dazwischen. Okay, das ist, dass mir das so durchgeht. Das kann ich verstehen, dass ich das nicht so wahrgenommen habe. Aber ist ja okay. Es ist auch ein wichtiges Thema. Also ich habe heute mit einer Kollegin gesprochen, die hat irgendwie über... Oh, was war's denn jetzt? Influencer auf Instagram ihre Masterarbeit geschrieben oder so. Und oh, gedacht, wow. Mein Gott, als ich studiert habe, hat es diese Begriffe noch nicht mal gegeben. Wie sagst du das? Das stehe ich auch daneben und denke, oh, mein Gott, unsere Marketingabteilung macht sich Gedanken, was kann man auf Facebook alles machen? Und dann weiß man aber eigentlich, Facebook ist doch auch schon auf dem absteigenden Ast. Frag, ich habe unsere neuen Azubis gefragt, kennt ihr Facebook? Habt ihr ein Facebook-Konto? Nee. Nö. Du bist doch out. So, Also, ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Es ist ganz völlig irre. Naja. Deswegen ist das mit dem Social Web ja auch nicht ganz falsch. So, du, wir machen Frage, ja dieses die coole hab. Neue Ding namens Podcasting, weißt du? Das wissen ja die ganz Jungen noch alle gar nicht, wie cool das alles ist. Wie wir neu sind das unserer ist. Zeit einfach voraus. Ja, total. Also, wir haben halt da so einen Hype und so einen Trend entdeckt, den die Teenies noch gar nicht geschnallt haben. Also ich bin, jetzt habe ich mal recherchiert, ich glaube, ich habe 2011 angefangen. Da warst du ja auch schon mal locker 6 Jahre voraus. Also dass wir jetzt gemeinsam gestartet werden, das würde ich jetzt auch verneinen. Du warst noch viel, viel, viel weiter vorne an der blutigen Kante der Podcast-Welt. Oh, danke, jetzt fühle ich mich noch älter. Pardon, du hast aber von der Oma gesprochen. Ja, also es gibt ja diese Rechnung in Hundejahren und deswegen finde ich, kann man auch im Internet Jahren rechnen und was das betrifft, bin ich wirklich schon eine Oma. Ja. Bin ich seit 97 bei Amazon Kunde irgendwie. eBay. Achso. Ja. Ich habe diese 7 Jahre-Schritte gerade tatsächlich auch aufgeschrieben. 2005 plus 7 ist 2012 plus 7 2019. Da hätte man so tatsächlich die 7 Jahre-Schritte. Kommt ungefähr hin. Genau.
Erlebst du denn auch diesen Hype, von dem manchmal so im Moment jetzt geredet wird? Ja, ne? Ich musste gerade gähnen und ich finde, das passt gerade sehr gut zum Thema. Okay. Nee, also, ich merke. Ach, das ist, ich finde es so lustig. Ich fand, ich habe mich mit dem Alex Wunschel eben, auch Podcast-Pionier hier aus München, getroffen und wir kamen uns dann gemeinsam alt vor, weil wir gesagt haben, hey, all das, was wir jetzt gerade so erleben, dieser aufblühende Enthusiasmus von manchen Leuten, dieses, oh, wir haben eine tolle Idee und wir machen jetzt damit Geld mit Podcasts und so. Das hatten wir halt alles schon nur halt vor 8, 9 Jahren irgendwie. Also das ist so wellenmäßig und es kommt halt wieder. Und deswegen fehlt mir ein bisschen der Enthusiasmus dazu, das alles nochmal als Hype zu sehen, weil ich finde halt, etwas, was ich seit 13 Jahren mache, ist für mich kein Hype. Also es ist auch kein Trend, ja. Es ist einfach da und fertig. Und entweder die Leute nutzen es oder nicht. Und es ist ja sehr viel einfacher geworden, es zu nutzen, weil du einfach nur dein Smartphone einschalten musst und eine App runterladen musst. Also das ist nee, also Hype mag ich nicht. Mm-mm. Benutze ich aber selber natürlich auch gerne. Naja, als Journalistin ist ja die Sprache. Kennst du es ja. Mhm. So, gerade schon angekündigt, letzte Frage. Bist du die Frau, die Eislöffel sammelt oder bringe ich das total durcheinander? Ja, das bringst du durcheinander. Ich habe aber dennoch immer einen Eislöffel im Geldbeutel, auch jetzt im November, weil es wirklich regelmäßig zu der tragischen Situation kommt, dass mein Sohn ein Eis isst, irgendwo in der Eisdiele, also im Gehen, ja, so aus dem Becherchen, sein Eislöffel und dann fällt ihm dieser blöde Löffel runter und dann gibt's das Riesengeschrei. Und das ist mir jetzt so oft passiert, dass ich mittlerweile immer einen kleinen bunten Eislöffel in meinem Geldbeutel habe. Aber ich sammle sie nicht, nein, so weit ist es noch nicht. Okay. Ich sammle gar nichts, fällt mir gerade auf. Vielleicht sollte ich was sammeln. Oh ja. Und Adapter. Und Adapter. Du hast mehr Adapter als Haarspangen, hattest du damals 2015 zu Protokoll gegeben. Das fand ich gut. Das stimmt auch immer noch. Super. Gut, dann bringen wir dieses wunderbare Gespräch über dieses wunderbare Buch jetzt zu einem Ende. Also wir nehmen dich quasi oder den Fokus von der Gartenbank runter. Wenn du noch Zeit hast und Kraft hast, dann geh mit uns gerne durch den Rest der Sendung. Wir werden noch das ein oder andere kurz ansprechen, ein paar Termine nennen. Dann bring dich einfach ein, wo da vielleicht, bei einem Thema könnte ich mir das sogar gut vorstellen, deine Expertise auch irgendwie oder dein, wo du Lust hast, mein Gott. Ich melde mich dann einfach. Du siehst das, ja dann, wenn ich so, mich melde. So meinte ich das auch, ja. Ja. Ich neige zur Verkomplizierung. Und dann bleib einfach bei uns, aber wir nehmen jetzt im Prinzip den Fokus von dir und von der Gartenbank runter und kommen einfach mal in das Querbeet. So, und was ich gerade schon so mühsam versucht habe, irgendwie anzudeuten, wo du, beziehungsweise das, was in deinem Buch genannt wird, auch gerade ein Thema ist, es gibt einen Podcast-Hoster, Podhost, der ist auch schon länger im Geschäft, das ist der Fabio mit dem unaussprechlichen Namen. Mach das nochmal bitte. Ich glaube Bacigalupo, oder? Boah, ich bin begeistert. Also mit C? Weiß ich nicht. Ich auf jeden Fall sehr nett. Ja, und der betreibt den Podcast-Hoster-Dienst Podhost und von dem hat man jetzt diese Woche aber irgendwie Unheil wahrgenommen. Sebastian hat sich das mal näher angeguckt. Was ist da passiert? Was weißt du darüber? Ja, es hat wohl eine Sicherheitslücke gegeben. Also es gab wohl ein altes User-Panel, was noch aktiv war, weil noch nicht alle Funktionen im Umfang in das Neue geflossen sind. Und darüber gab es dann wohl einen Hackerangriff und die haben dann kurzerhand alle Uploads gelöscht. Was jetzt dazu führt, dass es einen größeren Ausfall gegeben hat. Beim Wiedereinspielen der Backups, das ist entweder noch im Gange, beziehungsweise eventuell auch sieht es danach aus, dass die Daten verloren sind, also dass die Backups nicht wiederhergestellt werden können, weil auch darum gebeten wird, um den Vorgang zu beschleunigen, die Dateien selber wieder hochzuladen. Was teilweise auch fehlschlägt, weil das Webinterface wohl irgendwie Begrenzungen hat. Also das sieht gerade nicht gerade gut aus. Also
da sind auch einige von uns betroffen, die aus der Community kommen. Da könnte es also auch demnächst mal Anfragen hageln, dass vielleicht noch irgendwo MP3s, also wenn ihr noch irgendwo Folgen habt und jetzt feststellt, ein Feed ist nicht erreichbar und das könnte ein Podhost-Feed sein, dann könnt ihr ja mal vielleicht anfragen, ob noch MP3s benötigt werden, falls keine Backups, also eigene Backups der Podcaster und Podcasterinnen vorhanden sind. Also das, es gibt jetzt offiziell auf der Webseite nichts, aber es gibt ein Sendegate-Thread, wo man sich mal schauen kann. Also es ist, die Kommunikation ist wohl auch ein bisschen zähflüssig, also wahrscheinlich hat der Fabian jetzt auch sehr viel um die Ohren, natürlich verständlicherweise, das irgendwie gerade zu bekommen, den ganzen Prozess, und vielleicht hat er ja auch noch eine Möglichkeit, da Backups wieder herzustellen, aber auf den ersten Blick sieht es nicht danach aus. Man möchte nicht in seine Haut stecken irgendwie, ne? So. Das ist echt nicht so richtig schön. Du kennst dich ja als Admin und auch in der Verantwortung durchaus aus. Wie schätzt du das ein? So, tut das weh? Sehr weh? Noch mehr weh? Ja, also es gibt ja immer den Satz, kein Backup, kein Mitleid. Das wird häufig genannt. Ich kann das aber durchaus natürlich nachvollziehen. Also jeder hatte vielleicht auch schon mal Backups und die waren einfach, haben sich dann im Nachgang herausgestellt, dass die nicht valide waren. Und man tut natürlich, also ich versuche natürlich da so viel wie möglich abzusichern, mal eine Wiederherstellung zu starten, regelmäßig. Und das erfordert auch bei sehr vielen Kunden sehr viel Überredung, weil niemand will Backups machen, sondern jeder will nur Backups wiederherstellen. Das ist das Problem. Also man beschäftigt sich meistens zu spät damit. Das ist leider auch so meine berufliche Erfahrung. Deswegen mache ich bei meinen Paketen automatisch Backups, weil es auch rein rechtlich so ist, wenn ich, dass es teilweise dazu kommen kann, dass es eine 50-50-Schuld gibt. Das heißt also, mir werden dann 50% der Kosten aufgedrückt, wenn durch, was weiß ich, einen Fehler was passiert ist. Und dementsprechend sichere ich mich natürlich auch damit ab. Aber ja, würde ich viele meiner Kunden fragen, würden sie von sich aus keine Backups irgendwie anfordern. Das ist leider so. Obwohl das mit der DSGVO und so weiter natürlich eigentlich auch relevant ist, weil dort ist eigentlich auch mittlerweile in dem Gesetz verankert, dass eine gewisse Zuverlässigkeit, und da gehört auch eine Backup-Strategie durchaus dazu, der Daten gewährleistet sein muss. Ja, zumindest bei personenbezogenen Daten. Genau. Ich kann davon ausgehen, dass Podcasts durchaus einen deutlichen Personenbezug aufweisen. Es sei denn, unterhält sich Siri mit Alexa, dann haben wir vielleicht keinen Personenbezug. Ja, also da ist auch die Frage, da ist auch noch unklar, ob da irgendwelche personenbezogenen Daten, weil User Panel heißt ja wahrscheinlich auch, dass da Benutzerdaten drin waren. Das heißt, wenn die also schon Backup, also MP3s löschen konnten, dann hatten sie wahrscheinlich auch auf die Datenbank Zugriff, und das könnte natürlich auch dort DSGVO-mäßig einiges ins Rollen bringen, was an Pflichten zukommt. Oh, dann muss das sich aber mit der Kommunikation an die Kunden doch tatsächlich. Na gut, wenn man das jetzt so meine nicht, Einschätzung, also es kann natürlich sein, dass das nicht betroffen war, das nur dauert, ich kenne seine Infrastruktur nicht, ich habe mir das jetzt nicht genauer angeschaut, ob das verschiedene Server sind, ob das auf dem gleichen geschieht, aber wenn das halt über das alte User-Panel war, dann ich kann jetzt nur den Text, der dort im Dashboard gepostet worden ist, wiedergeben. Dann sehe ich es schon als sehr wahrscheinlich an, dass dieser Angriff weitreichende Rechte hatte und entsprechend auch die Möglichkeit bestand, auf personenbezogene Daten zuzugreifen. Nicht schön, nicht schön. Sowohl für die Betroffenen, also die Leute, deren Daten irgendwie weg sind, als auch eben auch für den Verantwortlichen. Also das ist nicht lustig. Ja, das ist wirklich, also ja, das könnte halt sein. Also es sind auch einige betroffen gewesen, die, wo ich auch nicht gemerkt hatte, dass die bei Podhost waren. Das war jetzt sehr interessant. Puerto Partida war, glaube ich, dabei, auf dem Holzweg. Also einige. Lerngeschichten. Genau.
Und das kommt natürlich jetzt auch zu einer Zeit, wo es dann halt so ein bisschen ungelegen ist bei dem einen oder anderen. Und dann, ja, jetzt muss man natürlich schauen. Deswegen, also wenn ihr noch irgendwie da Projekte kennt, schaut mal nach. Vielleicht, ne, vielleicht hat der eine oder die andere ja noch irgendwie MP3s auf seinem Podcatcher, sodass man dort vielleicht aushelfen könnte, falls da Bedarf besteht. Und jetzt mal vielleicht aus der User-Perspektive. Also ich habe hier so ein Podlove, so WordPress mit Podlove drauf und habe ein Plugin, was mir ein Backup macht. Ne? Und es schreibt mir auch immer brav mein Backup weg. Und es gibt ja tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, die Regel, Backup schreiben ist das eine, Backup wiederherstellen ist das andere. Wie kann ich denn das jetzt irgendwo wiederherstellen, ohne dass ich mein aktuelles Podlove überschreibe damit? Müsste ich das dann ausgliedern in eine andere Maschine? Oder ja, also wenn du ganz sicher, wenn du es ganz sicher gehen willst, natürlich, dann versuchst du mal einen Wiederherstellungsprozess auf grüner Wiese. Dann hast du auch ein Gefühl dafür, wie lange sowas dauert, wo halt ein Engpass entstehen könnte. Ja, also das, wie lange, ja, vor allem wie lange das dauert. Also jetzt bei privaten Sachen kommt es jetzt nicht auf Tage drauf an, das ist jetzt bei meinen anderen Kunden immer eine ganz andere kritische Geschichte. Aber ja, im Prinzip wäre das Beste mal zu gucken, wirklich so ein Disaster Recovery nennt sich das dann, durchzuführen. Was ist wirklich der Worst Case und wie könnte ich bei null wieder auf 100% kommen? Und dann nimmst du dir vielleicht irgendwie so eine virtuelle Maschine, die kann man ja heutzutage schon stundenlang buchen oder so, je nachdem, wie dein Setup aussieht. Und echt? Stundenweise? Ja, die werden stundenweise abgerechnet zum Beispiel, ja. Witzig. Oder andere Webhosting-Pakete, also versuchst einfach mal so einen Plan B zu entwickeln. Den in der Schublade zu haben, ist für solche Fälle immer ganz, ganz hilfreich, weil dann kann man einfach die Ruhe bewahren und die Checkliste quasi abarbeiten und ja, in dem Moment kann das ansonsten für einen natürlich auch, je nach was für ein Vorfall das gerade ist, so ein bisschen natürlich auch aufwühlend sein und dann ist es ganz hilfreich, irgendwas zu haben, woran man sich irgendwie festhalten kann und das dann einfach abarbeitet. Und wenn man das schon mal durchgespielt hat, dann weiß man zumindest, und das sollte man dann auch vielleicht regelmäßig machen und dann, gut, viele haben sowieso ihre MP3s vielleicht lokal noch gespeichert oder ihre Projekte, aber natürlich auch den Feed wieder herzustellen mit den ganzen Shownotes und so weiter, naja, wenn sowas eben verloren das geht. Ich glaube, das war sogar da, aber mittlerweile sind die Feeds teilweise auch nicht mehr erreichbar wieder. Also ja, wahrscheinlich durch die verschiedenen Wiederherstellungsversuche wird da wahrscheinlich jetzt gerade auch sehr viel drunter und drüber passieren, bis da vielleicht wieder die ganze Plattform hergestellt ist. Ja. Jetzt gucke ich mal in dem Buch unter dem Baby-Backup. Mal gucken. Unter dem Buchstaben Baby-Backup. Ja, gut, das ist jetzt tatsächlich natürlich. Das ist der zweite Buchstabe, der zweite Eintrag unter B. Seite 104. Also, das ist natürlich der Super-GAU, ja. Also, dass das Zeug alles weg ist. Gut, ich verstehe keinen Podcaster, der seine MP3s nicht lokal gespeichert hat, muss ich sagen. Also, das weiß ich gar nicht, wie das gehen soll, weil man hat sie ja erstmal, bevor man sie hochlädt. Also, wieso sind sie dann plötzlich weg? Insofern ein gutes Backup-System zu haben auf mehreren Platten, Cloud, wie auch immer, das dachte ich eigentlich schon, dass ich das rumgesprochen hätte. Aber das ist eben so diese Abhängigkeit von einem Dienstleister und da tut mir jetzt der Fabio sehr leid, aber das hätte ja jeden eigentlich auch irgendwie treffen können. Das ist immer schwierig, oder? Also das ist, sie nehmen einem viel ab, weil man sich um vieles nicht kümmern muss. Auf der anderen Seite ist man total abhängig davon, wenn einer mal pleite geht zum Beispiel oder sowas, dann ist alles weg und dann ist vor allem der eigene Feed nicht mehr erreichbar und ein Laie weiß nicht wirklich genau, wie er das dann noch rumreißen kann, dass er nicht die ganzen Hörer verliert. Ja. Also ich habe dann, Entschuldigung, ich habe eine Fliege gerade verschluckt. Also okay, war sehr klein. So ein Hunger. Die ist mir gerade in den Mund geflogen. Nee, ich wollte sagen, dass man, so, auch das passiert im Podcast, egal. Dass ich relativ bald versucht habe, relativ unabhängig zu sein von solchen Dienstleistern. Genau aus dem Grund, weil ich eben auch die Befürchtung habe, dass das irgendwann mal schiefgehen kann. Und natürlich kann man immer sagen, die Großen, bei denen wird schon wahrscheinlich nichts sein.
Aber dann hat man wieder das Problem, wenn man zu den Amerikanern geht, hat man wieder ein Problem mit der Abrechnung und so weiter und vielleicht auch mit der DSGVO mittlerweile. Dann, ja, es ist immer schwierig. Also ich habe meinen Feed lange schon auf meinem eigenen Server rumliegen. Und auch wenn praktisch jetzt der Hoster weg wäre, wo die MP3s dann liegen, das könnte ich dann in meinem Feed immer noch bestimmen. Und der Feed ist bei mir und da kann nichts passieren. Und das ist schon mal, das fühlt sich sehr gut an. Aber mir tun jetzt wirklich alle leid, die da jetzt gerade mit drin hängen. Der Fabio von sich aus natürlich schon mal erstmal, aber auch alle anderen, die da jetzt halt abhängig waren und jetzt versuchen müssen, irgendwie ihre Podcasts wieder zum Laufen zu bringen. Also das ist echt, ich möchte nicht in eurer Haut stecken. Das stelle ich mir ganz schrecklich vor. Nicht schön, nicht schön. Naja, kommt man auch irgendwie geht es schon weiter. Es ist nicht das Ende der Welt, aber trotzdem unerfreulich. Ärgerlich, ja. Aber vielleicht kann ja Sebastian mal beim nächsten Subscribe oder so mal einen schönen Workshop zu Backups machen und vor allen Dingen Restore, wie das dann geht. Da wäre ich sofort dabei. Okay, ich versuche es mal auf die lange Liste an möglichen Talks. Wünschen. Ja, mit aufzunehmen, ja. Aber okay. Vielleicht gibt es da auch jemand anders aus der Community. Ich muss ja auch nicht alles machen. Nee, aber du bist sozusagen mein Ansprechpartner Nummer 1. Ach so, ja. Du löst ja, also aus meiner Perspektive löst du jedes Problem. Es gibt bisher, ne? Ja gut, ich habe natürlich auch nur einen 24-Stunden-Tag und kann natürlich auch nur begrenzt alle Probleme angehen. Das verstehe ich natürlich. Ich erlebe dich halt als unglaublich kompetent in allen Bereichen und vor allen Dingen Ruhe bewahren. Also du neben deiner technischen Kompetenz hast du ja auch diese menschliche Ausstrahlung. Wenn alle aufschreien und wild gestikulieren und machen, dann machst du einfach den einen Schritt nach dem anderen und dann guckst du mal hier und dann, also da haben wir ja schon dreimal drüber gesprochen, da muss ich jetzt nicht wieder sagen. Also das ist finde ich einfach beeindruckend, wie du das hinkriegst. Gut, das nächste Thema wäre der Kongress, wo ich gerade sage, beim nächsten Subscribe. Bis dahin ist noch ein bisschen, die wird ja wahrscheinlich erst im Frühjahr stattfinden. Also was heißt wahrscheinlich, die wird nicht wahrscheinlich erst im Frühjahr, die wird vermutlich im Frühjahr stattfinden. Eine offizielle Ankündigung habe ich bisher immer noch nicht gelesen. Ich höre nur so hinter den Kulissen. Genau, so Ende März ist im Gespräch. Es gibt wohl auch schon einen Termin, aber bis das öffentlich wirklich gemacht ist, denke ich, warten wir da noch ab und dann können wir das auch verkünden. Ja, bloß nichts Falsches hier in die Welt posaunen und am Ende ist es dann eine Woche früher oder später und dann gehen die Termine durcheinander. Das wollen wir ja nun beim besten Willen nicht. Sollen die erstmal eine Entscheidung haben. Aber der 35C3, da kann man relativ sicher sagen, wann der stattfindet, vom 26. bis zum 30. Dezember, weil er seit 35 Jahren in dem Zeitraum, ist das so? Also schon seit langer Zeit in dem Zeitraum stattfindet. Genau, und meistens und zur selben Zeit und nur ja, der Ort variiert ein wenig und das ist ja wieder Leipzig. Tickets gab es heute auch schon zum ersten Mal öffentlich zu klicken, waren auch wieder relativ schnell weg. gibt aber noch zwei weitere Termine, also wer noch kein Ticket hat, hat noch zweimal die Möglichkeit, eins zu bekommen. Aber es ist wirklich, ich hatte heute auch für einige mitgeklickt, die noch keins hatten. Wir hatten uns da so eine Klickgruppe quasi im Podstock-Orga-Team organisiert, weil da noch Bedarf war und ja. Also die Quote war allerdings relativ gut. Also wir haben doch, glaube ich, von 5 Leuten, die mitgemacht haben, haben irgendwie 2 oder 3 ein Ticket ergattern können. Das war also, ja, also es ist nicht ganz unmöglich. Also man muss es nicht gleich aufgeben, aber es ist schon, die sind schon relativ schnell weg. Ich war zum Beispiel, ich hätte keine Chance gehabt, ich war irgendwie auf Position 2200. Also wenn man, kann dann ja den Ablauf vielleicht kurz schildern, das ist so, irgendwann wird das System freigeschaltet. In dem Fall wurde sogar noch so ein kleines Capture davor geschaltet, wo man draufklicken musste. Und dann wird man quasi in so eine Queue reingeschoben, so dass eine Warteschlange existiert, eine virtuelle. Und
wenn man da, glaube ich, über 2000 irgendwo liegt, dann wird es schon relativ knapp. Und ab 3000 und aufwärts, weil ich glaube, es sind immer pro Ticketverkauf so 2000 bis 2500 Tickets irgendwo in dem Rahmen wahrscheinlich, die rausgehen. Das ist schon, ja, dann wird es knapp. Aber ja. Aber worum soll es gehen? Also wer ein Ticket ergattert hat oder ja noch ergattern wird, der kann sich dann vielleicht uns im Sendegate auf dem entsprechenden Sendezentrum Assembly anschließen. Und da hat der Ralf kleinen Thread gemacht, wo man sich mal eintragen kann. Wer sich also ja dem Sendezentrum zugehörig fühlt, der Community, der Podcast-Community und da das Ganze als Andockstelle benutzen möchte, einfach um dort ja sich mit anderen auszutauschen oder halt einfach nur einen Platz zu haben, um ja vom gesamten Kongress, der ja doch erschlagend manchmal sein kann, einfach eine Anlaufstelle zu haben. Ja, das wäre so jetzt die Stelle, wo man sich mal kurz eintragen kann, damit wir oder das Sendezentrum auch so ein Gefühl dafür bekommt, wie viele das sein könnten und dass wir genug Plätze auch haben. Nach den ersten Planungen, die ich gesehen habe, ist der Ort des Sendezentrums wohl wieder da, wo er im letzten Jahr gewesen ist. Etwas größer sogar, also wenn man das quasi vom Gang aus auf die Anlage draufschaut oder auf diesen Raum da draufschaut, da waren ja im letzten Jahr im hinteren Bereich noch irgendwelche Musikprogrammierer oder so. Und das scheint wohl auch dann noch zum Sendezentrum zu gehören. Genau, quasi das gesamte Eck. Das ist noch Planung so hundertprozentig fest, weil die Assembly-Verteilung kommt ja jetzt noch, weil die Assemblies können sich auch noch registrieren bis knapp Ende November. Aber das ist erstmal so, dass wir den natürlich ganz gerne wieder hätten und tatsächlich bis hinten hin, so dass dann Platz ist. Der Podcast-Tisch wird wahrscheinlich dann auch nach hinten geführt, so dass man vielleicht vom Lärm her ein bisschen abgeschiedener ist. Das war ja doch mit dem Gang relativ nah dran und dieser Gang war ja doch sehr frequentiert, weil das natürlich auch so ein, ja, zu den Hallen führt und dann halt auch zu der großen Glashalle. Und entsprechend, ja, dort dann doch ein bisschen lauter wurde, was wir natürlich letztes Jahr so keine Erfahrung mit hatten, wie das sich äußern könnte. Aber ich finde es ganz gut, so zu wissen, ich habe im Prinzip die gleichen Wege ungefähr. Also ich gerade stand wieder dahin und dann weiß ich, wo ich bin, ich weiß, wo es Klo ist, ich weiß, wo ich mir einen Kaffee holen kann und so. Also das ist dann irgendwie schon. Ja, es ist jetzt nicht gerade sehr experimentierfreudig, aber ich mag das einfach so zu wissen, aha, wo sind die Sachen. Ja, wobei sich da einige, also bei unserer Assembly schon, aber es wird sich auf dem Kongress schon so ein paar Sachen verändern. Ich glaube, der Kids Space wird zum Beispiel umgezogen und solche Geschichten, aber das ist alles noch im Werden und entsprechend wird sich da schon ein bisschen was verändern, aber so, ja, das große Ganze wird doch dann wieder ähnlich sein, ja. Schön. Also das, wer dann ein Ticket bekommt, kann sich glücklich schätzen. Ich habe eine Bestätigung bekommen. Nicht heute, ich durfte mir über so einen Voucher einholen. Da bin ich ganz glücklich, dass mir diese F5-Klickerei dann dieses Jahr erspart bleibt. Ich habe letztes Jahr Nerven für 10 Jahre gelassen. Also von daher bin ich ganz froh, dass es so ist. Im Chat wird gerade noch darauf hingewiesen, dass jetzt das nächste Ereignis möglicherweise nicht der Kongress ist, sondern die Glühwein-Programmiernacht. Das habe ich ehrlich gesagt nicht so vor Augen, weil da jetzt aus Podcaster-Sicht nach meinem Wissen nicht so viel stattfindet. Aber das ist genau wie vorhin gesagt, es gibt so viele Ereignisse und Dinge auch außerhalb unserer Wahrnehmung. Wenn da jetzt jemand weiß, bei der Glühwein-Programmiernacht gibt es auch irgendwie einen Podcaster-Tisch oder ein Sendezentrum Light oder irgendwas, bitte gerne mal einen konkreten Hinweis geben, dann können wir das natürlich auch gerne hier mal thematisieren, gar kein Problem. Ja, üblicherweise sind da auch immer ein, zwei oder ein paar Podcaster, die sich dann so im Workshop mäßig wahrscheinlich zusammentun, so ist es zumindest bei der Gulasch-Programmiernacht und die Glühwein-Programmiernacht ist ja so ein bisschen angelehnt daran, auch vom Namen her. Genau. Und, die ist neu, oder? Ich habe das zum ersten Mal jetzt gesehen. Nee, die gibt es, glaube ich, auch schon ein bisschen länger, aber ich kann jetzt auch nicht dazu viel sagen, tatsächlich. Also es ist auch jetzt keine Veranstaltung, die ich jetzt schon lange
kenne, aber ich glaube, die gibt es schon länger. Bis zum zweiten Mal. Okay, danke zum schön, zweiten Chat. Mal. Also ich finde, also GPN und GPN ist natürlich eine sehr schöne babylonische Verwirrung. Ganz klasse. Super. Ja gut, dankeschön. Bis hierhin haben wir das Querbeet ganz gut umgepflügt, glaube ich. Ja. Alles klar. Dann kommen wir zum Kalender. Nicht nur sporadisch und einzelne Veranstaltungen, sondern die Gesamtübersicht schön geordnet und vollständig. Dafür haben wir den Lars, bitte. Ja, Gesamtübersicht ist es nun auch nicht. Es ist gefiltert, die Übersicht aus dem Sendegate, die Termine der nächsten 3 Monate, wobei das ja auch nicht in Stein gemeißelt ist. Es ist ein Wiki, das heißt, wer Termine weiß, die Podcasting betreffen, kann sie dort problemlos hinzufügen. Dann werden sie auch hier genannt. Los geht's am 10. November mit der Night of the Pots des Raucherbalkons. Die findet zum 6. Mal statt und steht dieses Mal unter dem Motto Hell Freezes Over. Weitere Infos gibt's unter raucherbalkon.wordpress.com. Ebenfalls am 10. November gibt's vom Podcast die Rückspultaste, die Aufzeichnung der Jahresendgala, die verflixte Melodie Teil 4 und das Ganze vor Publikum. Das gibt's in Lüdenscheid. Beginn ist um 19 Uhr. Und nochmal der 10. November, da ist das Cinematic Deathmatch 2018. Veranstalter sind die Podcasts Cinematic Smash Brothers und Second Unit. Das Ganze gibt's im Jugendkulturzentrum Die Pumpe in Berlin. Beginn ist hier um 20 Uhr. Ein Ticket kostet 10 Euro. Reserviert werden kann das Ganze per Online-Formular. Am 12. November geht's dann nach Hamburg. Da gibt's wieder ein Podcast-Meetup und dieses Mal gibt es in diesem Rahmen den Werkstattbericht ESC Green Room. Das Meetup findet statt in der 2. Etage von ThoughtWorks in Hamburg und Beginn ist hier um 19 Uhr. Weiter geht's dann in Schweden. Am 10. Dezember gibt es in Stockholm das Kommunikation mit Podcast. Das Ganze ist eine Konferenz. Dort soll man sich von 8 Experten zum Thema Podcasting inspirieren lassen können. Am 18. Dezember ist dann die nächste Science Podcast Night. Die ist in Hamburg, dieses Mal mit Nora Hespers und Rita Molzberger vom Podcast Was denkst du denn? Der Abend findet statt im Kalasch und Moabiter Bar Projekt in Hamburg. Beginn ist um 19 Uhr. Dann, der Kongress wurde schon genannt, der 35C3, wieder in Leipzig, wieder vom 26. bis zum 30. Dezember. Da gibt's wieder ein Sendezentrum, wir haben ja schon einiges dazu gehört. Der erste reguläre Ticketverkauf, den haben wir heute auch schon gehabt. Die nächsten beiden sind dann am 11. November und am 21. November. Am 4. Januar 2019 gibt's wieder Podruhe, das Podcaster- und Podcasterinnen-Treffen. Alle Interessierten sind da auch hoch willkommen. Das Ganze ist wie immer im Unperfekthaus in Essen. Beginn ist um 19 Uhr. Und im Moment als Vorankündigung noch mit dabei, vom 6. bis zum 8. Mai 2019 gibt's wieder die Republika. Die findet statt in der Station Berlin und da läuft noch der Call for Participation bis zum 16. Dezember. Außerdem hat in der Zwischenzeit die Early Bird Phase für die Tickets begonnen und zwar das Ganze seit dem 5. November und diese Tickets kann man dort im Moment preislich reduziert beziehen. Alle Links, die ich jetzt nicht vorgelesen habe, waren zum Vorlesen ein bisschen sperrig. Im Sendegate, im Terminwiki kann man dort alles weitere anklicken. Und das wär's für die Termine für dieses Mal. Ganz herzlichen Dank. Also du hast doch schon einige sperrige Sachen ziemlich fließend vorgelesen, muss ich sagen. Ich bin da immer sehr beeindruckt, wie das so über deine Zunge geht. Naja, die kommen ja jede Woche wieder. Sie werden immer besser, immer glatter. Ja, also kommt ja irgendwann so eine Routine rein. Aber wo dieser ESC Green Room, in welchem Haus der da war, das ist einfach schwer auszusprechen, denke ich. Ne? Ich habe das Dokument jetzt gerade zugemacht und ich habe ja, ja das läuft in so einem Autopiloten durch. Ich habe es mir jetzt nicht gemerkt. Okay, dann lesen wir das an der entsprechenden Stelle nach. Du hast uns ja verraten. Ach, ThoughtWorks, ja. Ah, Fortwerke. Ich verstehe da Fortwerke. Gedankenwerke, ja. Ja. Schlechte Witze zum wiederholten Male, okay. Gut, wir schließen den Kalender und kommen dann zu unseren Setzlingen.
hatte ja letztes Mal schon gesagt, dass ich mit den Setzlingen so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, weil die, es passiert einfach so wahnsinnig viel, dass ich einfach nicht weiß, wo ich anfangen und wo ich aufhören kann. Aber dankenswerterweise helfen mir die Hörerin, beziehungsweise der Hörer der Herr Rantoron. Scheiße, steht das hier schon wieder falsch? Ich weiß es nicht. Aber auch der liebe Lars. Der Lars hat was mitgebracht als Setzling, hat was gefunden. Was hast du denn da? Ja, gefunden. Es hat sich ja quasi in meinem Podcatcher aufgedrängt sozusagen. Ich habe ja den Firefly-Cast sehr gerne gehört und dort tauchte dann jetzt auf, dass das Team vom Firefly-Cast ein neues Projekt gemacht hat. Da konnte man ja schon erahnen, in welche Richtung das geht. In einer der letzten Firefly-Cast-Episoden war ein kleiner Hinweis versteckt. Das neue Projekt heißt Minutenweise Matrix und was es damit auf sich hat, das kann man fast am besten mal eben vorlesen. Ich mache das mal eben. Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Dies ist, also hier sprechen Arne Kotnager-Ruddert, Bastian Schlingel-Wölfle und Alexander Hochsmaster Waschkau über die erste Minute des Films Matrix, in der schon sehr viel passiert, was für den Film wichtig ist. Also das ist aus den Shownotes der ersten Folge. Das Konzept des Podcasts sieht vor, dass wir jede Woche von Montag bis Freitag je eine Folge veröffentlichen, also 5 pro Woche. Wir machen am Wochenende das gleiche wie die meisten von euch, nämlich Pause. Wir kennen keine Feiertage und keine Müdigkeit. Wir wollen euch einfach lange Zeit mit guter Unterhaltung die Woche versüßen. Was die also machen ist, die nehmen für jede Episode eine Minute aus dem Film Matrix und besprechen die. Die fangen halt vorne an und die besprechen die US-Fassung. Ich glaube, irgendwie 136 Minuten. Das heißt, diesen Film auf diese Weise zu besprechen, wird also 136 Episoden ergeben. Und heute Morgen ist dann Episode 4 erschienen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das so durchentwickelt. Also ich höre es mir im Moment jeden Morgen mit an. Und finde es ganz interessant, weil der Film Matrix, der war eben zu seiner Zeit bahnbrechende Unterhaltung. Und das auf diese Weise zu begleiten, ist sicher interessant. Und das haben die das Konzept haben die sich nicht selber ausgedacht, sondern das kommt von einem US-amerikanischen Projekt. Und mit denen hatten die Kontakt aufgenommen und die dürfen das auch selber so nachmachen sozusagen. Klingt auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite stellt sich ja schon die Frage, nicht in jeder Filmminute passiert ja nun auch irgendwie besonders viel. Es können ja auch einfach mal Schwenks über die Landschaft sein oder was weiß ich, da sitzt jemand Gedanken verloren über dem Kaffee. Da ist möglicherweise nicht so viel Thema dann in der Minute, aber die werden schon was finden, denke ich. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da habe ich auch überhaupt gar keine, keine Zweifel. Zudem gibt es ja eben auch keine Mindestlänge, die so eine Folge haben muss. Ich hätte fast gesagt, wenn jetzt eine Minute lang irgendwo nicht viel passieren würde, dann ist die Folge eben kürzer. Aber Matrix ist schon ein Film dicht gepackt. Da gibt es eine Menge zu erzählen und ansonsten kann man auch immer noch ein bisschen abschweifen, zurückblicken, vorblicken und so weiter. Also gerade Matrix ist dafür ein sehr dankbarer Film. Ja, okay, schönes Projekt. Super. Dann, wie gesagt, ist mir ein Setzling zugeflogen. Zugeflogen. Der Arnim, das ist der Rantoron, der hatte schon, glaube ich, vom Podstock die Idee mitgebracht, dass er einen Podcast machen möchte. Und zwar will er jemandem erklären, wie man ein Linux-System aufsetzt. Und der hatte dann auch gesucht. Wir haben das, glaube ich, ein bisschen auch durch Retweeten und so weiter unterstützt. Und inzwischen gibt es jemanden, der als Co-Host oder, wenn man das sagen, als Schützling, der sein System halt aufbauen möchte, gefunden wurde und es gibt eine erste Folge des Systemstart-Podcast. Also da geht es darum, wie kann ich ein Linux-System aufsetzen. Ich habe da mit einem ganz kurz so persönlich auch gesprochen. Ich glaube, er ist mit der ersten Folge so klangtechnisch noch nicht so richtig zufrieden, aber er hat sie erstmal veröffentlicht, getreu dem Motto, man muss einfach mal irgendwo anfangen. Ich finde das ganz großartig und da kann man also, wenn man sich für Linux interessiert oder eine Linux-Installation machen möchte, ganz basal informieren beim Systemstart-podcast.de beim Arnim. So, das waren die beiden Setzlinge für dieses Mal und dann kommen wir jetzt in den Endspurt zu den Blütenschätzen.
Da mache ich es mir diesmal auch leicht und ich greife zurück auf das, was Hörerinnen und Hörer oder eine Hörerin und ein Hörer mir geschickt haben. Ich fange an mit der Dotti Groß, das ist die Hörmupfel und sie hat einen Hörerblütenschatz. Also keine Hörerinnen, sondern ein Hörerblütenschatz. Das hat sie auch ganz deutlich so pointiert geschrieben. Und sie schreibt, mein Hörerblütenschatz ist ein neuer Oma-Podcast, den ich durch die Freitagstalk-Sendung Kölner Treff im WDR kennengelernt habe. In diesem Podcast redet die 31-jährige Kim mit ihrer 92-jährigen Oma über alltägliche Dinge wie Mode, Frisuren, Einkaufen etc. Früher und heute. Wer also solche Zeitreisen und Lebenserfahrungen mag, sollte sich das unbedingt einmal anhören. Ich habe dann mal in die Selbstbeschreibung reingeschaut von dem Podcast. Da steht, hi, ich bin Kim, 1987 geboren, die Enkelin von Oma Inge, 1926 geboren. Die Geschichten meiner Oma, ihre Lebensweisheiten, ihre Meinungen und Ansichten will ich mit euch teilen und habe ihr das Medium Podcast vorgestellt. Sie war begeistert. Ich habe mir auch eine Folge angehört und ich fand die Oma klasse. Dafür, dass sie 92 ist, ist sie richtig fit und trinken dann auch gerne mal ein Schnäpschen zusammen. Also das ist wirklich etwas, wo man mit Freude reinhören kann. Hat mir gefallen und ich danke an dieser Stelle ganz herzlich der Dotti, der Hörmupfel, dafür, dass sie uns diesen Hörerblütenschatz zugeschickt hat. Und ein weiterer ist heute noch gekommen vom Dirk, der hat einen Blütenschatz vorgeschlagen vom RBB, also vom öffentlichen Rundfunk, der heißt Christine und ihre Mörder. Ich glaube, das ist so ein bisschen in der, kann man das sagen, Tradition von Serial. Also es wird ein Kriminalfall aufgerollt in mehreren Episoden. Christine, naja, wenn er so heißt, Christine und ihre Mörder ist das Opfer. Es geht wohl um Lebensversicherungsbetrug und so weiter. Also ich lese mal gerade vor, was der Dirk dazu geschrieben hat. Hier wird ohne Effekthascherei in 8 Teilen mit Interviewausschnitten, Aktenzitaten und ruhiger Erzählweise über das letzte Jahr eines jungen Berliner Mädchens, ihr gewaltsamer Tod sowie die Gerichtsverhandlung gegen ihre Mörder berichtet. Es gab auch eine TV-Reportage dazu. Ich finde die sachliche Erzählweise beeindruckend und daher ist es für mich ein Blütenschatz, auch wenn oder gerade weil das Thema so ernst ist. Gruß an die Sendegärtner Dirk. In Klammern DSGVO, Name darf genannt werden, falls ihr den Blütenschatz in die Sendung aufnehmt. Ja, also sage ich, es ist ein Blütenschatz von Dirk. Und von der Webseite her habe ich noch gelesen bekommen, Christine R. wird im Juni 2012 im beschaulichen Berlin Lübars ermordet aufgefunden. Was weiß ihr Freund Robin über den Abend zuvor? Warum ist die junge Frau vor kurzem in ihr Elternhaus zurückgezogen? Wer ist die andere Frau, die Christine mitten in der Nacht auf einen Parkplatz treffen will? Martina Reuter und Uta Eisenhardt rekonstruieren die Geschehnisse vor und nach Christines Tod. Polizistinnen und Mordkommission schildern die Ermittlungen hautnah. Die mutmaßlichen TäterInnen erklären ihre Unschuld. Kann der darauf folgende Gerichtsprozess die Wahrheit feststellen? Darum geht es. Also ein Kriminalfall, der dahinter steckt. So, das sind die beiden Blütenschätze, die ich mir heute zu eigen mache. Und ich frage jetzt aber mal die anderen. Fangen wir mal beim Sebastian an, ob er auch einen Blütenschatz dabei hat. Ja, ich muss tatsächlich auch nochmal passen, aber wir haben ja schöne Hörerblütenschätze. Ist das toll? Hörerin. Ja. Ist total gut, ne? Mhm. Super. Danke Dotti, danke Dirk. Lars, hast du was? Jein. Also es ist nichts, was ich nicht schon etliche Male genannt hätte und deswegen überspringe ich das dieses Mal. Ich habe mich dieses seit dem letzten Sendegarten nur in sehr gewohnten Bahnen bewegt und die Podcasts habe ich alle schon so oft genannt hier, deswegen gibt's heute mal eine Pause. Okay, dann verlassen wir uns jetzt ganz und gar auf die Larissa, die schon vorher gefragt hat, muss ich einen oder darf ich auch mehrere? Jetzt sind wir gespannt, Larissa, was hast du denn für Blütenschätze?
Ach, ich bin ja so süchtig, aber wer ist das nicht von euch, oder? Also ich höre wahnsinnig viel. Was mich zuletzt begeistert hat, war auch ein, also so wie Christine und ihre Mörder, auch so ein True-Crime-Format, und zwar Death in Ice Valley von der BBC. Da geht es um eine Frau, die in den 70er Jahren in Norwegen in einem Fjord tot aufgefunden wurde, und man weiß bis heute nicht, wer diese Frau ist oder war. Und die Spuren führen auch nach Deutschland. Also das fand ich wahnsinnig interessant. Da gab es auch in der Zeit mal einen ganz großen Artikel dazu. Und ja, das sind ja immer so dann abgeschlossene, in sich geschlossene Podcasts, so wie auch Dunkle Heimat und so. Also das höre ich selten, aber wenn ich es höre, dann fesselt es mich meistens. Und ich muss sagen, mir gefällt das Format Alles gesagt von der Zeit sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Das sind ja so 3-4 Stunden Sendungen, Podcast-Episoden, da wird beim Abendessen einfach so zusammengesessen, sozusagen mit einem Gast, also 2 Redakteure, ein Gast, und der Podcast oder die Aufzeichnung endet, wenn der Gast sagt, es ist alles gesagt, sozusagen, also der Gast bestimmt das Ende. Und da fand ich eine Folge mit Sophie Passmann ganz toll. Also eine wunderbare, kluge, junge Frau hat mich sehr begeistert. Also ich glaube, der war fast 4 Stunden lang. Aber das gefällt mir gut, das Format. Das ist auch sehr, sehr, sehr ansprechend gemacht. Und die beiden Moderatoren sind auch wirklich ein sehr gut eingespieltes Team. Und ich will da jetzt noch ein bisschen Disclaimer, Eigenwerbung machen, weil das ja heute noch nicht genug der Fall war hier bei euch. Und zwar, Bayern 2 hat seinen Newsletter, der bislang eher so eine Art Programm-Newsletter war, umgestellt, und der heißt jetzt die Podcast-Entdecker. Und da dürfen verschiedene Podcast-begeisterte Mitarbeiter des BR immer eine Woche übernehmen, sozusagen diesen Newsletter zu machen und eben Podcasts zu empfehlen, also genau das, was ihr jetzt hier macht. Und das würde ich euch gerne ans Herz legen, gerne auch mit der Bitte um ehrliche Kritik oder ehrliche Anregungen, was man da noch aufnehmen könnte oder was man anders machen könnte. Wir sind, glaube ich, 6 Leute, die sich darin abwechseln. Insofern ist da auch wirklich jede Woche komplett anders von den Themen her. Aber vielleicht ist das was für euch. Vielleicht findet ihr da noch mehr Hörstoff, weil wir haben ja leider nur 2 Ohren. Ja, da sagst du was. Vielleicht sollte man mal trainieren, ob man das linke und das rechte mit unterschiedlichen Inhalten befüllen kann. Habe ich versucht, geht nicht. Das hatte der Lothar Woding auch mal so schön gesagt. Der hat Zwillinge und hat gesagt, die labern den ganzen Tag auf mich ein. Und dann hat er versucht, das eine Kind mit dem einen und das andere Kind mit dem anderen Ohr wahrzunehmen. Das hat leider auch nicht funktioniert. Aber die Idee fand ich irgendwie witzig. Sehr schön. Ja, der Newsletter, den hatten wir in der letzten Episode schon angesprochen, und eigentlich sollte das mitten auch auf die Gartenbank, den habe ich tatsächlich vergessen, und als du gerade die 2 gesagt hast, da ging mir sofort das mit dem Newsletter wieder durch den Sinn. Danke, dass du es erwähnst. Passmann hatte ich da auch erwähnt, genau. Danke, dass du es erwähnst, sonst hätten wir das wichtige Angebot noch unterschlagen hier, das wäre ja schade drum. So, jetzt würde ich aber gemäß dem Zeit-Podcast, den du gerade erwähnt hast, sagen, es ist alles gesagt. Für den Moment jedenfalls. Sonst müssen wir zum späteren Zeitpunkt nochmal einsetzen. Ich bin durch. Habt ihr noch was? Möchtest du noch irgendwas Letztes mitteilen, Larissa? Du hast jetzt die Gelegenheit. Ich möchte mich nur wahnsinnig herzlich bei euch bedanken, dass ich mich auf eurer Bank so breit machen durfte. Und es hat mir großen Spaß gemacht. Und ich danke euch sehr für die lieben Worte. Das hat mir sehr gut getan. Vielen Dank. Ja, ich danke dir erstmal für die ganze Arbeit, die du da reingesteckt hast. Also dieses 5 Monate immer das Gefühl haben, ich muss noch Hausaufgaben machen. Grauenvoll. Ich weiß nicht, wie du das durchgehalten hast. Schlimm. Also es ist wirklich ein wunderschönes Ding, was ich gerne in die Hand nehme und ich wirklich mir gut vorstellen kann. Ich habe schon das ein oder andere Mal in so einer Situation gesteckt, wo jemand sagte, kannst du mir nicht mal erklären, wie dies oder wie ist denn das, oder noch schlimmer, ja, ich will podcasten, an was muss ich denn alles denken? Und dann steht man da so im Nichts und kann nirgendwo hinzeigen und sagen, guck mal, das könnte Thema sein, jenes. Jetzt habe ich was in der Hand, was man vielleicht einfach mal als Gesprächsgrundlage nutzen kann. Kann ich, ja. Das ist schön, das gefällt mir einfach. Dankeschön. Danke für die Mühe. Sehr gerne. Kann ich nur sagen. Gut, möcht ihr noch was sagen?
Sebastian, du hast ja gerade schon angefangen, habe ich gehört irgendwie, ne? Wolltest noch was sagen? Ich hatte nur zugestimmt. Okay, Zustimmung ist immer gut. Ja. Alles klar. Und Lars, famous last words. Ich bin durch für heute. Famose letzte Worte, du bist durch. Gut, dann machen wir es auch nicht länger als nötig. Ich hatte ja eingangs zitiert, wie man aus der Geschichte wieder rauskommt. Wo war das denn hier? 1-4. War das nicht 1-4? 1-4, 1-4, 1-4? Nee, das ist was anderes. Siehste, also egal. Ich muss mir das nochmal zu Gemüte führen, genauer. Machen wir einfach Schluss. Ich danke ganz herzlich allen, die hier zugehört haben live und auch denen, die in den Chat mit reingeschrieben haben. Das eine oder andere haben wir ja, glaube ich, auch hier einbauen können. Und ich danke aber auch vor allen Dingen denjenigen, die das hier in der Konserve hören. Das ist ja der Ursprung des Podcasts, das selbst, das zeitsouveräne Hören, auch das themensouveräne Hören. Wenn euch irgendwas nicht interessiert hat oder ihr keine Bücher mögt, dann ist die Sendung vielleicht heute gar nicht für euch gedacht, aber egal. Macht daraus, was ihr möchtet. Ihr seid aktive Hörerinnen und Hörer und müsst euch nicht mit unserem Kram hier abgeben, wenn ihr das nicht wollt. Aber wenn doch, dann seid ihr herzlich willkommen, auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten, wenn es in den Sendegarten geht. Und ich danke ganz herzlich den beiden Menschen, ohne die dieses Projekt hier, ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das ohne Lars und Sebastian hinkriegen könnte. Deswegen ganz, ganz dickes Dankeschön an euch beiden. Und mit diesem Dankeschön gehe ich jetzt mit euch in die Nacht. Tschüss zusammen. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss allerseits.